Hallo liebe Ohren, hier sind wieder eure drei Nasen. An meiner Seite natürlich der Christian von Christian on Air. Hallo. Der Mirko von Mirkos Kosmos. Hallo. Und ich bin der Weidemann von Schroff gezockt. Hallo. Und wir begrüßen euch herzlich zu einem neuen Podcast nach dem Motto drei Nasen quatschen einfach mal über was. Wir hatten ursprünglich kurz gedacht, ja, eigentlich ist ja vom Rhythmus her wieder Zeit für drei Nasen beschnüffeln jemanden, aber da sich dann so kurzfristig doch irgendwie keiner gefunden hat, und wir doch irgendwie ein schönes Thema gefunden haben, über das wir uns einfach mal austauschen können, müsst ihr heute mit drei Nasen vorlieb nehmen und nicht nochmal mit vier, aber das kommt natürlich auch irgendwann. Aber ja, bei dem Wetter riechen die anderen ja auch nicht so gut, da ist das mit Beschnüffeln nicht so doll. Auf jeden Fall, da hast du definitiv recht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wir reden ja hier aus drei verschiedenen Himmelsrichtungen in Deutschland auf euch ein. Ich sitze im Westen, der Mirko im Norden und der unser Randpole Christian, der sitzt ja schon ganz weit im Osten. Ja, du hast es selbst mal gesagt, Christian, ich muss es einfach so aufgreifen. Du darfst das, alles gut. Ja, habt ihr dann auch alle schön Arschwasser? Also ich hatte bis jetzt einen ziemlich blöden Tag irgendwie auf Arbeit. Man hat sich so drömmelig gefühlt, so sagt man das bei uns. Also einfach so, es ist so schwül, so drückend, ein bisschen Kopfschmerzen waren irgendwie angesagt. Und ich habe mich die ganze Zeit wirklich schon drauf gefreut, ja, endlich wieder mit den beiden anderen Nasen zusammensetzen und Quatsch labern. Komm, reden wir erstmal über das Wetter, ne? Ist auch mal ein schönes Thema, um anzufangen. Wie ist denn da drüben bei dir, Christian? So direkt das Gegenüber von mir quasi. Also hier ist auch so diese Schwüle, von der du so gerade gesprochen hast. Und nur mal so, ich hatte heute übrigens meinen letzten Schultag. Also jetzt ist vorbei mit Unterricht und so. Und bei uns in der Schule ist die Belüftung ganz schlimm. Aufgrund von Brandschutz und so kann man die Fenster nämlich nicht öffnen. Und du bist auf die Lüftung des Gebäudes dort angewiesen. Und die ist schrecklich, weil da nämlich keine Klimaanlage dahinter steckt. Und das ist ganz schlimm. Und ich habe da auch sehr Kopfschmerzprobleme. Ich bin da sehr anfällig, weißt du? Wenn so, wie du sagst, so schwül ist, kriege ich auch sehr, sehr schnell Kopfschmerzen. Ne? Und ich dir direkt schon sagen. Im Alter wird es nicht besser. Ne? Also wenn du noch ein paar Jährchen mehr auf dem Puckel hast, so wie ich, die Wetterfühligkeit nimmt immer mehr zu. Das ist so, ja. Ja, ne, ich hoffe wirklich. Also wenn es einfach nur warm ist, geht's. Aber halt so diese Schwüle. Ich bin eh in einer so Schwüle. Ich schwitze dann auch wie ein Schwein. Das ist wirklich so. Wenn es einfach nur warm ist, geht das schon. Dann überlebe ich das. Aber da muss ich dazu sagen, wo der Mirko in ihrem Laberalarm, was Globe gesagt hatte hier, wenn das so warm ist und er dann noch hier seine, Mensch, hier Beleuchtung, der coole Name dafür. Mensch. Softbox, genau. wenn er seine... Der coole Name. Hey, yo, Softbox, man. Yo. Verschüsselte sind. Aber ich merke das auch, weil wenn ich hier in meinem Kabuff sitze, ich muss ja da auch Fenster zumachen, weil wegen Geräusche von der Straße und so, ne, und die alten Omis, die sich bei mir vorm Fenster unterhalten, ne, Fenster zu, Softboxen an, ich schwitze dann auch mal wie ein Schwein und dann habe ich immer noch meinen Speckdeckel, also meine Mütze auf. Boah. Ey, ganz schlimm, das ist dann immer schön hier so Podcast, da sitze ich so ganz gemütlich, ne? Ja. Und ach, das ist so wunderschön. Bei mir auch, ich sitz hier nackt im Dunkeln, das ist bei Podcast. Ja, wie ist denn das Wetter grundsätzlich so im Norden da oben bei dir? Also hier hat's, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hören konnte, hier hat's gerade gedonnert tatsächlich. Also wo? Nee. Ich bin ja hier quasi vor einer halben Stunde erst von der Arbeit nach Hause gejettet. Da hat mir noch die Sonne in den Nacken geballert. Und jetzt, ballert's draußen, gewittertechnisch. Total schwül hier auch, das Wetter ist total eklig. Auf der Arbeit ist das auch immer richtig herrlich. Ich arbeite ja in einem Krankenhaus. Und wenn du dann so etwas ältere Patienten hast, die krank sind, die frieren ja nun mal schnell, ne? Und dann hast du selbst bei 27 Grad Außentemperatur, kommst du dann manchmal auf ein Patientenzimmer, wo dann, sagen wir mal, drei Omis liegen, die dann die Heizung auf 5 gedreht haben und du kippst dann fast um, wenn du diese Tür aufmachst. Das ist so ähnlich wie bei, kennt ihr den Film Backdraft, die durchs Feuer gehen? Ja, Feuerwehrmänner, wenn die diese Tür aufmachen, wo es dahinter brennt und dir kommt so eine Explosionswolke ins Ding. So fühlt man sich da teilweise. Und so geht mir das auf der Arbeit auch. Ja, und jetzt, also ein Video jetzt aufzunehmen, hätte ich auch ehrlich gesagt null Bock. Also wie gesagt, ich sitze hier jetzt angenehm im Dunkeln, also ich habe doch was an, da muss ich euch enttäuschen. Och Mann. Ein bisschen geflunkert, ja, tut mir leid. Aber vielleicht, ne, je nachdem, in welche Richtung das geht, vielleicht fliegen hier noch ein paar Kleidungsstücke.
Und ich merke schon, ich bin heute in Quatschlaberlaune. Das kommt wahrscheinlich auch von dem Gewitterwetter. Irgendwie bin ich im Kopf dann auch mal so ein bisschen maddelig. Und was mich vor allen Dingen stört, da ich ja gerne zocke, wie ihr wahrscheinlich auch, mir schwimmen die Pads immer aus der Hand bei dem Wetter, wenn ich dann lange zocke. Ich kriege sehr schnell Schweißflossen. Und ja, mit Schweißflossen dann vernünftig Analogsticks zu bedienen, macht richtig Spaß. Ich merke schon, also die drei Nasen entwickeln sich zum geriatrischen Talk irgendwie. Ne? Ich denke, in ein paar Jahren reden wir dann hier über ganz andere Beschwerden, über Erektionsprobleme oder was weiß ich, ne? Was denn alles noch so kommt im Alter. Weißt du noch? Früher war alles besser. Mach mit Rano Fink, jetzt ist es aber wieder. Na, man weiß nie, ne? Genau. Ja, genau, dann auch irgendwie nicht drei Nasen, sondern irgendwie drei Hörgeräte oder irgendwie sowas, wie wir uns dann nennen. ich merke, wir reden hier schon 6 Minuten um den heißen Brei rum. Ich habe noch gar nicht das Thema verraten. Ich habe zwar gesagt, dass wir einen Thementalk haben und ihr habt es wahrscheinlich auch an der Information des Podcasts oder des Videos gesehen. Wir reden heute über das Thema Sammeln. Aber bevor wir in das Thema überhaupt reingehen, ihr merkt es, wir haben Bedarf, uns ein bisschen frei zu blubbern. Und ich habe auch gedacht, heute mal wirklich eine schöne, lange Eröffnungsrunde. Es ist in den letzten Wochen eine Menge passiert. Schon allein so aus den Themen, die uns auch interessieren. Ne? So dieser Wahnsinns-Wrestling-Monat hat irgendwie einen Abschied gefunden. Ich weiß nicht, also wir werden da garantiert heute keinen großen Recap zu geben, aber vielleicht kann ja jeder mal so kurz seine Meinung auch zum Greatest Royal Rumble oder zu der famosen Veranstaltung Backlash irgendwie noch ablassen. Das hat uns noch alles so überrollt. Dann gab es schon so ein paar Vorveröffentlichungen oder ja Leaks, wie man ja so schön sagt, von für die E3, wo irgendjemand, Walmart war das, glaube ich, da was geleakt hat. Ne? Und da habe ich wenig mitgekriegt, aber da könnt ihr vielleicht was zu sagen. Ja, und generell, ich komme gerade so frisch aus dem Urlaub und bin auch total in Laberlaune. Ich denke mal, da gibt es so einiges zu erzählen, was so die letzten Tage und Wochen los war bei euch privat und auch so in den Themenkomplexen, die uns interessieren. Ja, und da würde ich doch einfach mal Start freigeben, bevor wir auf dann unser Hauptthema für heute, auf das Thema Sammeln und, ja, oder Jäger und Sammler, irgendwie so haben wir es, glaube ich, genannt, ne? Wie sammle ich, wie lebe ich meine Leidenschaft aus? Ja, finde ich ein sehr interessantes Thema, aber dazu dann später. Komm, Christian, fang du mal an. Der Mirko hat gerade viel über seinen Backdraft-Moment heute im Krankenhaus erzählt. Christian, wie läuft es gerade bei dir? Was beschäftigt dich so die letzten Wochen, seit wir das letzte Mal gequasselt haben? Na, auf jeden Fall war natürlich viel jetzt bei mir wegen Schule und so gewesen. Es waren schon viele Prüfungen jetzt wegen Vornoten und was weiß ich nicht alles, ne? Und das habe ich jetzt zum Glück hinter mir. Jetzt stehen die schriftlichen Prüfungen an und die mündliche noch. Das wird jetzt nochmal im Anfang, Mitte Juni nochmal interessant. Natürlich musste ich auch gucken, kann man ja ruhig so sagen, wegen wie geht's danach weiter, wegen Bewerbung, das stand dann vor mir und alles sowas, ne? Sieht aber ganz gut aus. Also was heißt ganz gut aus? Ich habe halt eine Zusage, dass ich mache jetzt noch so Weiterbildung in Richtung technisches Zeichnen so ein bisschen und danach dann halt so in Form eines Einarbeitungspraktikums und danach halt mit Übernahme, ne? Also das läuft ganz gut. Und ja, was war denn sonst? Ja, Wrestling-mäßig da muss ich wirklich so sagen, dass ich habe natürlich das verfolgt und so, habe auch Backlash geguckt und natürlich ein Greatest Royal Rumble, aber es hat sich so ein bisschen abgeflaut gerade, weil natürlich wo WrestleMania und der Takeover und Hall of Fame und da hat man davor noch die Weeklies geguckt und ach, das alles so in meinen Zeitplan mit reinzukriegen, war wirklich eine Herausforderung. Und wo ich merke, ich schaffe das nicht auf Dauer. Das geht zeitlich, kriege ich es einfach nicht hin. Aber ich fand es zum Beispiel sehr schön hier, Greatest Royal Rumble habe ich ja mit Mirko zusammengeguckt und mit dem Berliner Jung und mit dem Kai. Und das hat richtig Laune gemacht. Also es ist natürlich immer dem geschuldet, dass das Scheißzeiten für uns sind, ne? Wenn die Pay-Per-Views normalerweise kommen. Und so war es mal eine angenehme Zeit und es hat wirklich Laune gemacht. Oh, das muss ich ja auch sagen, ne? So ein Freitagnachmittag war das im Endeffekt ja, wo es losging. Freitags haben viele Leute ein bisschen früher frei und wir haben die Situation einfach auch mal genutzt, um die Leute, die wir durch WrestleMania jetzt auch wieder mal so ein bisschen im Fieber hatten, eh zu Besuch waren, auch bei WrestleMania bei uns, die einfach nochmal alle anzuschreiben und zu sagen, ey Leute, habt ihr nicht Bock, kommt vorbei, wir gucken uns diesen Greatest Royal Rumble an. Das Ding war ja auch um 11 Uhr unserer Zeit durch und das war richtig geil angenehm. Ne? Also da kann man mal so ein bisschen abschätzen, wie das bei den Amis so läuft. Die machen sich dann so einen schönen Sonntagnachmittagabend irgendwie und wir müssen uns dafür die Nächte
um die Ohren schlagen, wenn man es wirklich live sehen möchte. Ja, ne? Also jetzt hat man das mal auch so selbst in diesem Rhythmus mitgekriegt. Also deswegen, ich wäre ja gern bei euch im Chat dabei gewesen, aber wenn man natürlich persönlich Freunde da haben kann, die sich auch für das Thema interessieren, da natürlich nochmal sorry an der Stelle, aber das geht dann natürlich irgendwo auch vor. Und so konnte meine Frau natürlich auch voll dabei sein und musste sich nicht anhören, wie ich die ganze Zeit mit euch da irgendwie in der Leitung hänge. Vollkommen verständlich, ja. Alles gut. Also, ich fand das nicht witzig. Nee, alles gut. Hätte ich genauso gemacht. Ansonsten, du bist gerade bei Far Cry 5 dabei, Christian, ne? Ich muss ja sagen, ich habe ja mein God of War Let's Play zurzeit am Laufen und bin dort tatsächlich jetzt, man produziert ja natürlich vor, bin storytechnisch durch und bin jetzt gerade so am Endgame dran, wo ich auch noch ein ganz paar Videos jetzt gemacht habe. Und es ist, das ist so ein geiles Spiel. Ich muss es einfach so sagen. Und ich möchte auch nicht so viel verraten, weil viele wollen es natürlich noch spielen, weil es natürlich so ein Titel, den man sich nicht entgehen lassen möchte. Ja, auf jeden Fall. Also es ist aber auf jeden Fall riesengroße Kaufempfehlung meinerseits. Muss man gespielt haben. Ja, und dann habe ich jetzt habe ich ein neues Let's Play natürlich, fange ich jetzt noch bald an. So was für zwischendurch. Übrigens, Dank an Mirko wieder mal, der das Spiel vorgestellt hat. Was habe ich jetzt wieder angestellt? Und zwar geht es um das Spiel Red Watchers. Oh! Ich habe mir so gedacht, wo ich das bei Mirko gesehen habe, Mensch, niedlich, fetzt, Anlehnung 90er Jahre, gefällt mir. So eine Wörter wie Commander Keen und Duke Nukem sind gefallen, hat mir gesagt, das ist mein Ding. Mach das rein, spiel die ersten zwei Level, da habe ich schon so gemerkt, Moment, das ist schwer. Das ist schwer. Und dann kam das dritte Level, das werde ich nie vergessen. Ich habe geflucht, ich habe Blut und Wasser geschwitzt beim Let's Play, habe mir dann auch so gedacht, das kannst du nicht veröffentlichen, ne? Aber Leute, keine Sorge, die ich jetzt hier schon schön, ja, den Mund wässrig geredet habe, das wird veröffentlicht, keine Sorge. Aber es ist so ein bockschweres Spiel, Leute. Ey, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Nee. Aber Far Cry 5 ist dagegen einfach. Far Cry 5 macht sehr viel Spaß. Ich versink dort auch total in der Welt gerade. Ich muss es einfach so sagen, weil ich hätte nie gedacht, dass mich dieses Setting von Far Cry 5 dann doch so mitnehmen kann. Ne? Also, dieser Hilly-Billy-Style will ich es jetzt mal nennen. Ne? Gefällt mir richtig gut. Also Far Cry 5, ich kann mir sehr gut vorstellen, das werde ich mir auch bis zum Ende noch genehmigen. Da hast du wahrscheinlich noch ein bisschen vor dir. Wie viele Stunden spielst du denn jetzt Far Cry 5 schon, so circa? Also ich habe von diesen drei Teilgebieten, du kennst das ja, von der Weltkarte, die erste bin ich jetzt, glaube ich, vorm Endgegner. Ah, okay, na, da kommt ja noch ein bisschen was. Ja, soll auch, weil, wie gesagt, mir gefällt es richtig gut. Aber mir hat es auch gut gefallen. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, so je mehr ich von dem Spiel sehe, umso mehr macht es mich irgendwie an. Also ich glaube, dieses Setting wächst so ein bisschen irgendwie. Ne? Also anfangs habe ich gedacht, ja, ist das jetzt so spannend? Aber gerade die Atmosphäre und dieses Settings halt soll ja wirklich sehr intensiv sein und auch so wenig abgenutzt. Ja. Ich muss sagen, es macht mich auch ein bisschen an. Und was auch das Schöne ist, das kann ich ja sagen, als jemand, der es schon durchgespielt hat, dass irgendwie auch alles, was du da machst in dem Kontext der Gesamtgeschichte, so ein bisschen Sinn macht, ne? Also diese Nebenmissionen, die sind nicht einfach so wild zusammengewürfelt. Also es gibt natürlich auch Sachen, die sich so ein bisschen wiederholen, das ist ganz klar, aber trotzdem macht das alles irgendwie Sinn. Du arbeitest da auch was hin, auch wenn du jetzt irgendwie nur Nebenposten plünderst oder diese Prepper-Verstecke da aushebst und so weiter, ne? Also das haben sie wesentlich besser mit implementiert in das Gesamtgameplay. Also das und stört sich nicht so. Diese Prepper-Verstecke, das gefällt mir ja bis jetzt am meisten, ne? Weil du da wirklich so Bock hast, oh, da ist wieder was, kannst wieder schön Geld abfarmen dort und vielleicht wieder ein paar Vorteilspunkte erhaschen. Haben sie geil gemacht. Also Bock total und ich sehe es auch schon kommen, wenn ich das hier mit euch heute fertig aufgenommen habe, werde ich weiter zocken. Das wird heute noch so mein Abendprogramm dann sein. Der Arcade-Modus ist auch gar nicht so schlecht. Ich habe gedacht, das wäre so ein ganz stumpfer Online-Multiplayer oder so. Da kannst du auch Singleplayer-mäßig ein bisschen was machen. So Stützpunkte ausheben oder so. Müsste man mal schauen, ob man das vielleicht sogar im Online-Koop spielen könnte oder so. Sonst soll man sich da ja mal, angeblich. Soll man kann ja. Kann man sich da mal verabreden vielleicht sogar. Oh, das klingt doch noch was, Mirko. Geil. Ne? Das wird dann quasi Away Out 2.0. Ja, genau. Ja, warum nicht, Mirko? Ja, klar.
Also ich werde es mir, auf jeden Fall nicht auf der PS4 holen. Ich werde, weil ich über Steam auch so ein Familiensharing irgendwie habe. Ich glaube, die Person, mit der ich das mache, hat das auch. Und vielleicht mache ich es mal über den Weg, dass ich mal ein bisschen reinschnupper. Wenn es mich total casht, vielleicht hole ich es mir auch für die PS4. Ich muss aber auch sagen, hier sind wir wieder bei dem eventuell Thema schon Jäger und Sammler. Ich habe mir das Spiel ja nicht gleich zum Release geholt, sondern das hatten sie tatsächlich bei uns im Expert im Angebot gehabt. Das war aber bloß ein Tag, in Mittwoch. Und da war das für 34,99. Und da habe ich mir gesagt, für den Preis, das dauert eine Weile, bis es so teuer ist. Und da habe ich mir gesagt, dann nimmst du es jetzt mit. Auf jeden Fall. Das hätte ich auch gemacht. Ja, und weil ich mir ja gedacht habe, oh Gott, du spielst jetzt God of War. Und ihr kennt das ja, wenn man so ein langes Spiel spielt, will man erst mal was Kürzeres, was Einfacheres. War Red Watchers die Scheißwahl jetzt gewesen. Aber und da habe ich mir gesagt, komm, guck's doch mal bei Far Cry 5 rein und catcht mich. Geil. Ja, cool. Ja. Super. Ja, was läuft bei dir, Mirko? Jetzt so zockertechnisch? Ja, so grundsätzlich. Was war die letzte Zeit los? Also ich muss auch erstmal das sagen, was der Christian schon gesagt hat. So bei mir ist das Wrestling-Fieber jetzt auch so ein bisschen abgeebbt, ne? Weil so die Zeit rund um die WrestleMania, das war super schön. Auch die Nasenmania, muss ich ja sagen, ne? Das war eine richtig geile Zeit. Ich habe schon lange nicht mehr so exzessiv Wrestling geguckt und vor allen Dingen auch nicht mehr so ausführlich drüber schnacken können. Und dann so das abschließende Highlight für mich war dann, auch wenn die Veranstaltung jetzt nicht so mega war, aber Greatest Royal Rumble, das dann mit dem Christian, dem Kai und den Berliner Jungen zu gucken, das war richtig cool. Und schade, dass die WWE nicht öfter mal so Pay-Per-Views vielleicht in Europa macht, wie SummerSlam 92 oder sowas, ne? Sowas ja, in der Art. Auf jeden Fall. Wäre echt schon cool, wenn man das dann mal live gucken könnte, weil in der heutigen Zeit mit den ganzen sozialen Netzwerken und so, du wirst ja auch so rasend schnell gespoilert sonst überall, ne? Wenn du es dann in der Konserve gucken musst. Ich muss morgens dann nur meine YouTube-Startseite anmachen, dann habe ich schon 3 Thumbnails, die mir das Ergebnis von 5 Kämpfen verraten, so ungefähr, ne? Ja, das nervt mich auch immer, ja. Ja, ja. Das finde ich auch immer blöd, weil ich mache das absolut nicht, gespoilert zu werden. Auch wenn man viele Sachen schon im Vorfeld sich so ein bisschen denken kann, wahrscheinlich, ne? Aber so ein bisschen überraschen lassen möchte ich mich dann doch immer. Ja, klar. Mhm. Ja, und sonst so gaming-technisch, ich arbeite gerade so ein bisschen meinen Pile of Shame ab. Ich habe jetzt Zelda Ocarina of Time, habe ich mal angefangen zu zocken, auf dem 3DS. Oh, sehr schön. Macht auch bis dahin eigentlich sehr viel Spaß. Also ist ein cooles Spiel, wenn man mal überlegt, dass das schon fast 20 Jahre alt ist. Kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß das eingeschlagen sein muss vor 20 Jahren, ne? Wenn das heute noch so ein gutes Spiel ist, in Anführungsstrichen, dann muss das vor 20 Jahren wirklich revolutionär gut gewesen sein. Ist ja auch für viele das beste Spiel aller Zeiten oder so, ne? Ich weiß nicht, habt ihr das gespielt? Nur angespielt, auch Majora's Mask. Ich habe den N64 so spät mir irgendwann mal gekauft, dass ich auf die Grafik irgendwie nicht mehr so klar kam. Also war die Technik schon so weit fortgeschritten, dass ich gesagt habe, boah, das geht eigentlich überhaupt nicht. Und habe den N64 relativ schnell wieder abgestoßen. Hab da wirklich nur ein paar Stunden damals reingesteckt. Die haben das für ein 3DS aber beide Teile nachgemacht, ne? Ja, ja, genau. Und da geht das so Remaster, mit der Grafik, ne? Finde ich, ja, doch. Also ich habe das damals genauso wie bei dir, Weidemann. Ich war so ein Sony-Kind gewesen halt, ne? Und deshalb N64 auch spät dann nachgekauft. Und da habe ich Ocarina of Time auch so, lass es 6 bis 8 Stunden gewesen sein. Länger war es nicht. Und hab's mir dann tatsächlich genau wie der Mirko jetzt für den 3DS dann nochmal geholt. Und dort habe ich es dann auch durchgespielt gehabt. Und weil ich hier finde, dass die 3DS-Version auch wirklich gut aussieht. Doch. Und macht auch wirklich Laune. Ja, schön. Das Einzige, was halt ein bisschen nervig ist, finde ich, ist die Kamera, ne? Also das mit der Kamerasteuerung ist sehr fummelig da. Ja, ja. Aber das ist ja schon immer so ein Nintendo-Problem gewesen. Also früher, mittlerweile geht's ja. Aber damals, das hat mich damals schon aufgeregt. Das ist, glaube ich, grundsätzlich so ein Ding von dieser, ist das die 4. Konsolengeneration gewesen, wo es dann so in die 3D-Welten reinging? Ne? Das war, glaube ich, dann bei fast allen Spielen irgendwie ein Problem, dass du dann immer Übersichtsprobleme hattest da. Und das ist leider auch bei der heutigen Version noch so, finde ich. Genau, im Endeffekt, N64-Zeit ist halt auch PS1-Zeit und da hast du das auch extrem oft, ne? Naja, genau. Ja, und dann, wo ich sagte, Pile of Shame, ich hab auch God of War angefangen. Oh, schön. Aber schön. God of War 3 Remastered. Okay. Ich bin ja ein Rebell. Ich dachte, wenn alle das neue God of War spielen, ne, den Trend machst du nicht mit. Fängst du mal mit God of War 3 an und das macht auch Spaß. Kann ich nicht anders sagen. War deine erste Begegnung mit der Reihe jetzt, ne? Ja, so halbwegs. Also ich hab's auf der PS Vita, habe ich mal den allerersten God of War Teil so für 4-5 Stunden gespielt. Ja, und da warst du ja schon fast durch.
Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wo ich genau da hängen geblieben bin. Aber ja, da war halt, die Steuerung war schlecht portiert auf die Vita, ne? Dadurch, dass du immer diese Schultertasten oder die Trigger dann auf der Rückseite von diesem Touchpad da hast. Das lässt sich dann ja nicht so gut steuern und die Grafik war dann halt auch schon nicht mehr so schick. Aber selbst da hat es noch einigermaßen Spaß gemacht. Aber God of War 3 Remastered ist ja dann ein ganz anderes Kaliber schon, ne? Auf jeden Fall. Ja, und eine andere schöne Sache kann ich gleich mal hier dem Weidemann sagen. Weidemann, wusstest du, dass es jetzt Moss bald als Retail gibt? Oh, geil. Cool. Das habe ich mir vorbestellt. Und jetzt überleg mal, warum könnte ich mir das vorbestellen haben? Hast du dir eine PSVR gekauft? Ich hab ab morgen habe ich eine PSVR. Ah, geil. Du ahnst es nicht. Ganz coole, coole Geschichte. Ich habe damals mal vor Ewigkeiten im Laberalarm mal gesagt, ja, mein bester Kumpel, der Sven, der hat sich eine PSVR gekauft. Da werde ich jetzt bestimmt dann auch mal mir ne, Virtual Reality angucken. Dazu ist es aber nie gekommen. Und dann jetzt irgendwie vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen habe ich gesehen, dass er das Ding dann auf Facebook reingestellt hat, das wieder loswerden wollte. Mhm. Ist halt mit zwei Move-Controllern, mit der PlayStation-Kamera und dieses VR Worlds oder wie das heißt, ja, wollte er da 230 Euro für haben. Und dann hat er mir so ein bisschen sein Leid geklagt. Er hatte das auch bei eBay Kleinanzeigen drin und er meinte dann, du ahnst gar nicht, was für Spacken da bei dir anrufen teilweise. Oh ja. Und boah, ich würde nie bei eBay Kleinanzeigen eine Handynummer angeben. Nie im Leben. Ja, ich glaube, er hatte Festnetz angegeben, was noch so, schlimmer ist. Ne? Aber er sagte auf jeden Fall, ist unglaublich. Dann rufen die an. Ja, wunderbar, werde ich nehmen. 100 Euro Preis ist okay und lauter solche Sachen dann. Ne? Ja, und dann habe ich hab mir die Geschichte angehört und hab da so ein bisschen drüber nachgedacht und hab dann gedacht, Mensch, das wäre doch vielleicht die Gelegenheit für dich. Und dann habe ich ihm so angeschrieben, du, wie sieht's aus? Ich gebe dir 175 Euro in zwei Raten und das Ding ist meins. Und er schrieb dann zurück, jo, machen wir. Ja, und jetzt, oh, na, guck an. Morgen bringt er das Teil rum und ich bin mal mega gespannt. Ja. Schön. Ja, der Preis für das Ding ist ja sowieso gesunken, haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet, aber trotzdem mit den Move-Controller und Kamera und dann ist es auch noch ein Kumpel, also da habt ihr euch, glaube ich, ganz gut getroffen vom Preis her. Ich glaube, cool, das ist ein fairer Deal, denke ich. Ja, ja, auf jeden Fall, sowohl für dich als für ihn. Na, und ich bin jetzt natürlich auch schon heiß auf so ein paar Spiele, ne? Aber mein Budget ist jetzt schon erschöpft, weil ich wieder sehr viel gesammelt habe diesen Monat. Ah, okay. Also es gibt so drei Spiele, die ich gerne hätte. Das eine ist Moss, aber da warte ich jetzt auf die Retail-Version, die kommt im Juni oder Juli, glaube ich. Okay. Und dann hätte ich gerne noch Farpoint. Da hattest du ja auch schon mal von erzählt, dass das ein ziemlich cooler Shooter sein soll. Ja. Da weiß ich halt nur nicht, ob ich zwingend diesen Aim-Controller brauche oder ob man das auch schon mit dem Move-Controller ganz gut zocken kann. Ich hab's mit dem mit dem normalen Gamepad. Ach so, ja, okay. Und das ging auch vernünftig. Ich hab's komplett durchgespielt mit dem Gamepad. Ich fand's völlig okay. Das mit dem Move-Con- oder diesem Aim-Controller ist natürlich ein bisschen immersiver noch, ne? Weil du den halt wirklich hältst wie ein Gewehr. Mhm. Ich sag mal so, Farpoint hat ja auch eine Online-Fähigkeit, habe ich aber noch nie ausprobiert. Ich muss auch sagen, seit ich die Story durch habe, habe ich es eigentlich auch nie wieder reingetan. Ich könnte es ja auch erstmal leihen, gerne. Das ist kein Thema. Kann man sich ja sonst auch noch mal drüber unterhalten. Ja. Also die Story hast du in 3-4 Stunden irgendwie durch und so für den ersten Jeeper hättest du dann schon mal was. Ne? Ja, das klingt gar nicht schlecht. Und dann bin ich auf ein anderes Spiel bin ich noch gestoßen, The Invisible Hours. Da hat der Rainer Schauder mal Werbung für gemacht bei DashFM. Das ist von Tekia Works, die auch Rhyme und so weiter gemacht haben. Ah, okay. Das ist so ein bisschen so ein Narrative Exploration Krimi, so ein bisschen in die Richtung. Oh, cool. Kommt auch sehr gut durch VR. Das ist der letzte Ableger von, wie heißt das denn nochmal? Until Dawn, hier dieses The Impatient. Das ist halt auch so ein bisschen Walking-Simulator-mäßig, aber halt immer mit diesen Schockeffekten zwischendurch und sowas. Fand ich auch ganz cool, aber viel zu kurz und auch ein bisschen zu uninnovativ, meine Güte. Wann hat er denn dazu was erzählt? Das sagt mir nämlich gar nichts. Das ist schon etliche Ausgaben her, ich weiß nicht, irgendwas zwischen Folge 20 und 30 oder so. Okay, vielleicht habe ich die mal übersprungen seinerzeit. Weil ich komme bei DishFM gerade nicht so richtig hinterher. Die hatten zwar eine kurze Pause, aber irgendwie so die letzten 2-3 Ausgaben habe ich echt immer noch nicht gehört. Doch, da bin ich relativ auf dem Laufenden. Ich höre ja immer so zur Kontrolle auch unseren eigenen. Das hat natürlich auch so ein bisschen Zeit in Anspruch. Das mache ich auch immer. Immer wenn ich mit meiner Tochter mit dem Buggy rausfahre irgendwie, dann nehme ich mir halt mein Handy mit, ne, und dann über Podcast Addict wird dann der aktuelle Cast nochmal runtergeladen und dann höre ich da auch nochmal rein, was ich da wieder für einen Quatsch erzählt habe. Und ja, ich höre es immer im Auto. Ja, passt ja. Ich ja auch meistens im Außendienst so, ne? Wenn ich auf den Fahrten zu den Kunden bin, dann wird immer viel gehört. Ja.
Sonst noch was bei dir, Mirko? Sonst irgendwie noch ein top aktuelles Spiel, was du gerade dran bist? Nee, top aktuelles Spiele jetzt gerade nicht. Wie gesagt, so ein bisschen mehr so Richtung Pile of Shame ein bisschen aufarbeiten eigentlich. Okay. Ja, cool, PSVR. Ich sehe schon, wenn der Christian dann sagt, jetzt habe ich meinen Job und jetzt bin ich mit der Schulung durch und so weiter, jetzt gönne ich mir mal richtig was, dann sitzen wir alle drei mit der VR-Brille bei uns vorm Fernseher und dann würde ich vorschlagen, holen wir uns alle Star Trek, wie hieß das? Bridge Crew. Und dann fliegen wir zu dritt durchs All. Das wird doch mal was, mein Lieben. Also ich bin überhaupt nicht Plan. Ich bin definitiv nicht der Trekkie, aber ich glaube, mit so Knalltüten wie euch kann das echt nur richtig geil werden. Wenn dann der Mister, ja, wer hat denn so einen Namen wie Mr. Spock von uns? Ja, eigentlich keiner. Eigentlich keiner, ne? Nee. Ja. Das ist ja blöd, das ist ja blöd jetzt. Ja. Ja, dann machen wir das doch nicht. Da bleibt's. Ja. Habt ihr noch was zu erzählen zu euren letzten Wochen und Monaten? Sonst würde ich jetzt mal so langsam den Übergang machen. Also ich möchte vielleicht noch mal eins ansprechen. Mhm. Und zwar in letzter Zeit, also ich habe es ja bei mir gesehen, jetzt abo-mäßig ziemlich großer Nachwuchs jetzt gewesen bei mir. Aber bei euch ja auch, ne? Also euer Projekt, was ihr für euch für dieses Jahr vorgenommen habt, sieht ja sehr, sehr gut aus, ne? Ja. Und, ich merke es, ihr beide habt nämlich ein bisschen Bammel, oh Gott, er spricht dieses Thema an, weil, Leute, meine Mama hat gerufen, ich muss weg. Ja. Es gibt hier nämlich intern so, ich möchte es nicht Battle nennen, aber es intern so ein kleines, ja, man ist gespannt, wer von beiden, Mirko oder der Weidemann, als erstes die 1000 Abonnenten-Marke knacken für uns. Ja, aber wir sind ja beide so die Masters of Understatement, ne, der Weidemann und ich. Ich sag dann immer, ja, der Weidemann macht das als erstes. Der Weidemann sagt immer, Mirko, ich wette da drauf, du bekommst als erstes auf die 1000. Das ist quasi so ein Schneckenrennen. Fehlt nur noch, dass wir absichtlich Abonnenten löschen, damit der andere gewinnt. Ja, da habe ich den Knopf noch nicht für gefunden. Wie man Abonnenten rausschmeißen kann. Geht das? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Na, du kannst sie natürlich blocken, dass sie nicht mehr kommentieren können. Mhm. Wie habe ich das denn bei dem Kasper-Kopf bei mir gemacht? das kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen. Müsste ich auch noch mal gucken. Aber es geht auf jeden Fall. Okay. Ja gut, also war bei mir auch noch nie nötig. Also natürlich gab es hier und da schon mal einen komischen Kommentar. Das hat man aber immer irgendwie regeln können. Und so einen richtigen Kasper-Kopf. Aber trotz alledem, lenk dich ab. Was? Weil es geht nämlich darum, und das, die Zuschauer können das ruhig wissen, ihr beide wollt nämlich gern eine Wette einführen. Wer von euch die 1000 als erster knacken wird, und da gilt es natürlich, einen Wetteinsatz zu finden. Ein Vöglein hat mir ja vielleicht gezwitschert, dass der Mirko eine Idee hat. Ja, eventuell. Ich weiß nicht, ob das so eine coole Idee ist, aber also ich wette ja darauf, dass der Weidemann das eher schafft und der Weidemann umgekehrt, ne? Also da sind wir uns einig, ne? Definitiv, ja. Genau, und dann würde ich sagen, wenn der Weidemann jetzt zuerst die 1000 Abonnenten knacken würde, dann darf ich ein Spiel aussuchen, was der Weidemann anzocken muss via Video und andersrum sonst auch quasi, ne? Also wenn, okay. Das muss natürlich jetzt nicht irgendwie so ein AAA-Spiel sein, was sich der andere dann erst kaufen muss oder so. Nee, das wird Hannah Montana für die PlayStation 3 oder so, irgendwie sowas. Oder das Spiel sucht der Christian aus. das ist so ein Ding. Das ist ein Ding, da bist du auch involviert. Dann sucht der Christian dann aus, was der Verlierer dann für ein Spiel zocken muss. Also der Verlierer ist in dem Fall dann der zuerst die 1000 knackt. Ja, okay, das ist ein Deal. Da oder ich weiß nicht, ein, ja. War so ein Vorschlag, so eine doofe Idee. Ja, genau. Wobei ich jetzt schon ein bisschen Angst habe. Der Christian hat ja hier schon ein schlimmes Spiel genannt. Das kann ja was werden. Ich meine, ich habe ja selbst so eine Kategorie, das Kuriositätenkabinett. Dann habe ich ja direkt ein Futter dafür. Das ist ja auch nicht verkehrt. Das stimmt. Ja, also im Endeffekt wird der bestraft, der als erstes 1000 Abonnenten voll hat, ne? Ja. Sehr gut. Ja, ist nur konsequent, oder? Ja, guck mal, Mirko, wir sind ja beide auch so ein bisschen drauf, also wir hechten ja nicht den Abos hinterher und das ist ja ein Thema, natürlich begleitet das jeden YouTuber, wir haben ja auch bei unserem allerersten Drei-Nasen-Podcast drüber geredet. Ohne Abonnenten wird es natürlich auch kein YouTube irgendwie geben, aber wir sind ja beide definitiv nicht so, dass wir dem irgendwie hinterher hecheln oder so. Und von daher finde ich das eine ganz coole Sache, dass wir dafür bestraft werden, wenn wir diesen Meilenstein überschreiten. Ja, passt irgendwie. Genau, ja. Aber ich bin
weiterhin der festen Überzeugung, dass du mich jetzt da noch mal schon wieder los. Never, aber never. Du bist in Führung, mein Lieber. Du hast im Moment 16 Abos mehr. Ja, ja, das waren aber auch vor ein paar Monaten, waren es vielleicht 30 mehr oder so. Und also du holst das schon auf von hinten. Das, ja, ich merke das schon. Ja. Ich merke schon langsam deinen Atem im Nacken. Und ich hatte gestern viel Knoblauch. Ja, ja, aber auch zu der Abonnenten muss ich auch sagen, also diese Zahl ist zwar irgendwie ganz schön und man würde irgendwie lügen, wenn man sagt, dass man da nicht doch irgendwie einmal am Tag drauf guckt oder so, wenn man sich seinen Kanal anschaut. Klar. Aber wo ich mehr hinterher hechte als dieser Zahl, das ist halt der Austausch, ne? Und das klappt halt auch wunderbarst, muss ich sagen. Und da habe ich dann so ein bisschen Angst, ich weiß nicht, da kann der Christian vielleicht schon eher was zu sagen, dass es dann irgendwann mal in eine Richtung wächst, wo man dann nicht mehr allen gerecht werden kann, wo man dann anfangen muss auszusortieren, so scheiße das jetzt auch klingt, ne? Und das ist so ein Thema, was mir Bauchschmerzen bereiten würde, irgendwie so blöd das auch klingt. Man soll sich ja eigentlich freuen, wenn man immer größer wird, aber irgendwie schwieriges Thema. Mhm. Ja. Aber du wächst selber damit, in dem Umgang damit, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Weil am Anfang bist du sehr erpicht darauf, wirklich auf jedes Kommentar zu antworten, ne? Und man muss ganz ehrlich sich mal eingestehen, wenn ich hier jemanden einen Kommentar, also wenn ich hier jetzt ihn schreibe und ich schreibe einfach nur runter, das Video hat mich super unterhalten, danke dafür. Mhm. Da bin ich selber in der Situation, ich erwarte keine Antwort darauf, ne? Mhm. Also und da sagst du wirklich dann hier, da so blöd wie es klingt, da reicht in dem Sinne Daumen nach oben, Herzchen. Weißt du? Also die Interaktion ist trotzdem da, weil was soll man großartig darüber jetzt noch, es ist lieb, vielen Dank und so eine Kommentare beflügeln einen auch immer wieder in puncto Motivation und so. Aber man, ja, irgendwann sagt man sich dann so, ja okay, das muss jetzt halt reichen, weil es warten, was weiß ich noch, 150 andere Kommentare, die man noch beantworten muss. Ne? Obwohl und ich glaube, das ist der Grund, weil wir hatten das beim Dennis von Game Mansion mal angesprochen, dass es faszinierend ist, dass er immer so ziemlich zeitnah antwortet, wenn ein Kommentar geschrieben wird. Und das habe ich mir jetzt auch angewöhnt. Mhm. Und dadurch staffelt sich alleine schon gar nicht so viel auf. Ja, dann also hat man keine Kommentare auf dem Pile of Shame. Ne? Also das, so blöd wie es klingt. Also ich versuche wirklich einmal am Tag so meine Viertelstunde, 20 Minuten und die reicht auch. Die reicht dann auch, also zumindest bei mir jetzt noch, um das alles abzuarbeiten, sage ich jetzt mal. Ich weiß, der Weidemann, der macht das auch immer relativ zeitnah eigentlich, was ich so mitkriege. Ich habe mir leider diese blöde Angewohnheit gemacht, dass es bei mir dann manchmal doch schon eine Woche dauert, bis ich mich dann mal da hinsetze. Und dann hat der Christian recht, dann ist es dann irgendwie doch schon, ja, Arbeit ist das falsche Wort in dem Zusammenhang eigentlich, ne? Aber irgendwie artet das dann schon aus, ne? Also es ist bei mir halt irgendwie so, ich habe halt über diese YouTube-App bekomme ich jetzt endlich wieder, es hat auch eine Zeit lang mal gar nicht funktioniert, bekomme ich ja immer eine Benachrichtigung, wenn jemand kommentiert oder irgendwas macht. Und in der Regel drücke ich zumindest direkt schon mal ein Herzchen und einen Daumen nach dem Motto, ich habe es gelesen und es hat mir gefallen. Und wenn mir sofort was einfällt und ich habe gerade die Sekunde, dann schreibe ich auch eine schnelle, kurze Antwort. Und bei einigen, entweder ist die Zeit dann einfach gerade nicht da oder ich denke mir so, ja komm, da machst du dann vielleicht morgen früh oder irgendwas so in der Aufwachphase, dann beantwortest du mal die letzten 5 oder 6 Kommentare. Und irgendwie kriegt man das halt ganz gut hin, aber ich habe auch Angst vor diesem Schritt. Also gerade so ein Dennis hier von Game Mansion, der jetzt irgendwie mit 12 oder 15.000 Abonnenten da irgendwie jonglieren muss und auch diesen Anspruch hat, da möglichst aktiv mit denen zu sein, das ist schon heftig. Auf jeden Fall. Aber es ist bewundernswert, dass er das auch noch so hinkriegt, ne? Dass er sich wirklich die Zeit nimmt. Also er antwortet ja wirklich jeden, ne? Ja, vorbildlich. Mhm. Finde ich genial. Ja. Ansonsten noch irgendwas, weil ich habe noch gar nicht erzählt. Ich will auch mal erzählen, was bei mir los war. Denn ich habe ein bisschen was hier erlebt. da war ja jemand im Urlaub. Ich will auch mal. Ich will auch. Na und ich los. Ich will auch. Ja, jetzt hol die Urlaubsdias raus. Genau. Also hier sind wir auf der Fahrt. Hier sind wir im Coffeeshop. Nee, das gibt's da gar nicht, wo wir waren. Also ja, wir waren in Holland. Ich hatte 2 Wochen Urlaub mit meiner Frau zusammen und der Urlaub ging unheimlich geil los, weil es war der Freitag, mein letzter Arbeitstag, den ich auch schön kurz gestalten konnte. Ja, und es war, wie ihr ja gerade schon angesprochen habt, der Greatest Royal Rumble. Damit hat mein Urlaub begonnen. Das war eigentlich echt eine richtig geile Sache, das mal
ein Kickoff für den Urlaub zu machen. Wir hatten die Bude voll mit Freunden. Es war ein schöner, lustiger Abend mit geilen Momenten. Ich sag nur Titus World Slide. Ne? Da könnt ihr mir erzählen, genialer was ihr Moment. Wollt. Das war kein Work. Das war wirklich ein Unfall, glaube ich. Ja, definitiv. Ich finde es auch ein bisschen, ich weiß nicht so ganz, wie ich es finden soll, dass die WWE jetzt aktuell so einen Gag irgendwie draus macht, dass er sich ständig langlegen muss und sowas. Ich finde, er kann das auch nicht gut schauspielern, wenn er sich absichtlich hinlegt. Das war definitiv ein Unfall. Definitiv. Guckt nur auf seinen Gesichtsausdruck, während er da so hinplatscht. Das war definitiv ein Unfall. Und das war auf jeden Fall der Moment des Abends, muss ich ja mal sagen. Das sagt schon viel über die Veranstaltung aus eigentlich. Ja, nee, finde ich jetzt gar nicht. Ich fand es schon sehr unterhaltsam. Was mich am allermeisten gestört hat und wo im Internet wenig Leute drüber erzählt haben, ist der Innenraum um den Ring. Es hat ja. Hat eine komplette Scheich oder ich kenne mich da nicht aus mit den Hierarchien da, eine komplette Scheichfamilie irgendwie drumrum gesessen. Das war alles ein Clan, der da unten gesessen hat. Es war viel zu viel Platz hintenrum irgendwie, dann die Ränge losgingen, wo dann, ich sag mal, das niedere Volk saß. Und darunter hat die Veranstaltung ziemlich gelitten, weil es war zwar Stimmung in der Halle auf den oberen Rängen, aber vorne, das, was du in den Kameras gesehen hast, da standen die Leute mit dem Rücken zum Ring, haben telefoniert und ihre Ölgeschäfte da abgewickelt. Also da ist man von den Pay-Per-Views von der WWE ganz anderes gewohnt. Fand ich wirklich ein bisschen schade und da können sie für die Zukunft mal überlegen, wie man das noch ein bisschen anders aufdröseln könnte. Ja, natürlich, dass die Frauen auch nicht kämpfen durften. Ich hoffe, dass die WWE da einen Plan verfolgt, indem sie das sind jetzt 10 Jahre oder was, die jetzt die WWE und Saudi-Arabien zusammenarbeiten werden. Ja, genau. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, auch jedes Jahr einmal so eine richtige Großveranstaltung. Ich hoffe, dass es dann ähnlich läuft wie jetzt, dass es auch übertragen wird und dass man so auch miterleben kann, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich hole schon wieder viel zu lang aus. Ich fand die Veranstaltung an sich ganz cool, aber es war im Endeffekt, es war wie eine Hausshow, eine sehr stark aufgeblasene Hausshow allerdings. deswegen, also natürlich hat da keine extrem wichtige Entscheidung stattgefunden und Co. Aber ich fand's echt cool und vor allem so dieser Fakt, es war für uns ein Freitag, wir hatten danach noch frei, es war nicht, dass man die ganze Nacht durchmachen musste, richtig schön irgendwie. Ja. Und direkt den Tag danach ging's dann für uns los, wir haben die Koffer gepackt und sind eine Woche nach Holland gefahren, auf eine kleine Insel, auf die es mich schon seit der Kindheit regelmäßig verschlägt. Meine Eltern haben mir die mal irgendwann gezeigt und heutzutage fahre ich da immer noch gerne mit meiner Frau hin, um einfach mal abzuschalten. Mhm. Da gibt's gar keinen Coffeeshop, auch wenn wir da mitten in Holland sind. das ist wirklich so ein kleines Fischerinselchen und da kommt man wirklich richtig gut runter und kann eine Runde Fahrrad fahren und Co. Und danach waren wir 3 Tage in Dresden und noch 3 Tage in Erfurt. In Dresden habe ich quasi meiner Frau zu Weihnachten geschenkt, weil sie irgendwie so unter dem Jahr mal erzählt hat, ihre Oma liegt da halt begraben. Und sie hat unter dem Jahr letztes Mal erzählt, dass sie irgendwie meinte, ja, ich war schon seit über 10 Jahren nicht mehr am Grab von meiner Oma. Und dann habe ich so gedacht, ja, das ist doch eigentlich eine ganz gute Idee, da mal so eine Übernachtung und dann fahren wir da mal hin. Mhm. Weil auch ist bei mir ewig her, dass ich Dresden mal gesehen habe. Und ist auch viel passiert in den letzten Jahren, seit ich das letzte Mal da war in Dresden. Und ja, hat man viel so gemacht, eine schöne lange Bötchentour mit Schlösser gucken und so am Ufer. Und die Frauenkirche haben wir bestiegen. Und einfach mal so ein bisschen Zeit ziehen, das war echt eine coole Sache. Und danach waren wir noch 3 Tage bei Schwiegereltern in Erfurt. Haben also mal so Holland, Deutschland ein bisschen Tour gemacht. Ja, und dann waren die 2 Wochen irgendwie schon rucki-zucki rum. Und in der Zeit habe ich auch sehr, sehr wenig gezockt natürlich. Ich hatte die Switch mit in Holland. Kleine Premiere meinerseits. Ich bin so ein bisschen stolz, vor allem auf meine Frau, weil wir haben ein bisschen was zusammengespielt auf der Switch. Ui. Und ne, Tetris Puyo Puyo und Snipperclips, absolut geile Pärchen geeignete Spiele, auch wenn der Ehepartner oder die Partnerin nicht so die Connection zu Videospielen hat. Mhm. Das hat dann doch auch der Frau Weidemann Bock gemacht. Und also gerade bei Snipperclips hat es auch gesagt, ey cool und macht richtig Laune und hätte ich gar nicht gedacht, dass sowas irgendwie auf so einer Portablen irgendwie möglich ist. Ne? Mhm. Ja, schön. Jetzt ist der Urlaub vorbei. Jetzt habe ich auch wieder richtig Bock auf Aufnahmen. Ich habe mich direkt hier in die Aufnahmen für meinen Kanal gestürzt und auf diesen Podcast habe ich mich natürlich auch schon tierisch gefreut. Und Gaming läuft jetzt so langsam wieder an. Ich daddel gerade wie verrückt an meiner Pandoras Box, die ich mir vor ein paar Wochen gekauft habe. Habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon drüber erzählt. Diese Quasi diese also kleine Arcade. Dein Video dazu kenne ich auf jeden Fall.
Das ist ja quasi wie so eine Steuereinheit von so einem Arcade-Automaten, also mit einem Steuerknüppel und 6 Action-Buttons und das sogar für 2 Player an einem Ding. Und das kann man per HDMI an Bildschirm oder an Fernseher anschließen. Und ja, da sind über 1000 Spiele drauf. Nicht alle laufen optimal, aber es ist zumindest gut, um so einen Eindruck zu bekommen, wie das ein oder andere Arcade-Spiel so ist. Und ach, da habe ich schon so viele schöne kurze Sachen irgendwie durchgespielt. Ne? Turtles in Time mal wieder, das Michael Jackson Moonwalker, ich glaube, da habe ich letztens sogar drüber erzählt, wo ich früher immer total gierig drauf gespechtet habe, aber da gab es damals nur auf Sega eine Portierung und ich habe nie eine Sega-Konsole besessen. Mhm. Metal Slug und was habe ich denn da noch? So ein Streets of Rage habe ich irgendwie auch durch und all sowas, ne? All diese Brawler, wo man so innerhalb von einer halben Stunde mal irgendwie durchkommt. Das macht richtig Laune, irgendwie das Ding, das mal irgendwie so anzuschließen. Und jetzt freue ich mich natürlich tierisch auf God of War. Ich habe es aber immer noch nicht hier liegen, weil bei Amazon, ich habe heute noch nicht reingeguckt, aber die letzten Tage, wo ich geguckt habe, immer noch 75 Euro. ich hätte es fast letztens in einem Saturn mitgenommen. Da kostet es aber auch irgendwie 65. Und dann habe ich gedacht, ich warte dann doch wohl lieber noch ein paar Tage oder Wochen, bis endlich mal wieder eine 3-für-2-Aktion oder sowas läuft. Weil ich habe eigentlich eine Menge Spiele auf dem Zettel, die ich gerne noch hätte und da würde ich dann doch gerne von so einer Aktion irgendwie profitieren. Also ich warte wirklich gerade noch so ein bisschen auf die nächste 3-für-2 oder 5-für-3 Aktion, um da mal wieder richtig reinzukloppen. Habt ihr die Verkaufszahlen mitbekommen von God of War? Das hat sich den ersten 3 Tagen nach dem Release hat sich das Spiel 3,1 Millionen Mal verkauft. Alleine in den ersten 3 Tagen. Das ist wohl jetzt neuer Rekord auch, ne? Was PlayStation-Exklusivspiele angeht. Besser als GTA 5? PlayStation-Exklusivspiele. Darum ach so, exklusiv. Also das hat jetzt Uncharted 4 hat's abgelöst und auf Platz 3 wäre Horizon Zero Dawn gewesen. Also dass man das im Moment schwierig unter 70 Euro kriegt, das kann ich mir vorstellen, weil das wird anscheinend im Moment immer noch gekauft wie blöd. Es ist halt so, ne? Der Markt regelt den Preis und ich gehöre genau zu den Leuten, die jetzt gerade sagen, ja, jetzt warte ich erstmal diesen Hype ab, bis es mal wieder zu einem normalen Preis. Also so 59, 55 Euro wäre schon so mein Wunsch. Auch wenn es wahrscheinlich mehr wert ist, aber ich habe hier so viel rumliegen, was ich zocken kann. Es kommt mir jetzt nicht auf eine Woche oder auf einen Tag an. Das ist halt einfach so. Mhm. Fällt mir denn sonst irgendwas ein? Ach ja, Backlash war ja auch noch. Backlash war aber auch ein ziemlicher Backflash oder Flash. Nee, wie nennt man das? Backstep? So kann man es, glaube ich, sagen. Ein kleiner Backstep. Wobei der Opener war richtig stark, oder? Klar. Finn Balor und Seth Rollins, da weiß man, was man kriegt. Das war natürlich wunderbar. The Miz, genau. Und war für mich auch ein schöner Abschluss dieser wirklich mit Wrestling überladenen 2 Monate, die vorher waren. Mhm. Weil mir geht's genau wie euch, ich muss jetzt auch mal wieder ein bisschen durchatmen. Es ist natürlich schön, mal so einen Push zu haben, wo man an allem dranbleiben möchte. Jetzt kommt Raw, jetzt kommt SmackDown, jetzt gucke ich das Pay-Per-View und so. Aber es ist auch schön, wenn man jetzt mal wieder ein bisschen durchatmen kann. Backlash hat auch gezeigt, dass es, glaube ich, den Storylines ganz gut tut, wenn man jetzt auch mal wieder ein bisschen Luft da reinbekommt. Weil es war definitiv das schwächste Pay-Per-View der letzten Wochen und Monate, muss man ja mal sagen. Ne? Das ist aber meistens so, dass die nach WrestleMania so ein bisschen die Qualität reduziert, weil sie das Level nicht das ganze Jahr überhalten wollen, weil dann wäre Mania wieder nichts Besonderes. Ne? Ja. Also man hat schon das Gefühl, dass das immer so ein bisschen gesteuert ist. Und jetzt haben wir einen Monat, um mal so ein bisschen durchzuatmen, vielleicht mal so ein paar Highlights und so von Raw und SmackDown aufzuholen und dann ist Money in the Bank und vielleicht kommt es bis dahin wieder ein bisschen mehr aus dem Arsch. Denn Money in the Bank ist eigentlich ein Pay-Per-View, was ich sehr gut finde und ich hoffe, es wird auch gut. Ne? Also, da wird auch ein Takeover sein, habe ich das richtig mitgekriegt? Dass die jetzt noch ein Takeover machen, NXT zu Money in the Bank? Ja. Oder bin ich da falsch informiert? Ihr seid ja auch immer gut informiert. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich google mal, erzählt ihr mal weiter. Oder ich kann noch was ganz anderes Kurzes erzählen. Habt ihr schon mal den Something Else to Wrestle With Podcast gehört mit Bruce Pritchard? Nee. Den kann ich sonst sehr empfehlen. Da erfährt man viele interessante Backstories, weil Bruce Pritchard ja Producer ist in der WWE oder war, muss man sagen, seit Mitte der 80er Jahren. Und die nehmen sich dann so Themen raus. Und dann haben sie mal über Shawn Michaels Mitte der 90er Jahre geredet oder jetzt gerade über den Million-Dollar-Man Ted DiBiase. Und das geht immer so 2 Stunden. Und das ist so was Perfektes, was man laufen lassen kann, während man nebenbei irgendwie was dabbelt oder so. Ne? Mhm, okay.
Ich habe mal ganz kurz in die allererste Ausgabe reingeguckt. Da konnte ich mir aber, also konnte ich nicht lange hingucken. Also er nutzt ja eine Webcam, also es ist ja auch ein richtiger Videopodcast. Mhm. Und das ist zwar eine grundsätzlich schöne Idee, aber ich finde die Präsentation noch nicht so wirklich ansprechend. Seine Webcam stockt irgendwie die ganze Zeit und das fand ich jetzt so zum Hin- und Zugucken, das so als Hauptunterhaltung, fand ich das dann doch ein bisschen anstrengend auf Dauer. Und wenn du sagst, so beim Daddeln nebenher oder so kann man das gut machen, dann werde ich das auf jeden Fall während meiner Tetris-Eskapaden oder so mal machen, weil das hat mich jetzt total gepackt, dieses Puyo Puyo Tetris. Das ist, glaube ich, so das Aktuellste, was ich gerade so spiele. Das spiele ich immer auf dem Klo, lustigerweise. Ja, genau, das hab ich in einem Lava-Alarm von dir gehört. Du hast da, glaube ich, auch gesagt, hast du deinen Highscore gerade im Kopf? Level 14 oder 15, 140.000 Punkte oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, okay, weil Level 15 ist auch so das, wo es bei mir meistens noch stoppt. Also ich glaube, das war so bis jetzt das... Wie wird das geschrieben, Leute? Puyo Puyos? P-U-Y-O und dann halt nochmal das Gleiche. Aha. Ich schreib's dir in den Chat, mein Lieber. Weil ich natürlich auch immer auf so einer Suche bin nach Spielen für mich und meine Frau. Ne? Mhm. Also, das ist ja natürlich perfekt. Also Puyo Puyo ist ja quasi auch so ein Match 3 oder Match 4 Spiel, wo du gleiche Farben übereinander bringen musst. Und Puyo sind quasi diese kleinen Tierchen. Und das ist halt ein Fusionsspiel. Du kannst nur Puyo Puyo spielen, du kannst nur Tetris spielen oder du kannst auch so ein Fusion-Type spielen oder so Battles gegeneinander. Der eine spielt Puyo Puyo, der andere spielt Tetris oder so. Und gerade der Versus-Mode macht auch richtig Laune, weil jedes Mal, wenn du zwei Reihen oder vier Reihen wegmachst, dann kriegt dein Gegner von unten das so aufgebaut. Also der kriegt immer Hindernisse, beziehungsweise sein Tetris-Stapel wird nach oben geschoben, dass er schneller Game Over gehen kann. Und man battelt sich dann wirklich so ein bisschen. Das ist echt ganz cool. Jetzt macht Laune. Wie hieß das andere beide Mal? Snipperclips. Snipperclips. Oh, das ist zurzeit im Angebot, das ist nicht gut. Ich mach mal kurz einen Backstep, ich bin hier mit meiner Recherche fertig. Also was schon mal schön ist, Money in the Bank ist in Chicago, Illinois, da ist die Stimmung ja immer mega gut, ne? Ja. Und der NXT Takeover tatsächlich einen Tag vorher, am 16. Juni, auch in Chicago, Illinois. NXT Takeover Chicago. Also haben sie, was das angeht, den Takeover-Kalender auch noch mal ein bisschen aufgebläht. Ah, Leute, das habe ich noch gar nicht erzählt, wo wir gerade so über das Thema Wrestling reden. Ich habe mit meiner Frau auch so ein bisschen geredet. Wir planen nämlich für nächstes Jahr nochmal nach Hawaii zu fliegen. Da sind wir zu unserer Hochzeitsreise hingeflogen. Und weil wir bei der Hochzeitsreise das zeitlich so gehabt haben, dass da überhaupt keine Whale-Watching-Saison und sowas war, weil das würden wir dann schon gerne machen, wenn wir da wären. Wir haben auch, wo wir letztes Jahr auf La Gomera waren, haben wir auch so Delfin- und Whale-Watching gemacht. Das ist schon echt interessant. Mhm. Und beeindruckend. Und da haben wir gesagt, komm, wenn man nochmal da ist, dann machen wir das irgendwie zeitlich so, dass wir zu der Saison das dann auch machen. Und die ist halt so im März, April. Mhm. Und auf dem Rückflug letztes Mal sind wir über New York nach Hause geflogen. Und bei mir hat es natürlich sofort Klick gemacht. Oh, WrestleMania. Leute, ich hab zu meiner Frau gesagt, wie geil wäre das denn bitte, wenn wir das so getimed kriegen, dass wir zum Zeitpunkt von WrestleMania in New York wären, da noch eine Nacht oder so ranhängen. Und dann mal gucken, ob wir nicht zu WrestleMania gehen. Oh. Und meine Frau findet die Idee auch sehr gut. Oh. Ich werde gerade ein bisschen neidisch. Das, ich will es jetzt noch nicht beschreien, aber wir planen, nächstes Jahr zu WrestleMania zu gehen, meine Lieben. Das ist ja natürlich sehr geil. Schroffe Scheiße. Also. Das ist, ich habe natürlich sofort losfantasiert und ich habe auch ein Video gesehen von Perkix, heißt der, ne? Ja, berühmte Wrestling-YouTuber. Perkix war auch, der hat jetzt irgendwie so eine längere Reise hinter sich und die hat er abgeschlossen mit einem USA-Aufhalt und der hat sich alles angeguckt. Takeover, WrestleMania, Raw After Mania und so weiter und so fort. Ich habe natürlich auch sofort fantasiert und gesagt, boah, wie geil wäre das denn? Aber das wird einfach zu teuer. Ne? Ja, es wäre natürlich geil, noch Raw After Mania mitzunehmen oder sowas. Aber nee, ich bin sowas von happy und das ist ein Lebenstraum von mir, wirklich. Ne? Ja, na klar. Wenn ich das hinbekommen, oder wenn wir das hinbekommen würden, einfach nur die Main-Show, einfach nur WrestleMania, ich glaube, dann könnte ich mich hinlegen und sagen, ich habe... Nein, natürlich nicht, aber da habe ich natürlich so aus Wrestling-Sicht alles gesehen oder alles miterlebt, was ich mir so vorstellen kann und Hammer. Heftig. Also ja, drücke ich dir fest in die Daumen, dir und deiner Frau. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Wäre super, also, wenn das passt.
Leute, und stellt euch vor, wir reden nächstes Jahr über die WrestleMania 35 und wer weiß, einer von euch hat sie vielleicht live im Network gesehen, der andere hat sie nachgeholt und ich war live dabei. Also wir können das aus drei komplett verschiedenen Perspektiven vielleicht beleuchten. Mhm, ja. Und ja, wie Hammer wäre das denn? Das wäre echt schon heftig. Weiß man eigentlich, was so eine Karte da kostet von bis? Hast du dich da schon mal informiert? Ja, das Problem ist, der du kannst jetzt schon Tickets kaufen. Das sind aber alles keine Originalanbieter. Also es ist dann nicht über die WWE, über den normalen Seller, sondern es sind jetzt schon Reseller, die jetzt schon, ich weiß nicht, ob die sich schon Kontingente gesichert haben oder ob die halt davon ausgehen, dass sie sich die und die Kontingente sichern können. Also noch etwas ominös, wie man so sagt. Ja. Genau, also die Preise aktuell sind ungefähr doppelt so teuer, wie es dann wahrscheinlich werden wird, die man so findet. Mhm. Ich habe mal geguckt für letztes Jahr, die Tickets gehen los bei 32 Euro. Das sind dann natürlich ganz, ganz hintere, obere Ränge, wo man außer dem Bildschirm wahrscheinlich gar nichts sieht. Mhm. Und ich sag mal so, im Notfall fände ich sowas auch schon cool. Das geht dann runter bis zu, ich glaube, 1000 Euro oder Dollar. Das sind dann die Plätze unten, direkt im unteren Bereich, so vorm Ring und so, die man wahrscheinlich auch über die Kameras dann sieht, die Leute. Und ich glaube, so genau in der goldenen Mitte, wo immer dieselben Fratzen stehen, ich glaube, die liegen so bei 2.500 Dollar oder so. Hey, hey, hey. Und ja, du kannst aber davon ausgehen, dass du für, ich sag mal so, 200, ja ungefähr 200 Dollar einen Platz bekommst, der so direkt in den unteren Rängen oder so schon im unteren Bereich, zwar nicht so direkt in Ringnähe, aber schon im unteren Bereich, wo noch nicht die Ränge anfangen. Mhm. Das ist so das, was ich so gesehen habe, zumindest von diesem Jahr. Und muss man halt mal schauen. Mhm. Der Vorverkauf geht wahrscheinlich so im Oktober los. War zumindest im letzten Jahr so, dass es Oktober, November der Verkauf losging. Und das wird dann auch offiziell über die WWE bekannt gegeben. Und dann werden wir uns direkt mal da was versuchen zu reservieren. Ja, halt uns mal auf dem Laufenden, das ist ja echt spannend. Ja, ja. Ja. Das Problem ist diese ja, das größte Problem wird sein von einem Hotel, wenn wir da in New York, JFK oder so wieder landen, von da zur Arena zu kommen. Das scheint ein ziemlicher Weg zu sein. Also auch wenn die Arena ja auch in New York liegt, aber New York ist halt groß, ne? Und gerade mit öffentlichen Verkehrsmitteln scheint das eine riesige Gurke zu sein, aber da setze ich mich dann mal mit auseinander, wenn es dann wirklich steht, ne? Also ob wir uns da vielleicht einen Mietwagen oder ein Taxi oder irgendwas reservieren und sagen, komm, drauf geschissen auf die paar Dollar, die hauen wir auch noch im Kopf und da schnell und unkompliziert hinzukommen. Zumal Mietwagen und so in Amerika ja wirklich günstig sind. Ja, es gibt ja überall dieses Uber, ne? Also Schwiegermutter war das, die hat uns da über diesen Anbieter Uber irgendwie was erzählt und da soll man angeblich recht günstig auch überall hinkommen können. Mhm. Aber wie gesagt, beschäftigen wir uns damit, wenn es wirklich hart wird, aber ich muss schon so grinsen, allein bei dem Gedanken, ne? Und wie wir dann so drüber geredet haben, also, ja, geil. Also, once in a lifetime. Das wäre so Hammer. Ja. Das wäre echt heftig. Ja, jetzt habe ich gerade einen Schluck getrunken in dieser schönen Ruhepause hier. Prost! Das war es jetzt erstmal so von meinen letzten Wochen und das war dem, was mich so bewegt. Und jetzt bin ich gerade echt erstaunt, dass mir das erst gerade wieder durch Zufall eingefallen ist, weil das war schon ein Gedanke, der ein paar Tage so richtig in mir gebrannt hat irgendwie, ne? Ja, na klar. Ja. Ja, ansonsten, Mirko, du hast ja gerade schon so ein bisschen angerissen, hast du schon gehört hier und hast du schon gehört da. Du hast was gehört wegen Leaks zur E3. Mhm. Genau, das können wir ja hier schon mal ankündigen. Unser nächster Podcast, der dann im Juni kommt, der dreht sich natürlich rund um die E3. Ne? Wir werden uns die PKs um die Ohren schlagen, vielleicht auch mal irgendwo live zu einer versammeln, wo wir dann im Discord hängen und uns das irgendwie zusammen angucken oder so. Jo. Und dann werden wir natürlich, darüber reden, wie wir das so fanden und was wir erwarten und auf was wir uns besonders freuen. Das wird der nächste Themenpodcast sein. Der kommt dann irgendwann, Mitte, Ende Juni. Ne? Mhm. Ja, und was hast du da jetzt gehört? Was ist jetzt schon geleakt? Ja, also es gab ja diese eine Geschichte, dass halt bei Walmart in Kanada ein Produktkatalog in den Online-Shops aufgetaucht ist, wo einige Spiele drin standen, die so halt noch nicht irgendwie angekündigt wurden, ne, von irgendwelchen Publishern oder Entwicklern. Und da waren halt so viele Vermutungen dabei oder viele Namen von Spielen dabei, die wir sehr wahrscheinlich auf der E3 2018 dann präsentiert bekommen werden. Also wenn jetzt hier Leute zuhören, die sich nicht spoilern lassen wollen, die Überraschung noch für sich haben wollen, die sollten dann weghören. Das werden wir bestimmt in den Timecode mit reinbasteln irgendwie. Ne? Das wollte ich gerade sagen. Ich würde dann in den Timecode den Übergang zum nächsten Thema halt natürlich mit
reinschreiben. Das heißt, ich würde hier jetzt irgendwas von Spoiler-Gefahr reinschreiben und der nächste Timecode wäre dann eurer, wo wir euch dann nicht mehr spoilern. Ne? Genau. Mhm. Vielen Dank für den Hinweis. Genau, ja. Aber es waren jetzt auch so Sachen dabei, die schon lange irgendwie halt in den Medien rumgeistern, wo wir einfach noch auf ein bisschen neues Material warten. Wobei ich da für mich sagen muss, dass ich immer gar nicht so viel Trailer und Gedöns sehen will. Ne? Also ich freue mich immer über die Ankündigung, über die erste. Und sobald das Spiel dann angekündigt ist, ziehe ich mir dann keine Trailer oder so mehr rein. Ich weiß nicht, macht ihr das genauso? In der Regel schon, ja. Unterschiedlich, sage ich jetzt mal bei mir. Kommt ganz drauf an. Mhm. Ja, okay, vielleicht, wenn ich jetzt ein Spiel dabei hätte, wo ich mir nicht sicher bin, ob das was für mich ist, dann würde ich mir vielleicht auch noch Gameplay und so angucken. Aber ja, genau. Zum genau. Beispiel, jetzt soll wohl Thema sein auf E3 Metroid Prime 4, was ja jetzt letztes Jahr angekündigt wurde. Und da würde ich mir zum Beispiel nichts mehr angucken wollen. Das würde ich dann gerne so spoilerfrei, sag ich schon, spoilerfrei, yeah. So schön spoilerfrei. Spoilerfrei also genießen, yeah. Also du meinst, du würdest jetzt nicht diese Spoiler, die jetzt schon rausgekommen sind, dich damit irgendwie beschäftigen, sondern du willst das dann auf der E3 sehen? Oder würdest du auch zu Prime 4 auf der E3 abschalten? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß, dass ich mich hier und da schon mal ein bisschen geärgert habe, wenn sie zum Beispiel Mario Odyssey dann bei einer Nintendo Direct irgendwie eine halbe Stunde Gameplay gezeigt haben oder sowas, ne? Wo ich mir dann dachte, verdammt, eigentlich so viel wolltest du doch gar nicht wissen. Deswegen, ich werde es wahrscheinlich dann gucken, gerade wenn wir dann mal, was eine coole Idee ist übrigens, das mal im Discord irgendwie zusammen gucken. Dann werde ich da auf jeden Fall auch hingucken. Ne? Aber so prinzipiell, manchmal gibt es auch zu viel Infos schon über Spiele, finde ich. Ehrlich gesagt, wo man dann halt diesen Wow-Effekt nicht mehr hat, wenn man es dann zu Hause das erste Mal hat und das Spiel anmacht und sich das dann wirklich mal so komplett von vorne angucken kann und sagen kann, Alter, krass, okay, hier ist das, da ist dieses, wow, da hätte ich so nicht mit gerechnet. Mhm. Aber oftmals weißt du schon alles vorher, ne? Also ich persönlich handhabe das relativ ähnlich. Wenn ich auf so einer Präsentation irgendwas sehe, wo ich sage, boah, das sieht geil aus, das willst du auf jeden Fall haben, dann so ein Trailer oder irgendeine Vorstellung in der PK ist kein Problem für mich. Das ist ja eh nur so zum Geschmack machen. Aber da lege ich mir dann selbst auf, da guckst du dir vorher nichts von an. Zum Beispiel habe ich das mit God of War so gemacht. Ne? Ich habe mir noch kein Gameplay-Video angeguckt. Ich habe mir auch keine Release-Trailer und was dann alles noch kam angeguckt. Das, was ich auf der E3 damals gesehen habe oder auf so die ersten Trailer, die davon aufgetaucht sind, das hat mir gereicht. Genauso wie Nintendo das halt macht, mit dieser Treehouse-Vorstellung und so. Das gucke ich mir alles nicht an. Das ist ja eh so eine Krankheit von Nintendo. Wenn sie die Zeit bekommen, dann wollen die auch alles im kleinsten Detail vorstellen. Und bei der letzten E3, da haben sie auch dieses Treehouse nach ihrer PK gemacht, wo sie, ich glaube, ja, wie du sagtest, eine halbe oder eine ganze Stunde Gameplay-Material von Mario Odyssey gezeigt haben. Mhm. Das tue ich mir dann nicht an. Ne? Das übersättigt mich schon viel zu sehr. Und dann machst du dir solche Erwartungen irgendwie an das Ding. Das kann eigentlich nur schädlich sein. Ne? Mhm. Also so handhab ich das in der Regel. Ja, war halt damals so ganz schön bei Origins haben sie das, glaube ich, gemacht, ne? Da haben sie extrem viel Gameplay dann gezeigt gehabt. Ja, genau, da war das auch so. Naja, genau, und sowas mag ich dann halt gar nicht so. Wann ist die E3 eigentlich? Anfang Juni, ne? Oder wann ist die? Anfang Mitte. Ich google gerade mal. 12. bis 15. oder irgendwie so. Also das ist jetzt übrigens noch nicht das Spoiler-Territorium, ne? Da machen wir gleich noch mal so ein Shoutout, würde ich sagen. Fällt mir gerade so ein, oder? Vom 12. bis 14. Juni. Alles klar. Das geht also los auf einem, ich glaube in der Woche ist das irgendwie. Dienstag müsste das. Dienstags bis Donnerstags. Okay. Oh, da haben wir zu tun, Leute. Oha. Jo, ich habe da auch keinen Urlaub und nix. Ich muss da immer schön morgens um 5:30 aufstehen und zur Arbeit. Ja. Och, ich sitz zu der Zeit schön zu Hause. Ist ja perfekt. Aha. Okay, ich sehe schon. Christian macht dann Streams live auf seinem Kanal. Oh Gott, bei mir wird auch das Problem sein, dass ich an ganz, ganz vielen nicht live teilnehmen werden können. teilnehmen können sollen. Ja, ich würde natürlich gerne, aber ich werde nicht können. Aber zum Beispiel Nintendo hat es ja so gemacht letztes Jahr, dass die PK schon an einer für uns auch verträglichen Zeit war. Ne? Das war irgendwie so ein früher Abend oder so. Ich glaube, die kommt diesmal auch donnerstags 21 oder 22 Uhr, bin ich der Meinung. Ja? Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ja, so in der noch einigermaßen humanen Zeit. Und die geht ja auch meist nicht so lang.
Genau. Und ja, das wird wieder so eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde gehen, denke ich mal. Und ja, dass wir uns da irgendwie im Discord mal zusammensetzen oder so, oder zumindest irgendwie den Facebook-Chat oder sowas irgendwie offen haben und uns da ein bisschen austauschen können, das sollten wir doch irgendwie hinbekommen. Das kriegt man hin, klar. Ja, aber klar, so eine Sony-PK, die bei uns unserer Zeit um 3 Uhr nachts losgeht oder so, das wird für mich zu schwierig. Aber da kann ich jetzt gleich mal einhaken. Vielleicht ist die Sony-PK dieses Mal auch gar nicht so interessant, weil die sich nämlich diesmal auf 4 Spiele fokussieren wollen. Ich weiß nicht, ob es links und rechts daneben dann noch so kleine Ankündigungen gibt. Auf jeden Fall wollen die The Last of Us 2 vorstellen, ausführlich. Gut. Ghosts of Tsushima, Spider-Man und das Kojima-Spiel Death Stranding. Auf die 4 Spiele wollen die sich konzentrieren. Und da wird es dann wahrscheinlich dazu dann jede Menge Gameplay-Trailer und so weiter geben und vielleicht links und rechts gar nicht so viele Ankündigungen. Und das wären dann schon wieder so Sachen. Also bei Death Stranding würde ich schon gerne noch ein bisschen was wissen und sehen, muss ich sagen. Ja. Und bei den anderen Sachen, die würde ich fast blind kaufen. bei Death Stranding haben wir auch noch nie viel gesehen. Das ist wenig. Hattet ihr? Ja, das, was man gesehen hat, das macht einem natürlich nur Fragezeichen über den Kopf. Richtig. Aber machte einen auch neugierig, muss ich sagen. Ja, total. Ich wollte es gerade sagen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar der bessere Weg ist. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel über das Spiel wissen möchte. Hm. Und wenn ich jetzt höre, eine ganze PK und nur 4 Spiele, die, ich sag mal so, hauptsächlich beleuchtet werden sollen, ob das nicht wieder zu viele Infos für mich sind, ne? Ja, muss man abwarten, ne? Ja, klar. Auf jeden Fall haben sie gesagt, hardware-technisch wird nichts präsentiert und Fokus auf diesen 4 Spielen. Muss man mal gucken, wie sie das dann wirklich umsetzen. So, und jetzt mache ich mal die Spoiler-Sirene. Tut. Tut. Ja, hier werden keine Kosten und Mühen gescheut, ne? Also Special Effects Soundboard hier vom Feinsten. Ja, nachdem ich schon letztes Mal vergessen habe, diese komische traurige Geigenmusik irgendwie reinzubringen, die der Prono haben wollte bei seiner Kindheitsgeschichte. Mhm. Ja, stimmt, habe ich irgendwie vergessen. Naja, okay, aber wir machen unsere Sounds einfach selbst. Jetzt aber wirklich Spoiler-Time, also hier, ne, nochmal Möp, jetzt geht's los. Also, das hat man vorher auch schon gehört, aber ein neues Splinter Cell soll vorgestellt werden seitens Ubisoft. Okay. Dann, was jetzt auch schon bestätigt wurde von Bethesda, bin ich der Meinung, Rage 2 wird es geben, nachdem Rage 1 war ja nicht so der Burner, aber ich fand das Spiel immer richtig klasse. Du auch, Christian, höre ich da gerade so raus. Ne? Ich hab's auf der PlayStation 3, natürlich habe ich das gezockt, ein richtig geiles Spiel gewesen. Ich fand das nämlich auch richtig cool. Das war ja von id Software, ne? Die haben, glaube ich, haben die Doom gemacht früher oder was war das noch? Ja. Also genau, dafür sind sie berühmt, Genau, die wissen, wie Shooter funktionieren. Das hat man bei Rage gemerkt, ne? Also viele Leute haben sich darüber aufgeregt, dass die Story ein bisschen banal ist und die Charaktere irgendwie nicht so die Tiefe hätten und dass das Ganze ein bisschen willkürlich zusammengewürfelt ist. Aber wenn ich einen Shooter spiele, dann erwarte ich da auch keine tiefsinnige Story und Weisheiten von Konfuzius an jeder Ecke oder so. Da will ich dann einfach irgendwelche Viecher wegballern und das ging bei Rage richtig gut. Und ja, den zweiten Teil, das haben sie jetzt mittlerweile bestätigt. Sehr geil, da freue ich mich drüber. Und deswegen sieht man auch gerade überall den Trailer. Ne? Es wurde ja direkt irgendwie 2 kurze Trailer wurden jetzt auch in den letzten Tagen rausgehauen. Mhm. Ich habe sie mir nicht angeguckt, aber das ist die Erklärung dafür, ne? Dass es jetzt quasi dann auch zugeben, diesen Leak. Ja, und das spricht ja dafür, dass an dem Leak was dran ist, weil Rage 2 hätte so, glaube ich, kaum einer vermutet, dass das jetzt nochmal einen Nachfolger bekommt, ne? Weil das mediale Echo war damals nicht so gut. Es liegen jetzt auch etliche Jahre zwischen Teil 1 und Teil 2. Und deswegen muss man mal gucken. Ja, dann noch ein anderes schönes Spiel. Ich hoffe, dass ihr da gleich genauso jubelt wie ich, als ich das gehört habe. Just Cause 4. Ich hab noch keinen Teil gespielt. Ah, verdammt. Ich bin ein großer Just Cause-Fan. Ich mache diese Spiele richtig gerne. Ist einfach so aber schön. Ich habe mir den dritten Teil aber gekauft gehabt. Also ich habe den hier. Ich will den auch unbedingt spielen. Aber weil es soll halt sehr gut sein. Es ist halt so komplett Hirn aus und Action, ne? Ja. Und das, funktioniert bei mir ganz gut. Der Weidemann mag's nicht. Ja, ich habe den ersten irgendwie seinerzeit mal gespielt mit einem Kumpel zusammen, aber. Na, der ist, glaube ich, auch nicht so gut. Der zweite ist schon besser und der dritte noch besser. Aber naja, wenn man das Gameplay an sich gar nicht mag, dann ist es natürlich schwierig. Ja, also der erste hat mich halt so überhaupt nicht beeindruckt und von daher habe ich mich mit den Folgeteilen überhaupt nicht mehr auseinandergesetzt. Ne? Wer weiß, vielleicht bläst es mich auch total um und ich guck's mir einfach nochmal an. Aber jetzt allein die Ankündigung haut mich jetzt nicht vom Sockel. Mhm. Ja, ich fand's ziemlich cool. Dann neues Lego-Spiel soll es wohl geben. Lego DC Villains. Okay. Bin ich auch immer am Start, wenn Lego-Spiele rauskommen. Ne?
Dann Borderlands 3, das wurde ja auch schon die ganze Zeit immer gemunkelt, dass es das geben soll. Das soll jetzt dann auch wohl enthüllt werden auf der E3. Okay. Okay. Dann endlich mal was für die Leute, die sich eine Xbox One gekauft haben. Gears of War 5. Okay, okay. Und ein Spiel, das ist ganz lustig, da hatte man dann so ein bisschen in Zweifel gestellt, ob dieser Leak denn was taugt oder nicht, weil es wurde angekündigt, Forza Horizons 5. Und da sind zwei lustige Fehler drin. Und zum einen heißt es ja eigentlich Forza Horizon ohne S. Ja, ja, und es gab doch noch gar keinen vierten Teil. Richtig, genau, gut aufgepasst. Ja. Denn ich bin ja alter Xbox-Jünger. Gut, dass du das angesprochen hast, gerade mit der Xbox One, weil wir hatten eine kurze Diskussion unter unserem, ich glaube, letzten Pod, also der Nasenmania 1. Nee, zwei, ne? Da haben wir über Gaming geredet. Ja, genau. Genau, nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Wir hatten ein bisschen über die Xbox One auch geredet und so über die Punkte, die wir selbst schade finden, warum das Ding halt auch so ein bisschen verschrien ist heutzutage. Und also das soll definitiv nicht falsch rüberkommen. Wir wollen nicht die Xbox bashen. Das haben wir auch, glaube ich, mit dem Kollegen, der das kommentiert hatte, ausreichend dann ausdiskutiert. Ich glaube, der Flanders war das, ne? Mhm. Ja, liebe Grüße an der Stelle. Nochmal, hinterlässt ja immer gerne Kommentare, aber das ist definitiv in den falschen Hals gekommen oder vielleicht falsch rübergekommen. Wir wollen hier definitiv keine Konsole bashen, aber gerade die Xbox, also gerade mit der Xbox One hat Microsoft doch so ein paar Fehlgriffe gemacht und das hat nichts mit Bashen zu tun, sondern einfach, dass wir das auch selbst schade finden. Ne? Es tut ja dem Markt auch gut, wenn drei Konkurrenten, Nintendo, Sony und Microsoft, wirklich ebenbürtig sich ein bisschen battlen können. Und da hat Microsoft sich selbst so ein paar Eigentore geschossen und da muss man auch ein bisschen mit Häme leben können. Das ist halt einfach so. Ja, ja. Also ich wollte schon bashen. Nee, Quatsch. Nee, wollte ich nicht. Weil er hatte da auch zwei gute Punkte angeführt. Und zwar, die Xbox One X ist auf jeden Fall für Leute gut, die großen Wert darauf legen, jetzt Third-Party-Spiele in bestmöglicher Qualität spielen zu wollen, ne? Weil das ist nun mal die potenteste Konsole auf jeden Fall. Und halt auch, wenn du alte Spiele nachholen willst, es gibt ja wohl dann auch viele Patches, die da rauskommen, ne? Wo es dann Upscaling gibt und irgendwie bessere Auflösung und so für alte Spiele. Und für sowas macht das auf jeden Fall Sinn. Aber das sind halt für mich keine Kaufgründe mehr, um dann so eine Konsole zu holen, ne? Genau, also da hatten wir, glaube ich, auch mal bei unserem allerersten Podcast drüber geredet, so, oder in dem Jahresrückblick, genau. Die Xbox One X ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, definitiv. Jetzt fehlt natürlich noch so ein bisschen Futter und es freut mich, dass, jetzt ist natürlich die Frage, bewahrheitet sich das mit Forza Horizons 5? Hört sich jetzt ein bisschen merkwürdig an, dieser Leak, ne? Also, wenn's kommt, schön. Forza Horizon ist immer super angekommen bei den Leuten. Auch Gears of War natürlich nochmal ein richtig geiles Zugpferd. Wobei, wenn ich natürlich höre, Forza Motorsport, Halo, das sind irgendwie immer dieselben Titel. Ja, ne? Kommt nichts eine Neues. Eigene neue, ne, genau, eine eigene starke neue IP, sowas wie Horizon Zero Dawn auf der PS4, zieht sowas natürlich dann so ein bisschen die Buchse aus. Da könnten sie auch mal was gebrauchen. Aber wie gesagt, da ich denke mal, das wissen die auch selbst und ich hoffe, sie geben in der Richtung ordentlich Stoff irgendwie. Ne? Da werden wir nach der E3 schon schlauer sein wahrscheinlich. Ne? Genau, und das ist ja dann nicht mehr so lang. Also ich bin absoluter Xbox-Jünger und habe von der ersten Xbox an bis zum Ende der 360, da war die dann auch schon tot, ne? Weil da haben schon alle mit der PS4 oder der Xbox One gezockt. Da habe ich noch Xbox 360 gezockt. War das meine Plattform, ne? Und leider haben sie es mit der Xbox One dann doch bei mir vergeigt. Gibt's denn, also das war jetzt alles sehr so Sony und Microsoft. Gibt es irgendeinen Leak von Nintendo? Nee, also da wurden jetzt hier kaum Spiele aufgezählt. Wie gesagt, dass Metroid Prime 4 da behandelt werden soll, das stand da auch irgendwie mit drin, ne? Aber das ist ja nun nichts, was man doch nicht weiß. Ja, das ist genau wie bei Sony mit Last of Us 2. Es wird Zeit, dass wir mehr sehen als diesen ganz, ganz kurzen Trailer, der vor zwei Jahre ist jetzt, glaube ich, eher, ne? Dieses kurze Gitarrenvideo, was es da mal gab. Es wird Zeit, dass was kommt. Da wäre ich fest von ausgegangen. Das ist für mich jetzt kein wirklicher Leak. Aber was hätte denn Nintendo noch so? Womit könnte man vielleicht rechnen? Ich habe schon mal überlegt, so Animal Crossing vielleicht. Und sowas mal an der Reihe. Ich hätte auf ein 3D Donkey Kong Bock. Ja, das wäre auch mal was Interessantes. Oder das Smash Bros. Halt, dass dort was kommt. Ja, das ist sehr wahrscheinlich, glaube ich, ne?
Der gute Dennis von The Game Mansion, über den wir ja gerade schon mal geredet haben, der hat ein Video die Tage rausgebracht, so seine Erwartungen oder Wünsche an die E3. Und da gehe ich mit, also da hat er mich auf eine Sache gestoßen, die ich schon komplett aus dem Auge verloren habe. Und zwar der Entwickler, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Also ein Entwickler, genau, der damals hat der Donkey Kong gemacht? Rare oder? Ich glaube Donkey Kong Tropical Freeze. Achso, okay. Der Entwickler hat wohl ein Projekt laufen seit 2012 oder wann das kam, Donkey Kong Tropical Freeze, 2013, und kein Mensch weiß, an welchem Projekt die arbeiten, aber die arbeiten an irgendwas seit diesem Jahr und er hofft darauf, dass es endlich mal gelüftet wird, was das ist. Sind das oder nicht es vielleicht die Retro Studios, die Metroid Prime gemacht haben? Ja. Die haben doch die ersten drei Prime-Spiele gemacht, ne? Ja, stimmt, genau. Ich glaube, die Retro-Studios, genau. Also ich habe es jetzt gerade nicht mehr so im Ohr, aber das kommt mir recht familiär vor. Aber es ist ja auch klar, dass die nicht an Metroid Prime 4 arbeiten. Ja, stimmt, da ist doch dieses... Daran arbeitet doch Namco, ne? Und genau. Ja, da kommt, ja. Das riecht nach einem Banjo-Kazooie, sage ich euch. Ja, haben Nintendo da die Rechte für oder lagen die bei Rare? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Kompliziert. Jetzt geben wir uns auf Glatteis hier. Aber sowas von. Aber gut, wir haben ja sowieso nicht den Anspruch hier, den journalistischen Anspruch mit hundertprozentig korrekten Angaben, den haben wir ja sowieso nicht. Wäre interessant. Und weiß ich nicht, arbeitet man so lange an einem Banjo-Kazooie-Teil? ich weiß es nicht. Also ich erwarte da, wenn, dann doch Größeres. Da darf man auf jeden Fall gespannt sein. Also ich hau jetzt noch mal eben die letzten, was habe ich denn hier noch, ein oder zwei Namen raus und dann mache ich noch mal die zum Abschluss wieder die Spoiler-Hupe. Also The Division 2 wurde noch angekündigt, das juckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Oh, aber mich, hallo. Ja, okay. Ich habe auch einen Kumpel, der zockt echt wenig, aber der ist komplett süchtig nach The Division. Ja. Also der wird wahrscheinlich gar nicht mehr von der PS wegkommen. Da kann der Christian mich ja mal auf den Laufenden bringen. Ist das ein Taktik-Shooter oder was ist das so? The Division ist, sage ich mal, wie, ich nenne es jetzt mal wie Destiny, bloß Third Person. Okay. Also natürlich ein ganz anderes Setting. Also es ist ja natürlich dieses, apokalyptisch ist das falsche Wort. Vor allem im Gegensatz zu Destiny halt sehr realistisch. Ne? Also ja, es ist wirklich realistisch, ja. Aber es ist halt, ist halt auch mit mehreren Leuten, spielt das immer zusammen. Ich glaube, zu Fiat waren wir immer gewesen, genau. Aber geiles Spiel und es hat mir eine ganze Zeit lang viel mehr Spaß gemacht als Destiny und Destiny habe ich ja ewig gezockt. Klingt so ein bisschen nach Counter-Strike, wenn du sagst, dass du so in Vierergruppen unterwegs bist oder irgendwie sowas in der Art. Naja. Ja, keine Ahnung, ich kenne mich da auch nicht so aus. Ja, und ist ja nicht schlimm. Das letzte, da wurde noch ein Assassin's Creed genannt, aber ohne einen zusätzlichen Namen. Also da weiß man jetzt nicht, ob da noch irgendwas kommt. Aber ich hoffe ehrlich gesagt nicht, weil das wäre fast schon wieder ein bisschen zu früh. Ne? Ach, Hauptsache irgendwas mit China oder so. Ja, das wäre cool, was Asiatisches, ja. Ich würde mal davon ausgehen, dass sie diese Chronicles-Reihe vielleicht weiter fortführen. Ne? Das können sie, glaube ich, ohne großen Produktionsaufwand machen. Oder das wird irgendwie jetzt so schnell schon, was nachkommt. Ja. Oder das wird was Altes geremastert oder sowas. Ja, oder sowas, ne, genau. Ja, gut, mal gucken. Das war es jetzt eigentlich von mir zu dem Thema. Okay. Dann machen wir Spoilerhupe, ne? Herrlich, die gefällt mir. Die sollten wir beibehalten. Die Spoilerhupe. Oh Mann. Bei mir donnert es die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Ja, bei mir auch. Bei dir auch? Ja. Ich höre es über Discord, höre ich nichts, aber also, ja, vielleicht haben wir ein bisschen Atmosphäre in unserem Podcast diesmal drin. Das ist auch nicht verkehrt. Das Rhein-Nasen-Untergangsstimmung. Super. Ein Mittwoch wie jeder andere, als plötzlich der Christian, der Weidemann und der Mirko. Quatsch, Etsy. Oh ja, das können wir ganz gut, glaube ich. Und wenn ich mal auf die Uhr gucke, wir labern schon über eine Stunde um unser Hauptthema heute rum. Ach, wir haben ein Thema? Wir haben immer ein Thema. Wir haben zumindest das Thema drei Nasen reden Quatsch. Ich würde sagen, wir machen doch einfach mal den Übergang zu unserem Hauptthema. Oder habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Ich denke mal, E3 haben uns jetzt genug gehypt. Wird der Hauptthema nächstes Mal? Ja. Ja.
Also es gibt ein paar Spiele jetzt, die halt kommen, wo ich mich drauf freue. Ne? Aber ja, sonst gibt's eigentlich jetzt nichts mehr, denke ich. Ausgeblubbert in dem Punkt. Ja, meinst du jetzt irgendwelche Spiele, die jetzt demnächst erscheinen, also von denen wir wahrscheinlich auf der E3 nichts mehr sehen werden? Oder wovon redest du? Ja, wirklich, die jetzt so erscheinen, wie das Mario Tennis, dann das Spyro the Dragon, freue ich mich drauf. Detroit Becomes Human kommt. Shaq-Fu. Shaq-Fu, genau. Ja, sicher. Shaq-Fu, Leute, und das ist eine Ankündigung bei mir auf dem Kanal, Let's Play Shaq-Fu. Ich habe so einen Bock drauf, das muss so schlecht werden, dass es gut ist. Das werde ich mir geben, das Spiel kaufe ich mir, glaube ich, nicht, aber das Let's Play, da bin ich dabei. Und ja, das sind so Sachen, da freue ich mich jetzt drauf in naher Zukunft. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Bin ich auch dabei. Ich denke mal, Shaq-Fu hole ich mir auch. Wobei 40 Euro finde ich eigentlich so für einen Release-Preis relativ heftig. Es ist mir egal. Ja, ja, komm. Genau, man muss sich auch mal gönnen können, ne? Genau, Christian, genau. Immer an diese Worte denken, wenn du das nächste Mal vor der PSVR stehst. Ich glaub, ich bin da nicht das Problem. Erklär das meiner Frau. Ja, das wird das Problem. Ja, so ist es meistens. Ja, meine Lieben, komm, wir machen einfach mal einen Schwung rüber zu unserem Hauptthema und wir machen Ding, Ding, Ding für das Thema Jäger und Sammler. Wir sind ja alle so ein bisschen Jäger und Sammler, die einen mehr, die anderen weniger, und es gibt da draußen natürlich Leute, die das noch viel exzessiver machen. Ich denke, auch das wird heute Thema sein. Ich bin ja in so ein paar Facebook-Gruppen unterwegs und wie manche Leute ihre Sammelleidenschaft in Bezug auf Videospiele, man kann es auch auf viele andere Themen brechen. Ich glaube, so können wir auch direkt mal anfangen. Was habt ihr, wann hat euch das Sammelfieber gepackt? Ne? Das war bestimmt irgendwo in der Kindheit, so war es zumindest bei mir. Was habt ihr da gesammelt? Wie hat das Ganze begonnen? Wie hat man das damals gelebt? Wie lebt man das heute? Ich denke mal, all sowas werden wir heute ordentlich beleuchten. Und mir liegt auch ein bisschen am Herzen, über die Sammler-Community zu reden, wenn man sie überhaupt so nennen kann. Ich finde, wirklich einen Zusammenhalt gibt es da seltenst. Ich bin in so ein paar Facebook-Gruppen unterwegs und würde auch gerne da mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern. Natürlich ohne irgendwen an die Mauer zu stellen oder namentlich zu nennen. Aber was für Menschentypen einem da so über den Weg laufen, sowohl in positiver als auch negativer Richtung, das wird heute, glaube ich, alles Thema sein. Und ja, nach dieser kurzen Einleitung lasse ich jetzt mal Mirko den ersten Schritt, indem ich einfach mal diese Frage in den Raum stelle: Wann hat dich denn das Sammelfieber gepackt? Wann bist du zum Jäger und Sammler geworden, der du heute bist? Jäger und Sammler geworden, ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall in der Kindheit, ne, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Das, ja, aber es ist irgendwie schwierig, da so einen Startpunkt zu finden. Aber das Erste, woran ich mich jetzt so bewusst zurückerinnere, was ich gesammelt habe, da fallen mir zwei Sachen ein. Und zwar habe ich schon damals Hörspiele gesammelt. Ne? Was weiß ich, die neuesten Folgen von TKKG oder Flitze Feuerzahn oder was ist dann... Super, geil. Was es dann damals gab. Da habe ich dann immer, ne, wie ihr das wahrscheinlich auch gemacht habt, wenn es dann losging mit Mutti einkaufen, ne, dann wurde so lange gebettet, bis man dann doch eine Kassette mitnehmen durfte. Ja. Wobei weinend auf dem Boden habe ich mich noch nie geworfen, glaube ich, in einem Laden. Das sieht man ja heutzutage auch immer mal, ne? Wenn man da mal so einkaufen geht, dass irgendwelche Kids komplett eskalieren. Bin mal gespannt, wie das mit unserer Lütschen irgendwann so wird, wann die dann zum Jäger und Sammler wird. Naja, egal. Und so spielzeugtechnisch das Erste, woran ich mich erinnern kann, eigentlich, was ich so wirklich sammeln wollte, ganz bewusst, war doch, glaube ich, dann Masters of the Universe tatsächlich, die guten alten Masters-Figuren. Okay. Die kamen ja so Mitte der 80er raus, also ich bin Baujahr 78, das heißt, wo das dann hier so zum ersten Mal so rübergeschwappt ist, da fand meine Mutter damals, ich wäre dafür eigentlich noch ein bisschen zu jung, ne, weil das Ganze ja auch ruhig ein bisschen, ja, ein bisschen gruselig ist teilweise, aber auf jeden Fall, wenn man sich die Hörspiele mal angehört hat, ne? Also ich weiß noch, von einigen Hörspielen habe ich damals tatsächlich so ein bisschen Albträume sogar gehabt als Kind. Ey, ohne Mist, ich habe mir von Masters of the Universe, ich bin so in einer, zum Einschlafen, ich brauche immer irgendwas, ne? Und da habe ich mir letztens von Masters of the Universe die Folge Sternstaub. Die allererste. Und die hatte ich nämlich auch als Kind gehabt und ich habe mir als Kind schon eingeschissen bei diesen Musiksequenzen zwischendurch und so. Und wenn dann Skeletor im Echo redet und so, ne? Und ich liege in meinem verkackten Bett, ne?
Ich bin mittlerweile auch schon 31 Jahre alt. Ich habe trotzdem da gelegen und so, schon ein bisschen gruselig. es ist immer noch so, wie wo man es als Kind gehört hat. Das ist so herrlich eigentlich. Mhm. Ne? Ah, die haben das aber auch gut gemacht. Die hatten damals super Sprecher. Ja. Ne? Der Peter Passetti als Skeletor ist legendär. Ja. Und dann die Musik, die du erwähnt hast, die haben sie ja, glaube ich, vom London Symphony Orchestra einspielen lassen oder irgendwie so. Ne? Das passt dann auch immer und macht richtig gute Atmosphäre. Ja, ja. Ja, und deswegen, ich wollte immer Masters haben damals, aber ich durfte dann halt nur nicht so, wie ich wollte. Bis ich dann so 10, 11, 12 war und da hat meine Mutter dann gesagt, komm hier, ne, du quengelst eh die ganze Zeit, dann träumst du halt schlecht, mir doch egal. Kauf dir den Schlüssel. Und das war dann so das Erste, was ich so wirklich bewusst gesammelt habe eigentlich. Da ging es so bei mir los. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das beim Christian war, weil du hast ja einen Teil deiner Kindheit noch in der DDR quasi verbracht. Ja, aber da war ich ja wirklich noch klein, ne? Also mit Baujahr 86, das weiß ich halt doch einfach nicht mehr, ne? Ah, okay. Aber was habe ich hier damals so gesagt? Bei mir fing es, glaube ich, auch, was ich mich so erinnern kann, auch wirklich mit Hörspielen an. Bei mir war es nur damals Benjamin Blümchen. aber ich muss auch dazu sagen, ist eigentlich schon fast ein bisschen peinlich, aber mir ist eigentlich nichts peinlich. Ich habe Benjamin Blümchen Kassetten tatsächlich gesammelt, bis ich 16, 17 Jahre alt war und habe die heute noch. Also ich habe wirklich von Folge 1 bis 106 alle auf Kassette noch da. Du hast das Fullset. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie weit es jetzt geht, weil ich dann halt wirklich einfach aufgehört habe. Ne? Aber da hat ja der Sprecher gewechselt irgendwann, das hat mich so... Ja. Da war ja damals dieser Edgar Ott, der ist doch gestorben, ne? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, irgendwann ist du mal vorbei, ne? Mhm. Und der neue Sprecher, ich komme jetzt nicht auf den Namen, man hat sich dran gewöhnt irgendwann, aber es war natürlich, das Feeling war weg, ne? Mhm. Das ist von Otto hat damals auch gewechselt. Ah, das geht jetzt so tief rein. Und dazu mal in einem Spezialpodcast die drei Nasen reden über Benjamin Blümchen. Genau. Ja, und dann natürlich wie alle anderen Fußballkarten, Wrestlingkarten. Ja, stimmt. Und na dann bei mir halt die Wrestling-Figuren, die ich zum Glück noch habe. Dann später auch Masters of the Universe habe ich auch noch ein paar Figuren, die habe ich sogar noch da. Und Batman war damals auch bei mir ganz hoch. Und Ü-Eier, auch natürlich. Ü-Eier-Figuren, richtig viel gesammelt. War ich auch früher dann so als pubertierender Teenager mit 13, 14 habe ich tatsächlich auf dem Trödelmarkt gestanden und die Dinger auch vertickt. Ey. Okay. Ja. Okay. Das habe ich damals auch gesagt. Und habe ich auch noch richtig viel im Keller. Und das ist ganz gut, das soll da unten einfach liegen und an Geldwert steigen. Also ja, das muss in so einem Fall aber definitiv liegen lassen, weil aktuell sind die Dinger ja gar nichts wert. Ja, das war eine Zeit lang ganz schlimm. Ja. Aber jetzt kannst du es vergessen. Mhm. Ja, deswegen, also vielleicht kommt es ja wieder in den Bereich, aber du konntest früher richtig Geld mit diesem Ü-Eier-Gedöne machen. Ich habe mich da nie mit befasst, aber ich habe teilweise nur mit den Ohren geschlackert, wenn ich das mal mitbekommen habe. Ich hatte auch im Freundeskreis welche, die den Quatsch gesammelt haben. Ja. Und also heutzutage, ich habe das nur so mitbekommen über auch einen Podcast, dass die Dinge aktuell im Preis komplett unten am Boden sind, ne? Mhm. Ja, so über den Internethandel und so hat das wohl das Problem gegeben. Und wer weiß, vielleicht das Land gehen. Das wollte ich doch unbedingt ansprechen, ne? Weil du hast eigentlich eine perfekte Überleitung für mich geschaffen mit diesem mit Internethandel, weißt du? Mhm. Damals haben wir halt mehr getauscht. Und das ist jetzt nicht mehr. Okay, ist natürlich dem geschuldet, wir sind älter, verdienen Geld und können uns das kaufen, was wir wollen halt, ne? Aber damals hast du halt getauscht. Ne? Mhm. Das war einfach viel geiler und das hat Sammeln, da hat es noch mehr Spaß gemacht einfach. Da hat man manchmal auch so Deals eingefädelt, wo man als Kind schon wusste, eigentlich ziehst du den anderen gerade über den Tisch, ne? Oder war das nur bei mir so? Ich weiß noch, vollkommen ich hatte mal so ein Nachbarskind, da wollte ich halt auch Masters habe ich da gesammelt, ne? Und der hatte dann so Sachen wie Battle Cat und den Wind Rider und irgendwie noch zwei, drei andere Fahrzeuge und Figuren. Und da habe ich gesagt, ja, alles klar, ich krieg das und du kriegst hier meine drei Transformers-Figuren, die schon total ausgenudelt und kaputt gespielt waren. Ne? Und er hat dann gesagt, ja, alles klar, kein Thema, machen wir. Und ich so, yes, hab das mit nach Hause genommen. Stunde später klingelt es bei uns an der Tür, war das die Mutti von dem anderen Kind und sagte dann zu meiner Mutti, dein Sohn hat meinen Sohn, glaube ich, gerade ein bisschen über den Tisch gezogen. Den tausche ich wirklich gerne wieder rückgängig machen. Und ich habe dann heulend diese Tüte wieder zurückgeben müssen mit den ganzen schönen Spielsachen. Oh. Ja, also
Ich habe auch solche Tauschgeschäfte gemacht. Da kann ich gleich mal eine ganz heftige erzählen, also bei der ich mich heutzutage in den Arsch beißen würde. Oh, oh. Aber irgendwie, ich habe mich damals nicht über den Tisch gezogen gefühlt. Und es kommt, glaube ich, immer ganz stark darauf an, was jiebt dich gerade? Ne? Also was macht dich gerade so richtig an und was willst du unbedingt haben? Mm-hmm. Und weil man einfach die finanziellen Mittel nicht hatte, hat man auch teilweise Tauschgeschäfte gemacht, die man dann vielleicht nicht sofort, aber ein paar Jahre später so extrem bedauert hat. Ja. Ja, bereut hat, genau. Ja. Hm. Ja, Christian, du bist jetzt auch so ein bisschen in deine frühe Jugend gegangen. Ja. Ich glaube, Mirko auch, ne? Ja, mehr so Kindheit, dann, ja. Mhm. Genau, so Kindheit, Jugend. Ich würde dann auch mal eben so den Schwung aufholen, weil ich denke mal, kurz danach ging es wahrscheinlich schon los, dass man so in Richtung Videospiele und Co. kommt, wo wir heute, glaube ich, hauptsächlich drüber reden werden. Mhm. Aber bei mir ging es, glaube ich, auch mit den Hörspielen los. Da wäre ich von alleine gar nicht drauf gekommen, wenn ihr es nicht angesprochen hättet. Aber klar, man hatte ohne Ende von diesen Kassetten und hat das dann zum Einschlafen oder auch so zwischendurch einfach als Freizeitbeschäftigung gehört. Mhm. Und bei mir war das auch definitiv vor allem Benjamin Blümchen. Lustig, weil wir haben auch ich habe auch eine Frage von dem Kai bekommen bei Frag Onkel Weidemann, meinem Laber- und Antwort- und Frageformat auf meinem Kanal. Der hat mich genau dasselbe gefragt, was so mein Lieblingshörspiel war. Ja, und meine Antwort muss dann wirklich sein, Benjamin Blümchen, weil ich höre heutzutage kaum Hörspiele und von Benjamin Blümchen habe ich auch das meiste gehabt irgendwie seinerzeit. Hast du dann auch so wohlige, nostalgische Kindheitserinnerungen, wenn du dann mal jetzt so eine Benjamin Blümchen Episode hörst? Total. Total. Wir hatten mal so eine Phase, also nicht ich, sondern eher meine Frau, da war so Einschlafen ein bisschen schwierig, weil sie dann sagte, dann wird der ganze Gedöne im Kopf, den Stress, den man so hat, ne, ja, vielleicht ja, mal so eine Phase, ja, ist zu laut irgendwie, ich brauche Hintergrundrauschen oder irgendwas, damit ich besser einschlafen kann. Und dann habe ich gesehen, dass auf da haben wir so ein bisschen drei Fragezeichen gehört und damit konnte ich eher wenig anfangen. Und dann habe ich durch Zufall auf Spotify gesehen, dass man da alle Benjamin Blümchen-Ausgaben hören kann. Und ja, dann haben wir da mal so ein paar Sachen durchlaufen lassen. Und das war natürlich, ich konnte überhaupt nicht einschlafen, weil ich so geile nostalgische Gefühle hatte und so, ah, die Story nochmal hören und so. Das war schon irgendwie geil. So gerade diese ganz alten, wie Benjamin Blümchen verliebt sich oder Benjamin Blümchen auf dem Mond und was das da alles gab oder feiert Weihnachtsmann. Das war gerade Nummer 7 und 11, richtig? Okay. Was ganz lustig ist, bei uns läuft das jetzt auch wieder, nämlich wegen unserer kleinen Tochter. Die hört das immer, wir haben sie dann so ein bisschen, ne, sie mochte anfangs nicht so gerne, wenn wir sie auf den Wickeltisch gelegt haben, da war dann manchmal so ein bisschen Geschrei oder so und dann habe ich so ein altes USB-Radio gehabt und habe dann auf dem USB-Stick die Benjamin Blümchen-Hörspiele, die ich hier noch bei mir rumfliegen habe, habe ich darauf gespielt und sie fand das dann auch gleich total toll und vor allen Dingen auf dieses Terreur fährt sie dann immer total ab. Ja, wir haben ihr dann mittlerweile beigebracht, das war so eine der ersten Sachen, die sie konnte. Ne? Wenn dann Terreur kommt, dann macht sie so einen Elefanten nach, wie man das so kennt. Man fasst sich mit der einen Nase an, Hand an die Nase und die andere führt man da so durch. Ne? Und das war so einer der ersten Moves, die meine Lutsche so drauf hatte. Ja, ich denke mal, das wird in Zukunft noch ganz oft auf dich zukommen, dass man so Teile seiner eigenen Kindheit da auch wieder erlebt, ne? So, wenn man ein eigenes Kind aufzieht. Ja, also ich glaube, das war auch bei mir so wirklich das allererste. Und dann natürlich ich als Einzelkind, ne? Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Seid ihr beide Einzelkinder oder Geschwister gehabt beide? Ich Einzelkind. Ich habe noch eine ältere Schwester, ja. Okay. Und als Einzelkind hat man natürlich dann schon den Vorteil, dass dann familiär ein bisschen mehr Finanzen da sind. Also ich muss sagen, meine Eltern haben mich wirklich tierisch verwöhnt, was Spielzeug und Co. angeht. Und ich war da auch immer super angefixt, wenn man mal wieder irgendeine neue Serie und dann gab es auch irgendwie Spielzeug zu. Das musste ich dann irgendwie alles haben und die haben mich da wirklich verwöhnt. Ne? Fing an mit He-Man und Masters of the Universe, wo ich echt viel von hatte und wo ich auch noch ein bisschen was auf dem Dachboden Gott sei Dank hatte, was ich hier in meine Sammlung stellen konnte. Ein paar Sachen habe ich ja auch nachgekauft heutzutage über eBay und Marshall Bravestar hätte ich gern gehabt. Das wurde bei uns aber kaum verkauft. Ich habe zumindest bei uns im Kaufhof nie was davon gesehen. Bei uns auch nicht. Was hatte ich denn noch? Oh, Ghostbusters hatte ich eine Menge. Und da wird man ja heutzutage bekloppt, was das so kostet. Ne? Okay. Da weiß also Ghostbusters-Sachen. Gibt genug Bekloppte wie wir. Ja, genau. Genau. Alle in unserem Alter, die haben jetzt alle Geld und deswegen gehen die Preise hoch. Man will sich die Kindheit nachkaufen wieder, ne? Ich weiß noch, bei mir ging es von Masters dann zu Transformers und von Transformers dann zu Mask. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch alle so kennt. Ja, vom Namen, ja.
Ja, also Mask und Transformers ging im Freundeskreis komplett steil und mich hat es irgendwie recht kalt gelassen. Ich war dann doch eher so auf Ghostbusters und Dino Riders und so, davon habe ich eine Menge gehabt. Und auch von dem Jurassic Park Spielzeug. Ne? Da ja, gab's ja auch eine Menge. Das war geil, ja. Ja. Bei uns sind immer alle abgefahren dann auf Turtles, aber da konnte ich irgendwie nicht so drauf. Oh, Turtles war ja auch dabei. Ja, das war bei mir so 50-50. Da hatte ich einiges von, aber auch ganz viel Schrott, so diese nachgemachten China-Dinger von der Kirmes und so, ne? Also, und mir war das egal. Ich habe mit allen gespielt, Leute, fand das alles lustig. Leute, helft mir mal auf die Sprünge. Ich habe damals mit was viel gespielt und habe das richtig viel gehabt. Es gab doch für die Mädchen, gab es doch Polly Pocket damals. Hm. Und das gab es auch für Jungs. Oh, okay. Mighty Magic hieß das, ne? Ich weiß es nicht. Hieß das Mighty Magic? Müsste ich mal. Oder Mighty Max oder irgendwie so. Oder Mighty Max. Mighty Max klingt besser. Mighty Max, war das nicht eine Zeichentrickserie? Ich google mal hier. Ich google mal. Ja, doch, Mighty Max Spielzeug steht hier. Ja, doch. Man kommt. Ist richtig. Ja, man kommt natürlich. Als erstes kommt man auf den Gedanken, das könnte Monster in meinem Pocket gewesen sein, aber das ist nochmal was ganz anderes. Das war was anderes, ja. Ja, aber Mighty Max sieht verdächtig danach aus. Ich glaube, da habe ich auch so 2-3 von gehabt und fand das grundsätzlich geil. Es wurde natürlich so verkauft, dass man sagt, ja, eine ganze kleine Welt in deiner Hand und aber irgendwie, ich habe dann doch gemerkt, das ist mir zu kleinteilig und da verschwindet ständig irgendwas von, weil ich dann da doch, also ich war als Kind sowas von unordentlich, ne, also so ein Kram, der war mein Tod, weil ich habe alles dann, wenn ich fertig war mit Spielen und musste mein Zimmer aufräumen, dann kam das alles in eine so eine Cross-Kiste und ja, da verschwand natürlich ständig was, also auch meine alten Masters-Figuren, da hast du noch die Figur, aber die Rüstung ist weg, das Schwert ist weg, das ist alles irgendwie so nach und nach verschwunden gegangen. Das ist bei mir aber genauso, leider. Ja. Das ist bei mir auch so. Da kann man sich so rückblickend ärgert man sich ganz schön über sich als Kind. Also zumindest geht mir das so, wenn ich überlege, was ich schon alles hatte und ne, was davon so geblieben ist. Natürlich. Und gegen was für Sachen ich das dann weggetauscht habe und so weiter. Ne? Also genau. Überleg doch mal die ganzen OVPs, die wir weggeflaggt haben und so. Ne? Warum haben wir die Masters so eigentlich ausgepackt? Man hätte sich nicht in OVP ins Regal stellen müssen. Aber definitiv, das ist eine richtige Wertanlage. Ne? Also wenn mein Vater damals gesagt hätte, boah, komm, ich jedes Mal, wenn ich dem Jungen so ein Ding kaufe, nehme ich das noch ein zweites Mal in OVP und bewahre das auf, dann hätten wir jetzt ein richtiges Vermögen auf dem Dachboden liegen. Auf jeden Fall. Allein so ein Skeletor oder He-Man in OVP, der kostet ja mehrere hundert Euro heutzutage. Ja, echt heftig. Hammer. Ich würde jetzt eben noch den Schwung machen und den mache ich mal eben über Wrestling so in die Jugend rein, denn irgendwann war der Zeitpunkt da, meine Eltern haben mich tierisch beschenkt mit allem möglichen, mit Dinosauriern, mit Dino Riders, Ghostbusters, alles was ich gerade besprochen habe und natürlich auch Wrestling-Karten, diese Sammelkarten und die Sticker-Alben und natürlich auch die Figuren. Ich hatte einen Ring, ich hatte ohne Ende Figuren und irgendwann war man jugendlich und hat dann doch deutlich weniger mit dem Kram gespielt und der lag zwar noch im Kinderzimmer rum und dann kam immer mal wieder, wenn die Verwandtschaft da war mit so einem Cousin oder was weiß ich, ne, oder auch nur Patenkind von meinen Eltern irgendwie so, zu dem ich eigentlich nicht unbedingt ein familiäres Verhältnis habe, kam dann oft mal der Spruch so, ja, da spielst du doch gar nicht mehr mit. Das kannst du doch jetzt dem Tobias oder dem und dem schenken. Ne? Ja, und da hat man sich eigentlich auch gedacht, ja, eigentlich hat Mama recht. Und dann hat man das alles in eine dicke Aldi-Tüte gepackt. Und dann ist der kleine Tobias freudestrahlend nach Hause gegangen. Und man hat sich vielleicht ein bisschen geärgert und hat gesagt, ja, eigentlich scheiße. Aber ja Gott, ich spiele ja wirklich nicht mehr damit. Heutzutage ärgere ich mich schwarz. Ne? Ja, worüber ich mich aber noch viel schwärzer ärgere, ist Folgendes. Ich habe einen Kumpel gehabt damals, da war ich so 13, ja, so 12, 13. Eurodance war auf dem absoluten Höhepunkt. Und ich war dann doch auch deutlich interessierter an Musik und sonst was, als mit irgendwelchen Wrestling-Figuren zu spielen. Er hat aber gerade seinen Musikgeschmack verändert und hatte diese ganzen modernen Eurodance-CDs da und hat mir dann gesagt, hör mal hier, die neue Ace of Base und Two Unlimited und wie sie alle hießen, die schenke ich dir, wenn du mir deinen Wrestling-Ring und die und die und die und die Figuren schenkst. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist voll der geile Deal, ne? So eine CD kostet ja 30 Mark. Ja, und da bin ich da mit einem Stapel von CDs rausgelatscht. Er hatte meinen Ring und ein paar Figuren, also auch gar nicht mal so wenig. Und eigentlich waren wir beide froh. Also das ist jetzt ein bisschen das Gegenbeispiel zu dem, was Mirko vorhin hatte. Also ich habe mich nicht sofort über den Tisch gezogen gefühlt oder irgendwas. Und das war auch, glaube ich, ein recht fairer Deal. Vom Gegenwert her war es ja fair dann in der damaligen Zeit, ne? Ja. Nur heutzutage
gerade so vor ein paar Jahren, als ich wieder angefangen habe, mir diese Wrestling-Sachen zuzulegen, war er der Erste, den ich angeschrieben habe. Ich habe nämlich immer noch Kontakt über Facebook zu ihm und ich habe gesagt, Junge, du hast nicht zufällig damals die Sachen auf den Dachboden gepackt, ne? Weil ja, ich hätte das so gern wieder gehabt, ne? Ich hab ihm auch aus Scherz geschrieben, du kannst auch gerne deine Ace of Base-CD wieder haben und Tour Unlimited und so. Würde ich gerne jetzt zurücktauschen oder dir auch ein bisschen Geld gerne dafür anbieten, aber ja, hat er leider schon längst auf den Müll geschmissen. Oder oh, das tut Krödel dann richtig weh, oder so. Ja. Oh, und das hat mir echt im Herz wehgetan, weil, also die Wrestling-Figuren sind ja definitiv nicht das teuerste, was man sammeln kann, bei Weitem nicht, die sind ja wirklich recht günstig geblieben, wenn man da nicht die OVP vom Ultimate Warrior oder den Bret the Hitman Hart in der lila Buchse oder so haben will, diese Fehlherstellung damals, oder den Kamala mit dem Kreis auf dem Bauch oder sowas, also da gibt's ja extrem teure Figuren, die Fehlproduktionen sind, aber trotzdem, es hat mich tierisch geärgert und, ich glaube, diese Situation kann man ganz gut nutzen, weil so in der Jugend hat man sich dann doch für ein paar andere Sachen interessiert und vielleicht auch ein paar Sachen abgegeben. Ich glaube, das ist so ein schöner Übergang zu, wann hat man das erste Mal seine Super Nintendo Sachen alle verklopft oder so. Ne? Weil ich glaube, das geht uns auch nicht als, also es geht nicht nur mir als Einzigen so, dass man die Sachen dann doch auch irgendwie zu früh abgegeben hat und sich schon einige Zeit danach echt geärgert hat. Ne? Ja. Aber wenn ich mal so überlege, was ich in der Kindheit alles gesammelt habe, also da haben mich meine Eltern wirklich extrem verwöhnt und ich habe fast alles gekriegt, was ich irgendwie wollte. Natürlich nicht vollständig und so, aber man hat immer hier und da mal eine kleine Belohnung gekriegt. Ich kann mich noch so an die Italien-Urlaube erinnern. In einem habe ich irgendwie schwimmen gelernt und da war immer so die Aufgabe, jedes Mal, wenn ich wieder ein bisschen weniger Luft im Schwimmflügel hatte oder meine komplette Bahn oder so durchgeschwommen bin, ohne Hilfe, ohne Schwimmflügel, ohne Festhalten, dann habe ich abends so eine He-Man-Figur geschenkt bekommen. Das war für mich immer ein richtig geiler Anreiz und da bin ich aus einem Urlaub wieder gekommen und hatte auf einmal 5 oder 6 oder 8 neue Figuren, ne? Und das war einfach der Hammer. Was mich ja mal interessieren würde, habt ihr damals Taschengeld bekommen und habt ihr dann effektiv auf Sachen hingespart, euch so Wünsche erfüllt oder wie lief das bei euch so? Also wohl als auch, ne? Also ich habe Taschengeld gekriegt und habe da auch auf Sachen hingespart. Das war dann aber damals wirklich schon so, wo es auch um Videospiele ging. Wie so mal so ein PlayStation 1 Spiel, für das man dann 2-3 Monate sparen muss, ne? Oder so. Das war das bei mir so. Und damals, sonst war es dann eher so für Süßigkeiten oder Zeitschriften waren bei mir immer. Dafür ist das Taschengeld weggegangen. Zeitschriften ist ein guter Hinweis. Ich habe das Yps-Heft gesammelt, ne, und auch das lustige Taschenbuch habe ich damals ab und zu gekauft. Aber Yps war wirklich immer dabei. Aber glaube ich, bei der allerersten Ausgabe mal drüber geredet. Ne? Kannte der Christian ja gar nicht. Nee. Urzeitkrebse. Genau. Also im Endeffekt auch ein Comic-Heft mit ein bisschen so ein paar Artikeln auch drin. Also es gab auch immer ein bisschen was Wissenswertes, so im Endeffekt das Galileo-Magazin für Kinder so ungefähr, mit ein paar albernen Comics dazwischen, die auch nicht besonders gut gezeichnet waren. Und es gab halt immer ein kleines Gimmick dazu. Und ich habe natürlich vor allem diese Gimmicks gesammelt. Aber genau, da hat man so das Taschengeld für verpulvert. Und ich muss mich gerade so erinnern, aber es geht so los. Bevor ich Taschengeld bekommen habe, gab es halt immer diese Belohnung. Ne? Wenn ich irgendwas besonders toll gemacht habe, dann gab es als Geschenk vielleicht eine He-Man-Figur oder so. Und Taschengeld ist dann schon so die Generation danach, ne, wo man dann wirklich so diese Verantwortung übertragen bekommen hat, nach dem Motto, ja hier, du kriegst jede Woche ein bisschen was. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie viel das war, wie das so angefangen hat und wo das so hinging. Keine Ahnung mehr, aber das kannst du dir selbst einteilen und kannst du dir auch was gönnen. Ich denke mal, das kommt davon, weil mein Vater auch Bankkaufmann ist. Da hat er sich wahrscheinlich immer gedacht, komm, irgendwie bringen wir dem jetzt mal den Umgang mit Geld bei. Und klar, dazu gehört natürlich auch, dass man lernt, ja, ich hätte gern das und das, aber jetzt habe ich schon mein Geld für das und das ausgegeben und jetzt kriege ich das halt erstmal nicht, ne? Ja, ja. Und es war immer so ein Misch aus, dann war mal Ostern, dann hat man vielleicht ein größeres Gefährt von den Ghostbusters oder He-Man, so eine Burg oder was weiß ich bekommen. Aber so die kleineren Sachen hat man sich dann wirklich selbst zusammengespart, ja. Ich weiß noch, also ich war damals, da war ich glaube ich ähnlich wie ihr, ne? Also das Taschengeld, was ich so bekommen habe, das ist immer so für Kleinkram und Nippes, das musste dann sofort ausgegeben werden, ne? Irgendwie hatte ich da kein großes Spar- und Durchhaltevermögen, habe ich mir dann auch Yps-Hefte gekauft oder ich habe mir mal ein Hörspiel selber gekauft oder eine Tüte Chips oder was weiß ich nicht alles. Tüte Chips, das war auch mal geil, ja. Oder irgendwie so eine kleine Playmobil-Figur oder was von Lego, das waren auch noch so zwei meiner Highlight-Spielzeuge, Playmobil und Lego. Ja.
Ja, und dann aber zu Geburtstagen war es dann oftmals so, wenn Oma, Opa, Tanten oder so dann nicht mehr genau wussten, was sollen wir dem Kleinen schenken, dann gab es halt noch ein bisschen Geld dazu. Mhm. Und ich erinnere mich dann immer noch dran, wenn ich dann mal so ein bisschen mehr Geld in der Hand hatte, also was weiß ich, dann vielleicht mal so 50 Mark oder wenn es mal richtig gut lief, vielleicht sogar 100 Mark und man dann selber losgegangen ist in so ein Spielwarengeschäft, mhm, und sich dann dieses ganze Angebot angeguckt hat und gedacht hat, Alter, krass, ich kann mir hier von jedem, kann ich mir hier eigentlich irgendwie was kaufen. Ich muss mich nur halt für irgendwas entscheiden. Und dann bin ich da wirklich teilweise 2, 3, 4 Stunden durch diverse Spielzeuggeschäfte bei uns in der kleinen Stadt getigert. Mhm. Und mir fiel das dann so schwer, mich für was zu entscheiden. Und hab mir dann alles mit riesengroßen Augen angeguckt. Das war dann irgendwie nochmal was, irgendwie was ganz anderes, so als wenn man was so geschenkt bekommt. Ne? Wenn man dann selber so auf die Pirsch geht. Ja, da ging das dann zum ersten Mal so los, als Jäger unterwegs zu sein quasi. Ne? Ja. Das war richtig cool. Und dann, ja, hatte man sich irgendwas ausgesucht und dann hat man es nach Hause gebracht und hat dann das erste Mal damit gespielt. Oder wenn es ein Computerspiel war, hat man es zum ersten Mal angemacht und dann war das noch ein größerer Wow-Effekt irgendwie, als wenn man was geschenkt bekommen hat. Zumindest war das bei mir so. Mhm. Hast du auch einen Spielzeugladen in der Stadt gehabt, Christian? Ja, natürlich. Ein riesengroßes Karstadt war direkt bei mir vor der Tür mit gewesen. Und ich musste gerade nur so schmunzeln, wo der Mirko von Lego erzählt hat. Mhm. Da bin ich meinen Eltern ja heute noch mega dankbar, weil damals war es, du hast Lego was gekriegt und hast es dann so aufgebaut, wie es halt sein soll, ne? Und dann kommt ja natürlich dieser Drang, umzubauen irgendwas, ne? Und meine Eltern waren damals aber so erpicht und haben gesagt, ja, flack das ruhig alles in eine Kiste, aber hebt die Anleitung auf, ne? Und da haben meine Eltern die Anleitung immer in einen Ordner reingemacht. Und diesen Ordner habe ich heute noch. Und das ist so genial. Ich habe eine riesengroße Kiste mit Legostein. Die ist ein Meter mal 60 Zentimeter und so hoch. Also eine Riesenkiste, Leute, ohne Scheiß. Und ich habe halt diesen Ordner noch. Also ich könnte alles nachbauen aus meiner Kindheit. Und das ist... Ist dir denn nie was weggekommen? Weil ich weiß immer, ne, beim ersten Mal aufbauen immer wunderbar. Wenn ich dann das zweite Mal aufbauen wollte, dann fehlten schon 2 Steine. Und beim dritten Mal war dann schon nur noch die Hälfte da. So ich muss sagen, was Lego angeht, meine Mutter stand übelst auf Lego. Und mit Lego spielen war ein bisschen mit Regeln verknüpft. Also okay. die war da richtig dahinter, dass da nichts wegkommt, weil das natürlich auch schweineteuer damals war, das Zeug, ne? Also heute ja noch, um Gottes Willen. Ja, klar. Mhm. Und da hat sie schon damals sehr aufgepasst, aber jetzt nicht auf eine nervige Art und Weise oder so. Aber ja, ich könnte halt alles noch nachbauen. Ah, cool. Die hat ja halt die Wertigkeit so ein Stück dabei auch bei. Ja, und ich denke mal, irgendwann, was weiß ich, wenn ich mal so Mitte 40, 50. Wenn ich da mal einen Rappel kriege, dann geht's da nach vorne. Ja, Mensch, ey. Ja, bei uns im Ort gab's einen kleinen Spielzeugladen, das war auch so richtig mein Paradies. Und das andere ist natürlich der Kaufhof gewesen, in dem es halt so eine richtige Spielzeugabteilung gab, fast eine komplette, ein komplettes Stockwerk. Das war dann aber auch eher wirklich schon so Richtung Technik und so. Also da ist man ständig hingerannt, man ein bisschen Super Nintendo zocken, ein bisschen gucken, was in den Nintendo-Vitrinen drinsteht und so. Aber dieses kleine Spielzeuggeschäft, da kriege ich auch direkt ganz wohlige Gefühle, aber auch so ein bisschen weinendes Auge, weil ich weiß, dass jetzt schon seit vielen Jahren da einfach so ein blödes Wettbüro drin ist irgendwie und ich würde so gerne da heute nochmal durchgehen und einfach nochmal gucken, wie es in dem Laden so alles aussah und was da so rumstand und so. Also das ist echt traurig, dass es sowas heutzutage kaum noch gibt irgendwo, ne? So kleine, kleine Spielzeuggeschäfte. Ja, und man ist ja da schon wirklich dahin erzogen worden, wie wir heutzutage, glaube ich, alle ticken, was Mirko auch gerade sagte, so dieses Kaufgefühl, ne, so, ja komm, ich gönn mir mal was. Und wenn es nur so ein kleiner Styroporflieger ist, den man da zusammenstöpselt, ne, irgendwas will man dann doch irgendwie mitnehmen. Und je nachdem, wofür das Taschengeld reicht, und wenn es halt nur ein paar Süßigkeiten und so ein kleiner Styroporflieger sind, dann war es halt so und dann war man auch glücklich. Geile Zeit irgendwie, ne? Und gerade so dieser Übergang dann eigenes Taschengeld und mal selbst entscheiden und man zieht dann irgendwie los am Samstag früh irgendwie mit dem Kumpel und kauft sich eine Tüte Chips und guckt sich so an, was man so gerne kaufen würde. Also richtig schöne Erinnerungen, die du gerade wachgeschüttelt hast, Mirko. Sehr schön. Mhm. Tüte. Ja, ja, ging mir selber auch genauso. Hashtag Tüte Chips, ne? Ja. Voll geil. Und bei uns gibt's diesen kleinen Spielzeugladen noch. Ja, das ist cool. Oh. Das ist ja das Schöne, den gibt's hier tatsächlich noch. Bei uns gibt es beides nicht mehr. Es gibt den Kaufhof nicht mehr und es gibt auch den kleinen Spielzeugladen nicht mehr. Das
Liegt einfach an der Größe der Stadt, in der ich hier wohne. Das ja, alles. Na, und am Onlinehandel wahrscheinlich. Ne? Ja, so natürlich auch, klar. Wir haben hier noch kleinen Einzelhandel, aber die ächzen und krächzen natürlich auch alle rum. Und diese Ketten, wie in Kaufhof oder so, die gibt es halt nur noch in absoluten Großstädten. Jo, wie lief es denn dann so bei euch in der Jugend? Also bei mir, ich muss einfach dazugeben, seit ich so, weiß ich nicht, 16, 18, 20 bin, hat sich an meiner Sammelleidenschaft eher wenig verändert, ne? Oder so an den Interessen. Ich meine, gut, mit 16, 18, 20 hätte ich mir damals keine Masters-Figuren wieder besorgt, aber ja gut, das ist einfach das, wo wir jetzt alle drinstecken, ne? So, man erlebt ein Stück Kindheit wieder oder kann sich jetzt Sachen leisten, die man damals verpasst hat oder nie haben konnte, oder man will das Gefühl wieder zurückhaben. Ja, aber wie hat sich das bei euch dann so verändert? Ging das dann los mit Videospielen und auch mal selbst irgendwas kaufen, oder wie lief das bei euch so? Also bei mir war Videospiele so, seitdem ich meine PlayStation 1 so hatte, würde ich jetzt mal so datieren. Das war halt zu meinem 11. Geburtstag gekriegt. Und da ging das so mit Videospiele los bei mir. Und dann muss ich aber sagen, so die Altersklasse 16 bis 19, da war das bei mir mit Videospielen gar nicht so richtig. Ich habe immer Videospiele gespielt, aber jetzt nicht so diesen Sammeldrang gehabt. Ich habe damals zu der Zeit halt zum Beispiel Jackie Chan Filme gesammelt. Also man hat immer irgendwas, ne? Und ja. Aber dann so mit, ja doch, so mit 20, 21 ging das bei mir mit Videospielen dann ja so richtig los. Obwohl ich mich, was Videospiele angeht, nicht so als extremer Sammler bezeichnen würde jetzt. Ja. Ja. Bei dir, Mirko? Ja, ich habe gerade so überlegt, also bei mir mit dem Thema Gaming, also es fing an mit dem Atari 2600, da habe ich dann natürlich auch versucht, ein paar Spiele zusammenzukriegen, ne? Dann auch über irgendwelche Tausche mit anderen Kumpels oder so, oder meine Mutti hat mir mal was bei Quelle bestellt oder irgendwie solche Sachen dann, ne? Und dann kam ja bei mir so die Ära Heimcomputer, wo es dann speziell auf dem Amiga 500 dann ziemlich steil ging. Und da habe ich zwar auch viel gesammelt, musste dafür aber nicht so viel Geld in die Hand nehmen, falls ihr versteht, ich damit sagen will. Und das hat sich dann auch so ein bisschen im meinem Sammelverhalten zu der Zeit so ein bisschen niedergeschlagen in dem Sinn. Also ich habe dann auch viele Hörspiele habe ich mir dann einfach kopiert auf Leerkassetten zum Beispiel von Kumpels oder so. Und wenn ich irgendwelche Filme haben wollte, habe ich sie halt auf einer Videokassette aufgenommen. Und heutzutage ist es tatsächlich so, dass ich alles als Original haben muss irgendwie. Ne? Also wenn ich einen Film richtig cool finde, dann muss ich den als Original haben. Hörspiel muss ich als Original haben. Spiele muss ich auch als Original haben. Und das ging bei mir dann so los, da muss ich so 16, 17 gewesen sein, als ich in meiner Ausbildung war, damals im ersten Jahr, das weiß ich noch wie heute, da habe ich dann Weihnachtsgeld bekommen mit dem Novembergehalt und hatte dann zum ersten Mal so richtig einen fetten Batzen Geld über. Und damals das war 1996 und da war, glaube ich, gerade die PlayStation 1 ein Jahr oder zwei Jahre am Markt, ich glaube ein Jahr, und hatte schon beim Kumpel immer mal was gesehen von der PlayStation 1 und dann habe ich gedacht, ja, das möchte ich jetzt auch haben. Die Spiele sind total cool. Das ist irgendwie komplett anders als das, was du vom Amiga kennst. Und dann bin ich in so einen kleinen Spieleladen hier bei uns gegangen, wo du das Ding dann halt kaufen konntest. Und ich hatte da vorher schon Super Nintendo, die Geschichte habe ich auch schon zigmal erzählt, ne? Da hatte ich so ein paar Spiele, Super Nintendo und so weiter, zusammengesammelt und so. Und das wollte ich dann da eintauschen gegen die PlayStation 1 und hatte noch ein bisschen Geld. Ja, und das Ende vom Lied war, dass ich dann in das Geschäft reingegangen bin mit einem Super Nintendo mit 20 Spielen in OVP und ich bin aus dem Geschäft rausgegangen mit einer PlayStation 1, mit dem Spielen Tomb Raider 1 und Resident Evil 1 und war noch zusätzlich um 400 oder 500 Mark ärmer. Ne? Also der hat da einen richtig guten Deal an mir gemacht. Und das war aber dann so der Startschuss bei mir, wo ich dann so Retail, wie man heutzutage sagt, also Spiele, Originalspiele gesammelt habe. Da ging es dann so wirklich los, wo ich mir die bewusst selber gekauft habe und dann auch viele Zeitschriften mir angeguckt habe und dann gesehen habe, oh, das möchte ich irgendwann haben und das und hier und so. Das war so mein Startschuss. So mit dem ersten richtig großen eigenen Geld eigentlich. Ja, also bei mir war es noch gar nicht das erste richtig große eigene Geld. Also ich glaube, mich hat so der Gameboy ein Stück weit dahin erzogen, so die Original-Software dann auch zu holen. Wobei das irgendwie ein ganz komischer
Rhythmus irgendwie war, weil ich auch gleichzeitig einen C64 hatte und den habe ich damals geschenkt bekommen, der war gebraucht und der Kumpel, über den ich den bekommen habe, also meine Eltern haben über den Kumpel von mir den so besorgt, ist wahrscheinlich sein Altgerät gewesen, der hat dann noch so zwei Diskettenboxen mit, weiß ich nicht, ey, 250 Spielen oder sowas dabei, dazu geschenkt, also von daher war ich gar nicht gewohnt, Original-Software zu haben, aber der Gameboy hat, da war das für mich immer normal, drauf hinzusparen und dann wusste ich, jetzt kommt bald, was weiß ich, Jurassic Park auf dem Gameboy und da habe ich drauf hingefiebert und bin täglich zum Fotoporst oder zum Kaufhof gelaufen, habe geguckt, steht es schon in den Regalen. Da hat mich der Gameboy, glaube ich, irgendwie so ein Stück weit hingebracht. Und als ich dann mitbekommen habe, das war dann auch schon so Zeitschriften, war ja auch schon längere Zeit ein Thema für mich. Ich habe dann immer so eine C64-Zeitschrift gekauft. Da war dann immer so eine Diskette bei, wo Demo-Versionen oder so drauf waren und oder auch mal so Originalspiele. Und da habe ich dann festgestellt, oh, eine Ankündigung, Turrican 2 kommt. Mhm. Und da habe ich dann auch drauf hingespart. Das ist das einzige C64-Original-Game, was ich mir komplett in OVP gekauft habe. Also abgesehen von diesen Zeitschriften, wo mal was dabei war. Also da habe ich wirklich die Big Box mir damals gekauft und habe das so nach Hause geschleppt. Und da habe ich dann auch dieses Erlebnis gehabt. Und trotzdem hat es mich irgendwie nicht dazu bewegt, dann in Zukunft für den C64 noch oft Geld zu investieren, weil leider ist auch der Port auf den C64 von Turrican 2 nicht besonders geil, der ist dann auf dem Amiga doch viel, viel besser und da habe ich dann doch so ein bisschen gedacht, boah, das hat jetzt so viel Geld gekostet und jetzt hast du dir das mal gegönnt und irgendwie ist das Erlebnis doch nicht so geil, wie du es dir versprochen hast, aber dafür hatte ich das oft auf dem Gameboy so, ja, und dann irgendwie schon so ein Übergang für mich auch zum Super Nintendo. Und wenn ich jetzt mal so überlege, ich hatte echt viele Gameboy- und Super-Nintendo-Spiele. Ich glaube, als ich das Super-Nintendo mal verkauft hatte, waren da ungefähr 50 Spiele bei. Das ist schon eine Menge, wenn man mal überlegt, was die gekostet haben. Ja, na klar. Mhm. So 40, 50 Spiele waren auf jeden Fall. Und die haben ja auch jedes Mal 120 bis 160 Mark halt gekostet, ne? Mhm. Das ist jetzt die Frage, also was ich mir gerade so grundsätzlich mal so überlege, war man dann damals schon Sammler? Weil ich für mich muss ich sagen, ich habe auch ein paar Original-Amiga-Spiele mir dann geholt zum Beispiel. Mhm. Ne? Aber wenn ich die dann gespielt habe und mich das nicht mehr gejuckt habe und es kam irgendwas Neues, was mich dann mehr interessiert hat, habe ich aber auch keine Schmerzen damit gehabt, die dann abzugeben und mir dafür dann das Neue zu holen, was mich dann mehr interessiert hat. Und ein Sammler würde ich jetzt ja mehr so definieren, dass er die Sachen dann aufhebt, auch wenn das schon durchgespielt hat. Also was ich jetzt heute so mache. Ja. Also ich kann mich jetzt heutzutage kaum noch von Sachen trennen, ehrlich gesagt. Das ist schon, ja, Messi ist es nicht, ne? Aber es ist halt schon so ein bisschen, wo man sagen könnte, na, so ganz praktisch ist das aber auch nicht, was du da machst. Ja, ja, na klar. Und damals habe ich wirklich nur das behalten, was ich in dem Moment auch gerade gespielt habe, ne? Sei es Spielzeug oder Gaming oder was auch immer. Und alles andere habe ich dann wieder abgegeben, um mir neuen Schüssel zu holen. Mhm. Ja, es ist eine Definitionsfrage auf jeden Fall. Also ich finde, man hat auch damals gesammelt, weil man ja schon von einem Produkt oder einem bestimmten Stamm, sag ich jetzt einfach mal, und wenn es halt ist, ja, ich will nicht irgendein Spielzeug, ich will die Ghostbusters, dass man da schon was Spezielles halt eben haben wollte. Also man hat schon irgendwo gesammelt, aber das Sammelverhalten hat sich natürlich komplett geändert, ne? Weil man heutzutage ein ganz anderes Gefühl für die Wertigkeit auch hat und auch ich denke mal, das liegt auch mit daran, dass man so sieht, was manche Sachen auf dem Markt so kosten, dass man heutzutage viel pfleglicher damit umgeht. Und außerdem, klar, wir sind alle keine Kinder mehr. Ich habe damals die Gameboy-Sachen, die Module, die sind bei mir zwar immer in diese Schutzhüllen gekommen, ne, diese Gameboy-Module, immer in diese Plastik, in diese durchsichtigen Plastikhüllen da, aber ey, die OVP, die Anleitung, da hatte ich so eine Schublade für, aber auch da wurde immer reingepröppt und dann ist auch mal was verloren gegangen und da habe ich kaum noch was von. Ich habe ein paar Anleitungen mal wieder gefunden auf dem Dachboden, aber nicht von, also nur ein absoluter Bruchteil von dem, was ich alles mal so hatte, ne? Ja, bei mir genauso, einfach, ja. Ja, man ist komplett anders damit umgegangen. Aber ich fühle mich trotzdem damals auch schon als irgendwie Sammler oder ja jemand, der dann schon möglichst viel davon anhäufen möchte, würde ich mich halt schon bezeichnen. Also ich war mehr Jäger, würde ich dann sagen. Ja. Sammler bin ich dann vielleicht mehr jetzt. Aber das ist schwierig, das so genau zu definieren wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja. Ja, diese Super Nintendo-Story, das zerreißt einem ja echt immer ein bisschen das Herz, ne? Bei mir war es ja noch... Jedes Mal, wenn ich sie erzähle, stirbt ein kleiner Teil in mir. Aber das war bei mir damals mit der Dreamcast so, ne? Das, okay. Die ist bei mir so flöten gegangen, ne? Ja, weil damals, man hast ja einfach die Kohle nicht gehabt, ne? Und wolltest ja auch den aktuellen Schissel spielen. Was willst du denn dann machen, ne? Da musst du tauschen und irgendwie versuchen,
ja, was da draus zu machen, ne? Ja, es ist halt einfach eine andere Zeit gewesen. Ich denke mal, gerade durch auch diese Wehmut, die danach aufkam, bei mir ging das auch super schnell. Als ich damals mein Super Nintendo verkauft habe, da habe ich mir relativ schnell gedacht, scheiße, hast jetzt eigentlich gar nicht so viel über eBay dafür gekriegt und hast dir vielleicht mehr versprochen und eigentlich schickst du es jetzt ungerne los. Und daraus wurde auch relativ schnell ein, oh, das war definitiv zu früh und hättest es mal auf dem Dachboden zumindest erstmal getan oder so. Also ich bereue es extrem und ja, wenn man heutzutage die Preise sieht, also da habe ich auch genau die falsche Zeit einfach erwischt. Ich denke mal, es kommt auch ein Stück weit daher, dass man heutzutage ganz anders da irgendwie rangeht und wie Mirko das gerade schon sagte, man will auch nichts mehr weggeben. Ne? Also ich werde keine Konsole mehr so schnell verkaufen, definitiv nicht. Die orte ich dann lieber hier, weil man schon so viel schlechte Erfahrung auch gesammelt hat. Ne? Und, ja, klar. Man versucht dann einfach anders damit umzugehen. Ja, ich glaube, der Erinnerung langsam mal genug. Oder hast du noch zu deiner Jugend was zu erzählen, Christian? Oder hast du da nur noch Mädels im Kopf gehabt und Gaming nur so nebenher? Ja, genau so war es, ja. Ja, guck mal. Ja. Hast dann eher Kerben im Bett Pfosten gesammelt. Ja, ja, in anderen, na klar. Genau. Ja, in anderen, ja. Deswegen, also ich würde vielleicht einfach mal drauf eingehen, wie sieht's denn heutzutage so aus? Worauf habt ihr euch eingeschossen? Was holt ihr euch aktuell so aus der Kindheit vielleicht wieder nach? Ich habe ja schon so ein paar Sachen angesprochen, wie es bei mir so aussieht. Wrestling-Figuren, Masters ist auch so ein Figuren, die ich mir gerne mal gönne, aber da habe ich jetzt nicht den Anspruch, möglichst viel zu sammeln, sondern ich habe eigentlich da den Stock, der mich vor allem interessiert. Aber genau, wo wir gerade sprechen, Christian, wir haben noch einen Tausch offen, ne? Ich krieg noch deine Mr. Perfect-Figur und du kriegst eine CD von mir. Stimmt, genau so sieht's ja mehr aus. Müssen wir auch die Tage noch machen, weil wenn ich hier so neben mich gucke, wo die so gerade so stehen, da fehlt der Mr. Perfect noch im Ring und dann bin ich, glaube ich, erstmal zufrieden. Ja, ja, also was sammelt ihr aktuell so? Wie lebt ihr das auch für euch aus? Ich denke mal, das sollte jetzt so der große Themenblock sein, der noch kommt und ja, auch gerne mal so ein paar ja Anekdoten dazu. Ne? Wir haben ja heute schon die ein oder andere haben wir das aufgenommen oder haben wir da nur so vor der Aufnahme drüber gesprochen? So eine eBay-Kleinanzeigen-Story oder sowas. Also vielleicht habt ihr da ja auch was auf dem Kasten. Also das hält noch genug bereit für die nächste Stunde oder sowas. Keine Ahnung, wie lange wir heute machen. Ja. Aber da interessiert mich vor allem, der Mirko hat, glaube ich, gerade angefangen, vor allem beim Christian, weil man sieht es bei dir in den Videos sehr selten. Ne? Also wenn man mal Videos von euch guckt, von mir guckt, da steht ein bisschen Sammlung im Hintergrund, bei Mirko genauso. Bei Christian sieht man eigentlich immer nur ein bisschen Sessellehne und dein Gesicht. Ne? Genau. Wie sieht's bei dir aus, Christian? Also ich sitze eigentlich in einem Kinderparadies, wenn man das mal so will. Also ich erlebe es immer wieder draußen. Also du musst, wenn du jetzt meine Videos guckst, ne, und da jetzt so links von mir aus gesehen, da ist das Fenster, ja. Mhm. Und ich wohne ja Parterre, ganz unten. Und im Block, ne? Und die kleinen Kinder, die hier mit ihren Muttis immer so vorbeigehen, ne? Die sehen dann, wenn die natürlich durch das Fenster gucken, sehen die an meiner Wand die ganzen Videospiele und Figuren, die dort stehen und was weiß ich nicht alles. Und da habe ich schon so oft gehabt, dass Kinder so gesagt haben, oh, guck mal, schönes Kinderzimmer und so, ne? Ja, dabei ist das halt mein Nerdzimmer, nenne ich es jetzt mal, ne? Und ja, also ich bin zum Glück und bei mir ist Sammeln immer sehr phasenabhängig und ich habe jetzt für mich selber so hingekriegt, im Einklang damit zu sein, dass ich nur das haben möchte, was ich als Kind hatte. Was jetzt Spiele angeht vor allem. Mhm. Also ich habe fürs NES wirklich mir nur die Spiele nachgeholt, die ich damals hatte. Ja. Da waren natürlich auch ein paar teurere Sachen dabei, wie Kirby oder Probotector oder wie hieß das? Dragons? Double Dragon, Double Dragon. Ja, das war immer ein bisschen teuer, wollte ich halt auch in OVP haben. Das beschränkt sich aber halt, weil als Kind hattest du nicht so viel wie heute. Das beschränkt sich so auf 10, 12 Spiele, ne? Und dasselbe ist halt fürs Sega Master System, was ich mir nachgeholt habe. Das ist halt das Gute, weil ich habe dann damals, PlayStation 3 war bei mir ganz schlimm gewesen. Da hat meine Frau hier noch nicht gewohnt, da war das alles im Wohnzimmer, so typische Junggesellenbude, sage ich jetzt mal. Und als ich dann mal meine ganzen PlayStation 3 Spiele da hatte, und das waren über 200 Stück, und da habe ich mir dann so richtig gesagt, nee, das geht nicht. Weil da haben sie dann nämlich die PlayStation 4 angekündigt gehabt, ne? Und ich so, das ist zu viel. Einfach für so eine Wohnung. Und so hätte ich einen Dachboden, wäre es vielleicht alles was anderes, ne? Hab dann natürlich sehr viel verkauft und ich heul dem aber auch nicht nach. Weil
ich immer so ein bisschen sage, was zum Beispiel ein Jahr im Keller liegt, kann weg. Weil du brauchst es halt einfach nicht, ne? Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich habe immer noch 100 PlayStation 3 Spiele, also so ist es jetzt nicht, ne? aber ich habe es wenigstens um die Hälfte dezimiert einfach, ne? Bei PlayStation 4, wenn ich so auf mein Regal gucke, geht's schon wieder in so eine ähnliche Richtung. Ich habe es jetzt nämlich mal durchgezählt, das sind nämlich auch schon wieder über 80 Spiele. Mhm. Und ich bin dann immer so eher, weil ich mir sage, ich habe nur dieses eine Zimmer. Und ich brauche natürlich den Platz, ne? Also da ist nun mal, ihr kennt selber als Sammler, man hat ja eine Macke, Figuren müssen ja ordentlich stehen und so eine Scheiße. Also ich habe dann da oben meine Ecke, da stehen meine Assassin's Creed Figuren nur, ne? Wenn ich mir jetzt sage, oh Gott, du kannst die gar keine Collectors Edition mehr holen, passt nicht mehr hin, ne? Und dasselbe bei den anderen Figuren, bei den Wrestling Figuren, was weiß ich nicht alles, ne? Es ist halt der Platz, der das Sammeln zum Glück, muss man allerdings sagen, begrenzt bei mir. Weil ich ganz einfach den Platz nicht habe und somit dann in der Richtung Geld spare. Ne? Mhm. Aber und halt, wie gesagt, das in dem Zusammenhang mit Hauptsache, ich habe das aus meiner Kindheit, das ist mir wichtig. Und von den aktuellen Sachen tue ich mich mittlerweile sehr, sehr schwer, Zeug abzugeben. Wie ich es damals mit PlayStation 3 gemacht habe, glaube ich, würde ich bei 4 jetzt nicht nochmal hinkriegen. Und bei so Sachen wie Wii U zum Beispiel auch nicht. Da habe ich ja auch so viel Zeug. Was heißt so viel, vielleicht 20 Spiele oder so. Hm. Das ist so ganz komisch, wenn du älter wirst, ne? Ihr kennt das ja selber, weil ihr seid ja richtig alt. da brauchst du ja auch so dein Rückzug einfach so für dich, ne? Und das schaffst du dir dann. Ich habe ja auch dieses Glück, ich habe mein Zimmer, ne? Der Mirko hat auch da so sein Zimmer und bei dir, glaube ich, auch beim Weidemann. Und da kann man sich so zurückziehen, ne? Und das will man sich nicht nehmen lassen. Und ich glaube, das ist auch der riesengroße Grund, warum wir sammeln und so diese emotionale Verbindung zu früher irgendwie wieder haben wollen. Ne? Das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt, der da so mit dabei ist. Wenn das dann natürlich bei so Leuten hingeht, so Fullset und sowas dann so sammeln wollen von irgendwas, das ist dann natürlich Sammeln mit Ziel, ne? Wo ich mir dann ich hätte auch die Zeit dafür, nicht? Weil es ist auch nochmal mit Zeit verbunden, ne? Nach Schnäppchen suchen und Tauschgeschäften suchen. Hat natürlich seinen Reiz und macht auch auf jeden Fall Bock. Deshalb bin ich da sehr gespannt, was der Weidemann dann noch erzählt von seinen Anekdoten mit seinen Facebook-Gruppen und so. ja, aber es gibt Sachen, das sammle ich vor, also immer weiter. Das ist meine Jackie Chan-Sammlung. Damit werde ich nie aufhören. Da werde ich mir einfach jeden Film weiterhin holen. Und ja, so gewisse Sachen behält man halt bei. Ja, das. Wusstest du eigentlich, Christian, dass es von Dega Agostini eine Jackie Chan Collection gibt, wo alle 14 Tage ein Film mit einem kleinen Heftchen rauskommt? Nee. Nur mal so am Rande. Nee, wusste super. Das ist nicht gut. Shut up and take my money. Danke, Mirko. Bitte, ich schick dir gleich mal den Link. Wenn Mirko die Tage ein kleines Paket bekommt, wo etwas drin tickt, dann könnte das von Christians Frau oder Freundin sein. aber was du auf jeden Fall angesprochen hast, Weidemann, das haben mir viele schon gesagt, dass sie halt nur mich sehen und so meine Leidenschaft jetzt nie in den Aufnahmen so richtig sehen. Ich muss da wirklich mal so wie so eine kleine Roomtour machen, mal mein Zimmer einfach mal so, weißt du, weil das viele halt interessiert so ein bisschen. Ja, wird gerne geguckt, sowas. Mich würde es ja auch total interessieren, weil man sieht halt immer nur diese Sessellehnen und deinen Kopf. Ja. Ne? Und man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass da so ein Kinderparadies da irgendwie steht. Ja. Wann kommt die Roomtour? Ja, ich habe jetzt ein bisschen Zeit dann im Juni, mal gucken. Ja, sehr schön. du hast da gerade was angesprochen, so dieser Rückzugsort. Es ist ja nicht so, dass es hier mein Zimmer ist, aber ich habe es ein bisschen zu meinem Zimmer gemacht, ne? Wir haben halt hier den Hauptrechner auch stehen und meine Frau hat auch an der Tischseite quasi so ihren Bereich, wo sie auch ein bisschen basteln oder nähen kann oder sowas, aber das macht sie dann auch nicht ganz so oft und so der Rest des Raumes, den konnte ich im Endeffekt so gestalten, wie ich wollte. Da ist halt auch nur das Ding, wenn wir aber die Wohnung mal durchrechnen und dann kommt es vielleicht doch irgendwann mal dazu, dass wir Kinder kriegen oder so, dann ist das einzige Zimmer, was irgendwie übrig ist und dann wird all dieser Kram weichen müssen, der PC kommt vielleicht ins Schlafzimmer oder sonst irgendwo hin und dann muss ich gucken, was mit dem ganzen Kram passiert, ne? Das werde ich nicht irgendwo sonst in der Wohnung präsentieren können. Das sind so auch so Gedanken, die man sich vielleicht hier und da mal macht, gerade wenn es so um Neuanschaffungen geht.
Aber dazu wäre ich ein bisschen traurig, wenn ich das so höre. Ja, aber Gott, so ist es halt, ne? Das, ja, natürlich, natürlich. Da muss man Prioritäten setzen. Klar. Aber ich finde das auch total schön, wie der Christian das gerade so beschrieben hat. Man hat sich ja mit seinem Nerd-Zimmer oder Gaming-Raum oder was auch immer so ein kleines Refugium geschaffen, ne? Wo, wenn du die Tür zumachst und du machst dein Handy aus und du lässt dich von irgendwas berieseln, du hast dann so ein schönes, wohliges, abgeschlossenes vom Alltag, ja, so einfach so ein Raum, wo du einfach mal komplett abschalten kannst. Mhm. Und das wird mir total fehlen. Also bei uns, wir wollen ja vielleicht irgendwann auch mal ein zweites Kind haben, und dann ist das genauso, wie der Weidemann das gerade gesagt hat, dann so der Raum, der dann über ist, das ist der, wo ich hier gerade drin sitze. Ja, ja. Ja, ja, genau. Da muss man halt schauen, vielleicht baut man dann den Dachboden ein bisschen aus oder irgendwas. Also das sind alles so Spielereien. Ja, oder kommt es vielleicht wirklich erstmal ein paar Jahre in die Kisten und dann, auf jeden Fall würde ich es nie alles verkaufen, was hier so rumsteht. Wahrscheinlich würde ich fast gar nichts davon verkaufen, wenn es dann mal so weit kommt. Aber da reden wir dann irgendwann mal drüber, ne? Das ist jetzt erstmal kein Thema. Die, ja, wie sieht's bei dir denn aus, Mirko? Du hast ja extrem viele Leidenschaften. Wrestling-DVDs sehe ich bei dir rumstehen. Viele Filme. Mhm. Du bist ja auch da filmisch sehr interessiert. Die, ja, jetzt Gaming, da sammelst du ja, glaube ich, so seit das Thema YouTube angefangen hast, nochmal so richtig los, ne? Und da wird auch ja immer der Platz eng in deinem Zimmer, ne? Wenn ich jetzt mal vergleiche von deinen ersten Videos zu jetzt aktuell, da ist ja schon mehr hinter dir los als früher. Ja, ja. Mhm. Ich bin auch ständig hier am Umräumen und so. Ich outsource dann immer schon so ein paar Sachen, die mich nicht mehr so interessieren wie etwas ältere PC-Spiele und so. Die wandern dann in eine Box und auf den Dachboden und so, ne, damit ich dann hier meine Wii U-Sammlung hinstellen kann oder wenn ich für die Switch ein bisschen mehr habe und das dann mehr Platz braucht. Also ich kämpfe ja auch schon um jeden Zentimeter und das ist, ja, ist ein bisschen schade irgendwie. Es gibt noch so viel, was ich noch weiter sammeln will. Also meine Wrestling-DVDs, da wird jetzt nicht mehr so viel dazu kommen. Da habe ich jetzt so die ganzen alten Sachen, die noch so auf Silver Vision erschienen sind. Mhm. Da habe ich eigentlich fast alles, also diese Tech Classics habe ich bis auf 3 oder 4 komplett zum Beispiel und dann diese ganzen alten Sets, die man damals so hatte und so. Da habe ich jetzt eigentlich auch alles. Ich kaufe hier und da immer noch mal was nach, wenn halt noch ein Set rauskommt mit einer schönen Dokumentation oder so. Da kann mich die WWE immer mitkriegen. Mhm. Aber jetzt, dass ich da noch groß was aufzuholen hätte für meine Sammlung, eigentlich nicht. Also das Kapitel ist bei mir relativ abgefrühstückt. Aber ja, was so Spiele angeht, also PlayStation 1 und PlayStation 2, da habe ich jetzt mittlerweile auch hier so das Gängigste von dem, was ich so haben will. Da sind nicht mehr viele Wünsche, die ich mir noch so erfüllen will. Gibt natürlich dann immer diese schönen Wunschlisten, habt ihr bestimmt auch, ne, auf Amazon oder so, die ganzen Sachen, die man sich da auf eine Wunschliste packt. Irgendwie ist das auch komisch, ne? Ich sag jetzt zwar so, die Sammlungen sind bei mir relativ abgeschlossen, aber ich habe immer das Gefühl, ich kaufe eine Sache und pack 2 neue wieder drauf. Ja. Das ist halt irgendwie nie wirklich abgeschlossen. Ne? Es sei denn, man sammelt auf Fullset. Vielleicht ist das auch die Motivation für einige, zu sagen, ich sammle jetzt auf Fullset, um was wirklich mal abhaken zu können. Ne? Hat man Ruhe mit dem Thema. Ne? Ja, also ich habe aber auch schon gemerkt, ich bin ja bei den Pixel Fantastics ja auch Mitglied und wir haben da so eine WhatsApp-Gruppe. Wenn einer seine Fullset-Sammlung voll hat, dann hält es nicht lange, bis er die nächste Fullset-Sammlung aufmacht, irgendwie so ungefähr. Und deswegen, ich gehe die Sache auch sehr eigen irgendwie an und ja, werde ich gleich mal drüber reden. Also da machen sich andere ganz anderen Stress irgendwie, als ich das jetzt mache. Ich muss auch für mich sagen, das ist jetzt mal so ein philosophischer Überbau jetzt quasi. Sammeln und Jagen macht irgendwie mehr Spaß als Besitzen, finde ich. Das ich stimmt, weiß nicht, geht ja, auch das auch stimmt, so? Das stimmt auch, ja. Ne, also der Weg dahin, irgendwie nach Sachen zu suchen, dann einen schönen Preis rauszufinden, dann vielleicht noch in irgendwelche schwierigen Verhandlungen mit irgendwelchen Leuten zu treten, wobei das jetzt bei mir nicht so ist, da kann der Weidemann aber bestimmt gleich noch ein paar Storys erzählen. Aber das ist irgendwie dann fast noch befriedigender, als wenn man es dann hier so im Regal stehen hat, ne? Weil man hat das dann da zwar stehen und vielleicht spielt, guckt oder macht man da auch irgendwie wann mal was mit, aber so der Weg dahin, das ist irgendwie noch befriedigender, finde ich tatsächlich. Ja, das ist richtig, ja. Ja, ich muss aber auch sagen, also wenn ich die Sachen dann hier stehen sehe und sie mir nochmal angucke in Ruhe, dann denkt man natürlich auch vor allem an diesen Weg, der dahin geführt hat, dass ich jetzt dieses seltene Exemplar da irgendwie stehen habe oder dass ich das und das zu einem besonders geilen Kurs geschossen habe oder so. Das geht einem auch immer mit durch den Kopf und deswegen, ich persönlich würde das jetzt für mich nicht so unterschreiben. Gut, der Weg dahin ist natürlich
ein extrem wichtiger Schritt, aber mir macht auch das Besitzen extrem Spaß. Aber du hast schon recht, so alleine die Masse besitzen, da macht, glaube ich, auch eher der Weg Spaß, als das wirkliche Besitzen. Wenn ich jetzt alleine mal an die ganzen PS2-Spiele denke, die ich hier auch schon so geschenkt bekommen habe oder was weiß ich, da verbinde ich eher wenig Wert mit, und die haben natürlich auch extrem wenig Wert, und ganz viele davon habe ich ja noch niemals anprobiert irgendwie, ne? Und da gebe ich dir absolut recht. Da der Weg hin oder der Fakt, dass ich was geschenkt bekommen habe oder so, der hat dann deutlich mehr Spaß gemacht, als das jetzt da im Regal stehen zu haben, auf jeden Fall. Ich meine das jetzt auch nicht so, dass wenn man es dann hat, dass es dann in dem Sinne für einen nichts mehr wert ist oder so, ne? Oder dass einen das komplett kalt lässt, aber es ist halt irgendwie doch aufregender, finde ich, dann zu gucken, zu sammeln, zu kaufen und das dann das erste Mal in der Hand zu halten, und danach wird das Ganze dann so ein bisschen beiläufiger. Gibt bestimmt noch mal Momente. Besonders ist das bei mir immer so, wenn ich dann mal irgendwie jemanden zu Besuch hier habe, der sich hier nicht so oft aufhält, und die dann das erste Mal so in den Nerdraum reingehen. Ja, ne? Oh, Alter, was ist denn hier alles? Und dann gucken sie da und dann sind sie hier und ach, das hast du auch noch und krass. Und da kann man sich dann immer so richtig schön mitfreuen, irgendwie, finde ich. Ne? Ja. Das sind dann noch so Momente, ja. Ja, aber ansonsten sammle wirklich querbeet, aber jetzt so von alten Sachen, also das meiste, was ich so haben will, das habe ich eigentlich. Es gibt noch so hier und da so ein paar Träume, die dann leider auch relativ teuer sind. Also, wo ihr gerade so von Fullset redet, ich hatte mir ja mal so in den Kopf gesetzt, ich möchte eigentlich alle Castlevania-Spiele haben, weil ich diese Spielereihe einfach so kultig finde. Ja. Da sind noch ein paar Lücken zu schließen, wobei das teuerste habe ich, glaube ich, tatsächlich sogar von meiner damaligen Gaming-Zeit noch aufgehoben, dieses Castlevania Symphony of the Night. Das geht ja auch kaum noch unter 200 Euro. Ist das für die PlayStation 1 das? Ja, genau. Das habe ich hier Gott sei Dank fast in Mint-Condition noch aus meiner damaligen Zeit aufgehoben gehabt. Also im Nachhinein richtig Schwein gehabt. Und was auch mittlerweile recht teuer ist, Christian, ist dieser Jackie Chan Stuntmaster für die PS1. Ne? Ja, das kennst du doch bestimmt auch. Ja, das habe ich da. Das geht, glaube ich, auch kaum noch unter den 80er. Ach so, ist das auch zumindest so teuer? Das letzte Mal, wo ich geguckt hatte zumindest, vielleicht war da einfach gerade ein schlechter Zeitpunkt. Oder ja, aber das habe ich da, ja, das eins der wenigen. So die großen Wünsche, was ich vielleicht noch mal hätte, also ein richtig fetter Traum von mir, da musste ich schon so dran denken, wo der Weidemann da vorhin von erzählt hat, ich möchte eigentlich unbedingt mal Terrican 2 in OVP für den Amiga 500 haben. Ich muss nicht unbedingt einen Amiga haben, aber ich möchte diese Big Box bei mir ins Regal stellen, weil das mein absolutes Lieblingsspiel ist. Mhm. Aber da bist du auch, also unter 100 Euro ist da nichts zu machen, und ich scheue mich dann irgendwie doch immer noch für so eine alte Sache, in Anführungsstrichen, dann so viel Geld auszugeben. Mhm. Und der zweite ganz große Traum wäre eigentlich, ich würde so wahnsinnig gerne einen Skeletor in OVP haben, um den ins Regal zu stellen. Aber auch das ist eigentlich fast mit gutem Gewissen nicht zu finanzieren. Das sind so diese ganz großen Träume. Ja. Da habt ihr doch bestimmt auch was irgendwie, ne? Was so schweineteuer ist, aber was man eigentlich unbedingt mal haben wollen würde. Nicht nur eine Sache. Ja, das ist das Problem. Also ich sag mal so, wenn ich nicht durch einen totalen Zufall das hätte billig schießen können, dann wäre wahrscheinlich auch ein Neo Geo für mich immer ein Traum geblieben. Dadurch, dass es sich dann vielleicht doch mal ergibt. Aber ich habe bei so vielen Bereichen würde ich auch die Hoffnung wirklich aufgeben, weil das muss schon ein extremer Zufall sein, dass einem sowas mal über den Weg läuft. Weil die Sachen einfach heutzutage durchs Internet so bekannt sind, und die Leute gucken nur einmal schnell bei eBay oder Google rein und sehen sofort, da kann sich ja richtig Geld mitmachen. Und dann geht das so durch mit den Leuten, die vielleicht noch gerade gedacht haben, das habe ich jetzt hier im Keller gefunden, und mal gucken, vielleicht, wenn ich da 5 Euro für kriege, wer weiß, dann verkloppe ich das. Und dann gucken die ins Internet und sehen, dass das Ding 200 Euro wert ist. Ja, dann wird aus dem Gedanken direkt der Raffzahn irgendwie, ne? Die Leute haben heutzutage das Gefühl, sie hätten in jeder Schublade die irgendwie, wo verstaubtes Zeug drin liegt, Gold irgendwie, und lassen sich halt auch von diesen Sofortkaufpreisen auf eBay und so halt so fehlleiten. Und was mich da stört, dass die Leute auch zu keinerlei, also wenn sie sich mit der Materie nicht ein bisschen auskennen, auch ich bin ja definitiv kein Fachmann, aber man sammelt natürlich ein bisschen Erfahrung im Laufe der Jahre, die lassen sich auf null Diskussion irgendwie ein und finden dann auch oft noch irgendeinen Doofen, der ihnen dann annähernd den Preis bezahlt und so. Das sind so diese frustrierenden Momente beim Sammeln, aber da gehen wir vielleicht gleich mal drauf ein, wenn man so über die über dieses ganze Thema eben auch redet. Genau, also ich finde auch das mit den Träumen und so, also wo man noch so drauf hinarbeitet, hatte Christian da noch irgendwas? So, ey, ohne Mist, ich überlege die ganze Zeit, was und ich finde es aber gut, dass mir nichts einfällt. Ich finde es gut.
Ja, na klar will man gern so altes Zeug aus seiner Kindheit gerne wiederhaben und so, aber ja, nee, ich will nichts haben. Nee. Okay. Im Endeffekt ist es cool so, weil so kannst du dich noch mehr freuen, wenn es dir vielleicht doch mal irgendwie günstig ins Auge springt und du Das wirklich einen Schnapp stimmt. machen kannst. Das Ne? stimmt. Weil, also, ist jetzt definitiv kein Traum von mir oder irgendwas, aber ich gehe nur gerade so in Gedanken durch, was wäre, wenn mir günstig einen auf einem Trödel zum Beispiel, wo jetzt jemand nicht gerade die Möglichkeit hat, das über eBay oder so zu sich mal anzuschauen, oder hat sich vorher nicht groß informiert, aber der hat auf dem Dachboden vielleicht ein Ghostbusters Hauptquartier mit ganz vielen Figuren dabei und was weiß Ja. ich. Wenn ich das irgendwo günstig schießen würde, da würde ich mir einen Arsch abfreuen. Aber ich werde definitiv einen Teufel tun und das so in Einzelteilen oder was weiß ich bei eBay ständig in Beobachtung haben. Weil erstens wüsste ich gar nicht so genau, wo soll ich es überhaupt hier hinstellen. Und zweitens weiß ich einfach, dass die Leute sich da zu sehr umgucken. Die Preise sind so durch die Decke gegangen. Ja, was wäre ein Traum? Ein Traum wäre zum Beispiel für mich noch eine Masters-Figur und zwar Scareglow heißt der. Das ist quasi Skeletor, der im Dunkeln leuchtet, aus so einem speziellen Kunststoff gefertigt. Und den hatte ich als Kind. Und mir geht's da genauso wie Christian. Gerade in diesen Bereichen, die Wrestling-Figuren, die Masters-Figuren oder auch die Ghostbusters-Sachen, da würde ich mir eigentlich nur das nachholen, was ich als Kind auch hatte. Da gibt's eigentlich nichts, wo ich sage, ja, das wollte ich immer haben und hab's nie gekriegt. Das wäre vielleicht auch noch so ein Grund. Aber da würde ich mir nie ein Fullset oder irgendwas zusammensammeln, weil habe ich nie gehabt und brauche ich auch nicht. Aber so dieses Kindheitsgefühl nochmal holen und die Figur hast du damals gehabt, die würdest du gern wieder haben. Da habe ich eigentlich fast alles, was mich da so angesprochen hat. Aber dieser Scareglow, den hätte ich gern noch, aber guck mal bei eBay, was der kostet. Nee, definitiv nicht. Da kommt genau das, was Mirko gerade gesagt hat. Mit gutem Gewissen muss man das ja auch immer vereinbaren können. Und da werde ich ja schon allein bei meiner Gameboy-Sammlung an große Grenzen stoßen, wo ich mit mir selbst mal ausmachen muss, ob ich das überhaupt will. Aber darf ich, jetzt will ich mal kurz noch eine Frage stellen, weil, obwohl ich schätze euch schätze ich auf jeden Fall jetzt nicht so ein, aber ich kriege das so mit. Ich gucke mir ja auch einschlägige YouTuber an, die jetzt so mit Pickups und Sammeln und was weiß ich nicht alles, ne? Ich habe bei sehr vielen immer so das Gefühl, dass sie so dieses Denken haben, dass sie sich Geld anhäufen. Dass sie quasi sich Sachen kaufen und sagen, das steigt definitiv an Wert. Manchmal sind das auch Wunschgedanken, definitiv, muss man ganz einfach so sagen. Die dann wirklich sagen, ich könnte das ja irgendwann für viel Geld verkaufen. Dass so dieser Hintergedanke bei diesen Leuten immer da ist. Und das, wie steht ihr so dazu eigentlich? Also, genau, Ja, mach du fang du bitte mal an. erstmal, Mirko, weil ich habe da was ganz Fieses ja, nee, es kommt für mich gar nicht in Frage. Also ich stimme euch dazu. Ich möchte eigentlich auch nur Sachen kaufen, die mir irgendwie was bedeuten, die ich also haben möchte, nicht um irgendwie was weiter zu verkaufen. Ich habe das mal einmal, habe ich das tatsächlich gemacht. Da bin ich schwach geworden und habe mir ein Breath of the Wild Amiibo doppelt gekauft, weil ich gedacht habe, okay, den kaufst du hier bei Edeka für 17 Euro. Stell den mal rein bei eBay. Vielleicht hast du Glück und wirst ihn für 30 Euro los. Und so war es dann tatsächlich auch. Aber das war jetzt so eine Prozedur, die habe ich einmal durchgemacht und habe mich dabei auch irgendwie ein bisschen schäbig gefühlt, ganz ehrlich gesagt, weil ich über solche Leute selber nämlich immer am Fluchen bin. Also speziell, wenn ich jetzt so an, was weiß ich, damals NES Mini oder sowas denke oder SNES Mini, der jetzt ja Gott sei Dank noch ein paar neue Auflagen gekriegt hat, ne? Aber du willst das Ding haben, das Ding ist sofort weg und noch vor dem Release-Tag kannst du es aber schon bei irgendwelchen Resellern zum doppelten Preis kaufen. Und über solche Leute rege ich mich tierisch auf und deswegen würde ich sowas selber auch nie machen. Also ich sammle wirklich nur Sachen, die für mich irgendwie einen Wert haben, die ich dann aber auch wirklich definitiv behalten will. Also ich tue mich wirklich schwer, mich von Sachen zu trennen, außer wenn ich was doppelt habe. Sonst behalte ich meine Sachen auf jeden Fall immer. So, jetzt bin ich auf den Weidemann gespannt. Also das Fiese, was ich dazu sagen wollte, also ich finde es auch gut, dass ihr das beide genauso seht, wäre nämlich Folgendes. Und zwar würde ich mir wünschen, dass diese Riesenpreisblase, in der wir uns aktuell befinden, einfach irgendwann platzt und die Leute auf ihrem erhofften Geld sitzen bleiben. Weil das ist eine Sache, die nervt mich, auch in vielen Facebook-Gruppen, in denen ich unterwegs bin. Ich will jetzt keinem persönlich irgendwas unterstellen, aber ich sehe jede Woche dieselben Fotos. Oh, ich war auf dem Trödel, schon allein der Begriff Ausbeute oder so. Das, ne, also klar, man redet ja auch von Jäger und Sammler, aber Leute, Beute und wie nennen es viele noch?
Loot? Nee, Loot ist jetzt nicht so behaftet, aber ist auch egal. Also, ich sehe jede Woche dieselben Spiele von denselben Leuten. Die holen sich jede Woche irgendwo auf dem Trödel, wo sie wieder einen kleinen Jungen oder was abziehen konnten. Ja, holen sie sich wieder für Super Nintendo irgendwie immer dieselben Spiele, ne? Und immer die, wo sie, wo wie Christian schon sagte, wo sie hoffen, sich Geld anzuhäufen und was sie auch dann direkt ein paar Tage später auf eBay und so weiter verkaufen. Und das sind für mich keine Sammler, das sind Reseller. Ne? Also im Endeffekt, sie regen sich selbst über den Umstand auf, dass auf dem Trödelmarkt nur noch irgendwelche Stände sind, wo Gebrauchtwaren verkauft werden, zum dreifachen Preis oder einen vierfachen oder halt eBay-Preise. Und auf der anderen Seite machen sie selbst nichts anderes, weil sie können an keinem Schnäppchen mehr vorbeigehen, ohne direkt zu denken, wow, das Ding ist was wert, das kann ich jetzt hier für 2 Euro kaufen, ich kann es für 10 verkaufen oder für 5 bei eBay. Ja, und dann machen die das auch so. Und das, ich finde das, also ich rede mich da gerade ein bisschen in Rage. Ich wollte gerade schon was von Abschaum sagen. Das ist natürlich viel zu heftig, aber das kotzt mich an, weil es macht die Szene, es macht den Grundgedanken völlig kaputt, zumindest meinen. Also ich meine, ich rede jetzt da sehr subjektiv, weil meine Wahrnehmung vom Sammeln und mein Grund fürs Sammeln ist genau der, den auch Christian zum Beispiel angesprochen hat, so hier in seinen eigenen kleinen Kosmos zu kommen, abzuschalten, in Kindheitserinnerungen zu schwelgen und das wird mir kaputt gemacht von dieser Preistreiberei und dieser Gier. Also das ist das, was ich oft spüre, ne? Die Gier der Leute und ich muss als erstes auf dem Trödel sein, um diese Sachen alle für mich abzugreifen und egal, ob ich sie brauche oder nicht, ich nehme sie mit, damit ich sie teuer verkloppen kann. Das ist eine Einstellung, da kann ich definitiv nicht mit connecten und ja, ich werde auch, wenn ich hier auf Gameboy Fullset langfristig sammle, werde ich nicht morgens um 2:30 über den Trödelmarkt schlendern, sondern ich werde schön sonntags ausschlafen und dann gucke ich mal, was da noch so rumliegt, weil das ist es. Also das ist es mir nicht wert. Nee, es soll Spaß machen, es soll keine Quälerei sein und ich will keinen über den Tisch ziehen. Und ich habe Gott sei Dank genug Leute auch über die Gruppen und über die Pixel Fantastics und so kennengelernt, mit denen man auch mal einen Tausch machen kann. Ihr habt ja vorhin geredet, so früher dieses Tauschgebaren, das habe ich da mit vielen. Da gibt es, klar gibt es auch da Leute, die dann die Werte mal so wirklich extrem vergleichen. Dann gibt es aber genauso Leute, die sagen, ey, drauf geschissen, ich habe das Ding doppelt und es ist mir egal, ob das im Verkauf so und so viel bringt. Das Spiel, was du hast, fehlt mir. Das Spiel, was ich habe, fehlt dir. Ich weiß, dass deins deutlich unwertiger ist als meins. Komm, dann leg mir noch irgendein Goodie drauf oder irgendwas. Scheißegal, was es ist, aber pack mir noch irgendwas dabei und dann machen wir den Deal. Du findest genau solche Leute. Du findest aber eben auch Leute, die da wirklich völlig am Rad drehen. Und jetzt habe ich hier so einen langen Monolog gehalten, um auf Christians Frage zu antworten. Ich hoffe, dass die Preisblase irgendwann platzt und die Leute sich schwarz ärgern, was sie da alles für einen Krempel angehäuft haben, mit dem sie dann nur noch einen Bruchteil an Gewinn machen können. Weil ich häufe hier nichts an, um Gewinn zu machen. Wenn ich das jetzt auf einen Satz so runterbrechen wollen würde, würde ich sagen, ich finde es eine Schweinerei, dass Leute aus unserer Sammelleidenschaft Profit schlagen wollen. Ne? Darauf läuft es ja hinaus. Ich sag mal, ich habe das so mitgekriegt für mich, was mich tierisch aufgeregt hat. Wir haben hier in der Stadt, wo ich wohne, ist immer so alle 2 Monate ist Trödelmarkt. Und da bin ich zeitlang wirklich mal sehr gerne hingegangen, um halt, ihr kennt das, Ausschau zu halten auf eventuelle Schnäppchen. Und dann haben wir hier so eine Pissrübe von einer, der hier An- und Verkauf von Videospielen macht, ist halt sein Geschäft. Muss man auch irgendwo verstehen. Der rennt hier. Die bauen noch nicht mal auf, der klappert alle Läden ab, kauft alles ein und ohne Scheiß, der kauft alles ein dort. Von den kleinen Kindern und was weiß ich nicht alles. Und du hast keine Chance mehr, dorthin zu gehen. Ich habe mir ja damals den Spaß gemacht, der Trödelmarkt, ich war ja selber als Jugendlicher dort und habe verkauft. Der macht früh um 7 auf, um 5 sind die meisten da. Also die größeren Händler und bauen halt auf. Und ich habe mir den Spaß gemacht. Naja, Christian, stellst dir mal einen Wecker auf um 4, Frühstück schön, trinkst einen Kaffee, ruchst mal 2 und dann gehst du da rüber, ne? So, das habe ich gemacht. Und da habe ich das halt gesehen, wie der das gemacht hat. Und der hat die Kinder belatschert dort. Also, und das Schlimme war, dass die Eltern auch dabei waren und die Eltern dann eher so sind, oh, wird Zeug los, wir sind Mittag vielleicht schon wieder heme, weißt du? Das hat mich aufgeregt. Und der hat dort, ich wollte schon einspringen und sagen, ich gebe dir 5 Euro mehr. Der hat dort OVPs von Super Nintendo Spielen für 5 Euro und so eine Scheiße. Oder von alten Gamecube Spielen, weißt du? Da weiß ich noch, Gamecube, Wind Waker, Zelda.
Das war nämlich die Situation, wo ich daneben stand. Hat er zu denen gesagt, hier gebe ich dir 5 Euro. Ich wollte so zeitlupenmäßig dazwischen springen. So, nein, weißt du? Und hab gesagt, hier, ich nimm's mit, ne? Und, oh, das tut dir im Herzen weh, wenn du sowas siehst. Und derselbe Händler, der verkauft seinen Scheiß dort auch wieder. Und wenn ich dann da hingehe und mal so schnüffel, und da habe ich als Beispiel für die PlayStation 1 Metal Gear Solid, hat er in einem geilen Zustand gehabt, habe ich gesagt, komm, fragst du mal. Und da brüllt er mir dort eine 45 Euro gegen den Kopf. Und da habe ich da so richtig dagestanden und habe gesagt, fick dich. Wirklich. Mhm. Also das war eine bodenlose Frechheit. Oder der macht dort auch so Eintauschgeschäfte, gibt 2 Spiele ab und du musst für ein neues, jetzt halt dich fest, 20 Euro bezahlen. Das ist gebrauchte Kacke bei dem, ne? Boah. Mhm. Aber es gibt genug Kiddies hier aus der Nachbarschaft und aus der Stadt, die da hinrennen und das machen. Weil die in der Situation sind wie wir früher. Die wollen aktuellen Scheiß haben und geben das ab, weil wo sollen sie es herkriegen, ne? Mhm. Und dann tut mir so das Herz weh. Das glaubt ihr gar nicht. Ja. Ah, jetzt habe ich mich in Rage geredet und ich krieg halt auch, und ich krieg genauso mit beim Weidemann. Also das, was er halt so mitkriegt, das krieg ich halt bei vielen auch so durch YouTube mit. Das nervt. Ja, weißt du, wenn Leute ihre Pickups vorstellen und die ganze Zeit, also 3/4 der Zeit davon reden, ja, das und das habe ich als Schnäppchen, das und das und ja, das geht alles wieder. Na, also nach dem Motto, das bleibt nicht hier, sondern ich gucke, dass ich da Geld draus mache. Ja. Ja, das ist halt ein Kleingewerbe, das hat nichts mit Sammeln zu tun. Ja, also, genau. Ja, also ich weiß es nicht, ist halt so meine Einstellung und ich sammle halt komplett anders. Ich meine, klar, es steht im völligen Gegensatz zu dem, was ich gesagt habe, dass ich ja wirklich auf das Gameboy Europa Fullset, das ist einfach so eine Flause, die ich mir in den Kopf gesetzt habe. Das ist aber genauso eine Flause, wie dass mich das alte WWF, also World Wrestling Federation Logo, dieses ne, dieses richtig 80er-mäßige Logo, was sie damals hatten, Das ist für mich wie, ich weiß nicht, das zieht mich an wie so eine Fliege, die irgendwie um den Scheißhaufen kreist. Ja. Wenn ich das irgendwo sehe, ich muss den Scheiß haben, ne? Irgendwas, wo dieses Logo drauf ist, sind es die alten Sammelkarten, ist es eine Zahnbürste vom Ultimate Warrior, ist es ein aufblasbarer Boxsack, ja, ich habe das alles hier. Ne? Wenn das scheiß Logo irgendwie drauf ist, ich gucke, was kostet das, kann ich das irgendwie mit mir vereinbaren und dann hole ich mir den Scheiß und stelle das in die Wrestling-Vitrine. Ja, ja. Genauso habe ich mir irgendwann mal gedacht, Alter, also ich habe ja einfach nur mitgekriegt, NES, hier das übers NES-Kommando habe ich das erste Mal so offiziell mitbekommen. Damals war das auch noch nicht das NES-Kommando, sondern gab es Infinity NES und den, wie hieß der Marcel denn vorher nochmal? Der Commander Dennis. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich durch die beiden mitbekommen, okay, Fullset NES, das sind ja so viele Spiele, wird sie nie im Leben finanziert bekommen, bla bla bla. Und die Preise, die haben ja auch in OVP gesammelt und so. Ja, und dann kriegte ich immer mit, ach guck mal, Gameboy, die Module gehen ja vom Preis in der Regel, ne, so 3-4 Euro, vielleicht auch mal ein etwas billigeres Mal, 10 Euro für ein teureres Spiel, das geht ja, ne, kann man sich ja immer mal ein bisschen was besorgen. Ja, und im Europaraum gibt's halt gerade mal so zwischen 500 und 600, also gerade mal ist gut, ne. Module, aber das ist so im Vergleich mit anderen Konsolen wie ein Super Nintendo oder was weiß ich, wo man mal auf den Gedanken kommen könnte, ist das halt ein Witz, ein Fliegenfurz und auch von den Preisen der einzelnen Module. Und da habe ich mir einfach mal so als Flause in den Kopf gesetzt, komm, so als langfristiges Ziel, du machst hier auf YouTube den Gameboy-Schissel irgendwie und das wäre doch irgendwie geil, wenn du sagen könntest, du hast alle in Europa erschienenen Gameboy-Module in deiner Sammlung. Und ich habe ja da auch schon längere Zeit deutlich mehr als die Hälfte, ich glaube so über 300, 350 müsste ich jetzt auch schon haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will das jetzt bis Ende des Jahres oder so erreicht haben. Ich habe Kollegen, die haben auch mit einer losen Sammlung angefangen, die losen Module. Die sammeln mittlerweile OVPs, weil ihr Modul Fullset nach 12 Monaten voll war. Ne? Oder ach, so, oder Scheine. 10 Monaten. Und jetzt fangen die da an, das Ganze in OVP nochmal neu zu sammeln. Ja. Respekt dafür. Das ist natürlich auch eine Menge an Kohle, die da irgendwie reinfließt. Ich habe jetzt gerade den Vorteil, wenn der Kollege, ist auch ein guter YouTube-Kollege von mir, mit dem schreibe ich über Facebook immer gerne, liebe Grüße an dich, wenn du das hörst, Georg, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, aber ich habe den Vorteil, wenn er jetzt in OVP was bekommt und sieht, ey, das Modul, was ich in Einzelform schon hier hatte, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so der geleckte Zustand, oder er tauscht die dann einfach aus, sagt, ey, warte mal, ich habe hier was über, wie sieht's aus? Und der macht mir Preise, ist der Hammer. Ne? Also da kann ich dann auch wieder von profitieren. Aber
Das ist auch das Ding, wenn ich das irgendwann mal voll haben sollte, wovon ich gar nicht ausgehe, dass ich diese Sammlung irgendwann in den nächsten Jahren mal komplettieren werde, weil ich dann nicht so hinterher acker, werde ich definitiv kein anderes Fullset anfangen. Höchstens ein Oldschool World Wrestling Federation Fullset. Wobei, nee, bloß nicht. Das wird ja heißen, ich muss noch alle Wrestling-Figuren mir besorgen und so weiter, da habe ich den Platz gar nicht für. Aber, ja, ja. Ne? Was kosten denn so die teuersten Spiele aus deinem Fullset? Also, von den Sachen, die ich aktuell da habe, es ist halt immer die Sache, was bezahlst du und was fördert der Markt eigentlich, ne? Bestes Beispiel ist mein aktuell teuerstes Spiel in der Sammlung. Weil ich habe lange, lange Zeit immer nur danach geguckt, wo kannst du Schnäppchen machen. Ne? Habe auf eBay vielleicht so ganze Lots aufgekauft, also ganze Spieleauflösungen. Und da sind natürlich größtenteils die günstigen Sachen bei. Nur irgendwann kommst du natürlich an einen Punkt, gerade wenn du schon so mehr als die Hälfte und so hast, da merkst du, okay, den ganzen Billigschissel lasse so langsam. Jetzt geht's halt so in die Sparte. Ich habe ja gerade gesagt, so, es fängt so bei 2, 3, 4 Euro pro Modul an. Wenn du Glück hast, kannst du irgendwann mal eins für 1 Euro oder so abgrabbeln. Aber wird auch immer weniger. Die nächste Kategorie ist dann so, ich sag mal, 8 bis 16 Euro. Das sind dann so schon qualitativ hochwertigere Spiele oder Spiele, die nicht in so einer super hohen Auflage rausgekommen sind. Ja, und dann ist natürlich nach oben die Grenze. Ist eine gute Frage. Ich glaube, so mit die teuersten Spiele, die ich irgendwo gesehen habe, die werden aber meistens auch in OVP dann gehandelt, die kratzen auch schon so an der 1000-Euro-Grenze. Für ein Gameboy-Modul, ne? Ja, wie gesagt, das ist dann aber auch immer, wenn mal eins verkauft wird, MINT-Zustand, in OVP, vielleicht sogar noch eingeschweißt und was weiß ich, ne? Also, das ist dann wirklich auch der absolute Sammler-Leck-Zustand. Und sowas würde ich mir halt nie kaufen. Da habe ich auch gleich eine schöne Story, aber um das mal eben zu Ende zu bringen, du hast ja gesagt, was ist denn in deiner Sammlung aktuell das Wertigste? Das wäre aktuell Felix the Cat. Das ist ein sehr, sehr gutes Jump'n'Run-Spiel, wo man sich eigentlich auch schon an den Kopf packt, ey, es ist ein Jump'n'Run und es ist gut, ja. Aber du bist in ein paar Stündchen, wahrscheinlich sogar noch unter einer Stunde durch, wenn du es ein bisschen raus hast. Und das liegt so beim normalen Verkaufswert, sag ich mal, bei eBay, wenn du jetzt vielleicht nicht einen Sofortkaufpreis machst, sondern ein bisschen Glück bei einer Auktion hast, liegst du vielleicht so bei 50, 60 Euro. Nur fürs Modul. Ne? Auch schon heftig. Ja, ich hab's halt für, was war das, 50 Euro zusammen mit Castlevania 2 für einen Gameboy bekommen. Und das war wirklich dann schon ein super Schnäppchen. Ja, aber wie gesagt, so der normale Marktwert liegt dann schon so bei 50, 60 Euro fürs reine Modul in gutem, vernünftigen Zustand. Und sind halt auch die Abstufungen. Ne? Will ich alles in gelecktem Zustand haben? Ist mir auch egal, wenn das Cartridge schon mal ein bisschen vergilbt ist oder wenn das Artwork so ein bisschen vergraut, verblasst ist. Achte ich da drauf oder so. Also du kannst dann die Preise für die Objekte, die du sammelst, auch dadurch ordentlich nach unten oder nach oben schrauben, ne? Je nachdem. Und ich denke mal, ihr habt das so mitbekommen, wenn ich mal Pickups zeige, einmal im Monat, dass bei mir dieser Anspruch sehr, sehr weit unten liegt im Vergleich zu vielen anderen, die ich so selbst verfolge und so. Ne? Für mich ist eher das Haben wichtig, gerade jetzt in dem Bezug. Also wenn ich sage, ich will da schon eine ordentliche Sammlung aufbauen, dann ist für mich der Zustand eher zweitrangig. Bei den Sachen, wo ich sage, da freue ich mich, wenn ich ein Objekt von habe, wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal diese Zahnbürste von der WWF. Da hat einer in so einer Wrestling-Gruppe hier bei den WWE-Fans Germany, die ich ja auch gerne mal empfehle, der hat einfach so drei so Zahnbürstenpackungen da ein Bild von gemacht und hat gesagt, ja, wer will mir die abkaufen? Ne? Und hat so einen Preis drunter geschrieben. Und ich hab ihn halt angeschrieben, habe gesagt, ja, ich will eine davon, nicht alle drei, ne? Weil die eine vom Ultimate Warrior hätte ich gerne. Ja, und dann sind wir uns auch irgendwie einig geworden, aber also da will ich kein Fullset oder sowas aufbauen, aber wenn ich auf Fullset gehe, dann muss ich natürlich, also für mich in den Einzel-Items, wie jetzt die einzelnen Module, da gehe ich dann auch gerne mal einen Schritt zurück und sage, okay, jetzt ist, vielleicht findest du irgendwann mal zum günstigen Kurs das eine Modul nochmal in besserem Zustand, aber komm, jetzt hast du es für den schmalen Taler vor der Nase liegen, dann nimmst du mit, ne? Um es einfach schon mal zu haben. Haben ist besser als brauchen, ne? Ist immer mein Spruch und von daher lieber erstmal den Scheißzustand mitnehmen und hinterher auch upgraden, als sich ärgern, dass man es nicht mitgenommen hat. So viel erstmal grob zu meiner Gameboy-Sammlung. Ansonsten sammle ich ja eigentlich nichts auf Fullset und auch da ist es eher so eine Schnapsidee und ich gehe auch eigentlich echt davon aus, dass ich da gar nie ans Ziel kommen werde, weil, wie gesagt, das Limit nach oben
ist schon heftig. Und genau, da können wir eigentlich mal zu der Story kommen, die ich gerade angesprochen habe. Ich habe ja schon so ein bisschen angerissen, es gibt in solchen Sammlergruppen und so ganz unterschiedliche Personen, die da so rumrennen. Und da bin ich mal in so eine Art, also es war kein wirklicher Streit, aber ich bin da schon in so eine Diskussion reingeschlittert, beziehungsweise habe sie angestoßen und fühlte mich dann auch ziemlich verarscht und war wirklich ein bisschen angepisst und also so ein bisschen beleidigt irgendwie, weil, weil ich da einfach nicht verstanden wurde und beziehungsweise meine Einstellung da anscheinend keinen, also da haben sich die anderen lieber drüber lustig gemacht, anstatt da irgendwie vernünftig gegen zu argumentieren oder so. Aha, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, es kam halt wieder das typische, ja, ich war auf der und der Börse und hier ist meine Ausbeute und dann lagen da wirklich qualitativ und preislich sehr gute Gameboy-Spiele rum und auch in tollem Zustand und so. Und dann war natürlich irgendwann relativ schnell die Frage von den anderen Forumsmitgliedern, die so sagten, ja, geil und Glückwunsch. Ich habe auch zuerst geschrieben, Glückwunsch, cool und so. Geiler Fund und so, und dann ging halt auch die Diskussion los, ja, was hast du denn dafür bezahlt? Und er wollte nicht so richtig mit der Sprache rausrücken, was auch völlig okay ist und was ich auch respektiere, der soll dafür bezahlen, was er will und was es ihm wert ist, aber dann, es ging dann halt so los nach dem Motto, ja, ratet doch mal und was wäre es euch denn wert und irgendwie so. Und ich habe nur drunter geschrieben, mir ist egal, was da auf dem Cover steht, das kann das seltenste Spiel sein, es kann das billigste Spiel sein, ich würde nie, also ist zumindest so aktuell eine Grenze, die ich mir gesetzt habe, ich würde nie für ein altes Stück Plastik, was es im Endeffekt ja nun mal ist, ne? Wir können alle uns die ROM runterladen, wir können alle das Spiel spielen, ohne einen Cent auszugeben, aber ich würde nie für dieses alte Stück Plastik und Technik und auch, egal wie geil oder selten das Spiel ist, nie mehr als 100 Euro, was ich schon viel zu teuer eigentlich finde, für ein altes Gameboy-Spiel, für ein einzelnes Modul, würde ich nie mehr als 100 Euro auf den Tisch legen. Hoch angesetzt. Und das finde ich auch. Das ist schon sehr hoch angesetzt für den wahren Wert und für, das ist reiner ideeller Wert, den man da auf den Tisch legen würde. Und diese Äußerung wurde komplett falsch verstanden, nach dem Motto, ha, der Idiot, als ob das Ding 100 Euro bringen würde oder kosten würde oder als ob das nur 100 Euro, ich habe gar nicht verstanden, worauf die hinaus wollten, mir ist auch scheißegal, was das Modul kosten soll. Aber ich wurde als der absolute Idiot dahingestellt und ich habe versucht, mich zu rechtfertigen und alles, was ich geschrieben habe, war direkt nur, ach komm, halt die Klappe, wenn du dich nicht auskennst, brauchst du ja auch nicht diskutieren und so. Und oh Gott. Das ist leider was, was in der Szene nicht nur einmal vorkommt, was ich nicht unter einem Bild, ich nenne es jetzt mal Szene, auch wenn es da wirklich wenig oder selten mal Zusammenhalt gibt. Ist diese Sammlerszene wirklich eine der anstrengendsten Szenen, die ich so kenne. okay. Und ich habe auch keinen Bock mehr, mich da heutzutage auf solche Diskussionen einzulassen, weil dieser digitale Pimmelvergleich, der es halt oft wird, der ist wirklich, also es ist ätzend, ne? Und mich dann da auf irgendwelche Diskussionen einzulassen. Und ich habe noch versucht, mich zu rechtfertigen, wo ich dann mir 5 Minuten später dachte, ach komm, komm, sterb doch einfach dumm. Das war irgendwie, also ich habe mich drüber aufgeregt, wahrscheinlich hat sich das Gegenüber auch aufgeregt, aber irgendwie, ja, wenn er zu keinem Dialog imstande ist, dann tut's mir leid. Ja, aber da sieht man gleich mal, dass die das Ganze aus einer ganz anderen Motivation heraus machen als du. Ne? Denen geht es da wirklich um den Geldwert, den sie da auf dem Tisch liegen haben und möglichst viel Profit daraus zu ziehen. Ja. Und dir geht es halt darum, dass da eine schöne Sache liegt, mit der du womöglich schöne Erinnerungen verbindest, die jetzt aber nicht über die Maßen teuer kaufen willst, weil du denen halt auch kein Geld in den Rachen werfen willst. Ne? Also da ist eine komplett andere Motivation dann irgendwie den beiden Seiten. Wie der Weidemann schon meinte, dieser digitalisierte Schwanzvergleich dann halt einfach, ne? Dass das die Leute dann wirklich einfach nur machen, um sich vor anderen hinzustellen und zu sagen, guck mal, was für ein geiler Macker ich bin. Weil sie es sonst in irgendeiner Form nicht hinkriegen im normalen Leben, weißt du? Und das dann auf die Art und Weise versuchen, irgendwie Prestige oder Anerkennung zu finden, ne? Also, klar, dafür sind ja Gruppen auch irgendwo da, dass sich Leute austauschen können, sich gegenseitig erzählen können, wie geil sie sind. Was willst denn ich nicht, weißt du? Aber man sollte es halt auch nicht übertreiben. Und ich glaube, so eine Leute hat man natürlich auch überall. Ne? Aber auf jeden Fall die Situation, so wie der Weidemann sie geschildert hat, würde mich auch mega aufregen.
Ja. Also ich bin ja auch stolz, wenn ich da mal ein schönes Schnäppchen mache, sonst würden wir ja auch nicht unsere Pickup-Videos machen und so. Ne? Genau, man freut darauf, sich dann schon. Genau, aber darauf wollte ich gerade schon eingehen. Das ist ja auch so ein Grund, man will ja auch da so kurz die Bestätigung, ey, da hast du echt einen geilen Schnapp gemacht oder so. Mal, wenn man weiß, viele Zuschauer kennen sich auch aus mit dem Thema und man will ja auch dadurch so ein bisschen zeigen, ach, guck mal hier und klar, aber es hat alles irgendwo Grenzen, ne? Naja, auf jeden Fall. Tja. Na, deswegen scheue ich auch komplett vor eBay zurück, muss ich ehrlich sagen. Und auch vor diesen Verkaufsgruppen, von denen du so erzählt hast. Es gibt ja bestimmt auch, wie du schon gesagt hast, einige positive Beispiele, aber ich hätte nicht keinen großen Bock auf diesen ganzen Kleinkrieg und dass du dann bei allen auch wirklich immer total argwöhnisch sein musst, ob du dann jetzt wirklich das kriegst, wofür du bezahlst und ob das vom Preis her alles so gerechtfertigt ist und so weiter. Also ich, wenn ich was für mich kaufe, ich bin tatsächlich die meiste Zeit auf Amazon unterwegs und guck da. Bei eBay kaufe ich auch mal was, aber dann nur halt, ne, Sofortkauf, Auktion, da habe ich ehrlich gesagt auch immer keine Lust drauf, weil mir das zu viel Aufwand ist irgendwie. Wenn ich dann irgendwo mal einen akzeptablen Preis für mich sehe, dann mache ich Sofortkauf, sei es auf Amazon oder auf eBay und dann ist der Drops auch für mich gelutscht. Ich bin da jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie sehe, okay, das Spiel, das kostet jetzt 3 Euro, aber das könnte ich doch bestimmt auch irgendwo für 1,50 € kriegen oder so. Ja. Da bin ich jetzt nicht so ein Pfennigfuchser, ehrlich gesagt. Aber im Endeffekt machst du dir damit selbst einen sehr, sehr guten Gefallen, weil klar, du könntest vielleicht in irgendeiner Gruppe auch mal hier und da ein Schnäppchen machen, aber gerade wenn du sagst, du hast für dich selbst irgendwo so eine Vorstellung, was ist mir das wert? Und wenn du es dafür findest, dann schnapp zu. Mache ich genauso. Habe auch Phasen, wo ich dann sage, ach, ich habe jetzt keinen Bock, da diese Gruppe zu durchpflügen oder mir den ganzen zwischen den ganzen digitalen Pimmelvergleichen da irgendwie mal wieder zu gucken, ob irgendjemand vielleicht was verkaufen will. Ja, auch da hast du halt oft, die Leute wollen einfach nur mal kurz abklappern. Ne? Was habe ich denn da an Wert liegen? Die wollen vielleicht gar nicht verkaufen. Wollen dann nur mal so ein bisschen Preisrecherche machen. Da bin ich dann auch so unterwegs, dass ich dann doch mal eher bei eBay gucke. Und auch ich kaufe nicht selten einfach ein Sofortkauf-Ding, ne? Weil dann entweder siehst, ach guck mal, das ist jetzt in einer normalen Auktion schon viel zu hoch und ich wüsste gar nicht, wo ich mein Limit setze und vielleicht, wenn die Auktion zu Ende geht, vielleicht gehe ich noch viel zu hoch irgendwie, weil man sich dann so reinsteigert. Ja, also das kenne ich auch. Ja, ja. Ja, und dann denkst du, ach scheiße, jetzt hast du doch 50 Euro für irgendeinen Scheiß da hingelegt. Da bin ich dann auch doch eher Freund gerne mal davon, so eine Sofortkauf-Sache oder sowas abzuschließen. Oder bei eBay Kleinanzeigen jemandem einfach wirklich seinen VB oder seinen Preis, den er sich vorstellt, auch direkt zu sagen, komm, wenn Versand da drin ist, dann nehme ich das für den Preis. Und ich kriege so oft Rückmeldungen darauf, wo die Leute schreiben, endlich mal einer, der nicht hier anfängt mit irgendwelchen Schrottpreisen und mir nur Druck mit dem Preis macht, sondern der auch selbst da den Wert irgendwie dran erkennt und der, ja gut, den Versand, den zahle ich jetzt noch oben drauf, aber ich kriege zumindest annehmbar den Preis, den ich mir so vorgestellt habe. Ne? Ja, das ist ein fairer Deal dann, ne? Ja, eben. Meine Güte, ich habe jetzt super viel zu dem Thema erzählt. Wie sieht's denn bei euch so sonst aus? Mirko hat ja schon ein bisschen erzählt. eBay ist öfter mal ein Thema, Amazon. Christian, bei dir so retrotechnisch, holst du dir auch irgendwie aus dem Retro-Bereich nochmal Sachen nach? Oder? Also ich habe damals weil mein Super Nintendo, was ich hatte, war halt auch einfach kaputt, habe ich mir ein neues damals geholt und da habe ich wirklich Schwein gehabt. Da habe ich jemanden gefunden gehabt, aber auch nicht hier über Kleinanzeigen, sondern das normale eBay, sage ich jetzt mal. Und der hatte tatsächlich Super Nintendo verkauft. Okay, da war Super Mario dabei, wie überall. Und aber tatsächlich die 3 Donkey Kong-Spiele, original verpackt, waren mit dabei. Und die wollte ich ja auch haben. Das war quasi mein Deal gewesen, ne? Und der hat auch Verhandlungsbasis gehabt und der wollte, ja, total utopisch 200 Euro haben. Und ich habe dann halt geschrieben und habe gesagt, hier, Keule, pass auf. Ich bin halt dann auch mit Absicht runtergegangen, weil wenn er hoch rangeht, kann ich das auch andersrum machen. Und habe halt gesagt, hier, ich gebe dir 80 Euro, was viel zu wenig gewesen wäre. Naja, klar. Ich war trotzdem zufrieden mit mir. Er hat es am Ende dann für 120 gemacht. Wow. Und da war ich zufrieden für mich. Und ja, ich muss sagen, so bei manchen Nintendo-Spielen, die ich mir halt geholt habe, da leg's halt einfach hin, ne? Also ja, das hier allein schon so ein Kirby, wenn du dir das holen willst, da legst du jetzt in Originalverpackung deine 50, 60 Euro hin, ne? Das ist nun mal so. Und ich bin aber auch so wie der Mirko oder wie du, Weidemann, wo ich mir echt sage, ich habe keinen Bock jetzt so zu suchen, nur dass ich das
4-5 Euro günstiger finde, weil teuer bleibt die Scheiße trotzdem. Und da sage ich mir dann, oh, da hast du jetzt echt drauf geschissen. Ne? Und dann hole ich es mir dann halt einfach und gut ist. Aber heutzutage bin ich auch wirklich mehr bei Amazon unterwegs. Ich habe aber auch Kumpels im Umkreis, die selbst bei Spielen, die neu rauskommen, halt nur um 3-4 Euro zu sparen, sich das lieber bei eBay holen, als bei Amazon zum Beispiel. So eine Leute gibt's auch, die halt so richtige Pfennigfuchser sind. Also wir Ossis würden sagen, das sind halt so die typischen Schwaben. Und sowas gibt's auch. Aber ich bin da auch sehr entspannt, was das Thema angeht. Und ich bin auch so, wie ihr das jetzt schon gesagt habt, wenn ich wirklich da mal auf Trödelmarkt bin und ich sehe was und der sagt mir halt, der will jetzt das und das Geld dafür haben und irgendeiner in irgendeiner Gruppe, der richtig viel Ahnung hat, der sagt mir dann, das waren 5 Euro zu viel, mein Gott, dann sage ich halt, ach, ist doch scheißegal. Derjenige freut sich, der ist sein Ding losgeworden dort und ich bin glücklich nach Hause gegangen, weil ich für mich denke, da hast du was Gutes gemacht. Ja, Logo, na klar, was sind 5 Euro? Ja, mein Gott. Ja, dann immer den günstigsten Preis hinterher zu jagen, das ist ja auch irgendwie anstrengend und also für mich, ich persönlich empfinde das als anstrengend und nervig. Ja, ne? Also ja, das ist dann, mein Hobby halt, finde ich ja, also wirklich so dieses nach Schnäppchen jagen ist in meinen Augen ein Hobby. Ja, das Problem dabei ist wahrscheinlich, deswegen landen auch viele dann in diesem Verhalten, was wir vorhin dann hatten. Dann siehst du irgendein Schnäppchen, egal ob du es brauchst oder nicht, aber wow, jetzt ist da dieses Super Nintendo-Spiel totales Schnäppchen, ist zwar nur ein Super Mario World, was ich eh schon 5-mal in der Sammlung stehen habe, aber ist jetzt halt nochmal 5 Euro billiger, dann nehme ich es mit und dann kann ich es ja verkaufen und dann habe ich wieder einen Wert. Dann bist du sehr schnell in diesem Verhalten, was ich persönlich total ätzend finde. Ganz lustig. Ich habe gerade eben, wo der Weidemann erzählt hat über Felix the Cat, ne, habe ich hier mal so bei Amazon geguckt und hier gibt's das Spiel auch mit einem Foto in relativ gutem Zustand für 35 Euro inklusive Versand. Und da kam ich dann tatsächlich kurz ins Überlegen. Sag mal, brauchst du das vielleicht auch? Das ist ja ein Schnäppchen. Willst du dir das holen? Bis mir dann eingefallen ist, hallo, du hast zu Gameboy gar keinen Bezug. Und dann habe ich die Seite schnell wieder zugemacht. Mhm. Also wenn von euch jemand Felix the Cat haben will auf Amazon, gibt's das gerade im guten Zustand für 35 Euro. Ja. Du wirst wahrscheinlich keinen Sammler so richtig mit hinterm Ofen hervorlocken können, weil, ne, wie gesagt, Sofortkaufpreis und Co., da gucken die ja meistens auch nicht so richtig nach, aber ne, die versuchen dann da eher das jetzt nicht für 35, sondern eher für, weiß ich nicht, 20 oder 15 abzugreifen irgendwo. Ja, viel Spaß. Aber genau, das ist dann das, was du vorhin schon sagtest, da sage ich dann auch viel Spaß, weil ewig hinter einem Preis hinterherjagen, tue ich halt auch nicht. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich vorhin sagte. Ja, wer weiß, ne, wenn ich gar nicht aktiv und offensiv danach suche und mir wochenlang den Kopf zerbreche und dann irgendwann nach ein paar Wochen frustriert sage, ach komm, dann haust du halt die, was weiß ich, wie viel Euro auf den Kopf, dann kommt vielleicht irgendwann mal ganz unvermittelt so ein Schnäppchen um die Ecke und ich sehe auch, wenn man das ganze Ghostbusters Hauptquartier mit allen möglichen Figuren für 50 Euro auf dem Trödel stehen. Ja, wer weiß, vielleicht kommt es da mal ganz unvermittelt, aber naja, man wird da noch träumen dürfen. Klar. Ja, ich überlege die ganze Zeit noch so nebenher, also ich habe vorhin diesen Scare Glow genannt, was auch noch für mich ein richtig geiles Ziel wäre einmal die deutsche Big Box, also wo vorne auch in Deutsch draufsteht mit Spieleberater und Co. von Super Metroid und von Secret of Mana auch gerne. Und da kann ich direkt mal wieder so eine kleine Sammlerstory erzählen, was ich ja gerade schon mal so meinte. Man steigert sich dann über die Wochen auch so rein. Dann hat man mal so einen Jeeper und guckt ständig bei eBay oder so. Wo liegt das denn gerade so? Und was würdest du denn dafür aktuell so hinblättern müssen und so? Und ach, guck mal, da ist ja auch eine Auktion. Ne? Da gefällt mir aber der Zustand nicht. Und dann guckt man und dann habe ich die Tage, als ich so, das war so, als hier die Secret of Mana, das Remake rauskommt, da hat es mich irgendwie schon wieder gejuckt und habe gesagt, ach komm, die Big Box mit Spieleberater und alles in geilem Zustand wäre schon geil, ne? Ja, und dann hängst du wieder an eBay und findest auf einmal irgendwas, genau wie Mirko gerade mit dem Felix the Cat, was du eigentlich gar nicht brauchst, aber du denkst, eigentlich wäre der Deal gar nicht schlecht. Und zwar habe ich in der Phase ein Angebot gefunden, da hat einer alle Big Boxen verkauft, in wirklich sehr, also nicht Mint oder so, aber schon so ein Zustand, wo man als Sammler sagt, ja, das wird mir definitiv reichen und auch Spieleberater in geilem Zustand. Alle Big Boxen, alle, die jemals für Super Nintendo rausgekommen sind, alles die deutsche Version,
Wo ich mir natürlich bei Super Metroid und Secret of Mana und auch Mystic Quest gedacht habe, boah, geil, ne? Wäre schon Hammer. Ja, aber dann sind auch Sachen dabei wie Terranigma, zu dem ich überhaupt keinen Bezug habe, Lufia, keinerlei Bezug dazu. Und ja gut, Secret of Evermore ist natürlich auch heftig. Ja, aber der wollte 1.000 Euro dafür haben. Und Jungs, ich saß wirklich auf der Couch und habe überlegt, 1.000 Euro? Hab's ja, so krank ist man da teilweise genau. Schon. Genau, ne? Und du denkst ja, was, über 200 Euro für Super Metroid in super Zustand? Oder was, 180, 160 Euro für Secret of Mana? Nie im Leben. Und dann sitzt du da und denkst, 1.000 Euro für diese 6 Big Boxen. Das ist so ein Blödsinn, ne? Aber, ach, ja, Gott, ich hab's ja auch nicht gemacht, von daher... Ja, wenn man solche Sachen dann machen würde, wir haben ja Gott sei Dank noch so unsere Vernunft, die dann im letzten Moment sagt, nee, mach das nicht, das ist Schwachsinn, ne? Aber ja, klar. Dann hätte man, glaube ich, wirklich einen an der Mattscheibe. Und ich glaube, da würde ich hier zu Hause mit meinem Haushaltsvorstand auch irgendwann mal Probleme kriegen, wenn ich dann solche Deals abschließe. Definitiv. Wenn dieses Paket ankommen würde und während ich das auspacke, kommt auf einmal meine Frau rein oder so, die wird ja auch fragen, was hast du denn dafür bezahlt? Da würde ich wahrscheinlich nicht die Wahrheit sagen. Das würde ich wahrscheinlich ein bisschen schön rechnen. Ne? Ja. Ein Zehner hat es mich gekostet. Genau. Ja, eine Eins hat vorne gestanden. Also, ja. Und eine 100 Euro, ja, genau. Ist schon heftig. Ja. Aber mir fällt gerade ein, ich habe tatsächlich eine Big Box, habe ich sogar hier. Was denn? Ich habe Terranigma, habe ich mir mal geholt. Weil ich das damals gespielt hatte und das habe ich gesehen und ich fand, der hat mir einen guten Preis gemacht. Also ich habe 55 Euro bezahlt mit komplett, also mit Heftchen, alles drinne und das fand ich für mich, für damals habe ich gesagt, alles klar, nehme ich mit. Auf jeden Fall, ist auch ein guter Preis, aber auch das ist halt von diesen ganzen Big Boxen nur eins der günstigsten. Ja. Aber trotzdem mal, liegt auch so bei den 100 oder was weiß ich, 120 Euro oder so. Jetzt nur mal so grob außer Erfahrung gequasselt, aber ist auch egal. Wie ist das denn so bei euch mit der Liebsten an eurer Seite? Ist natürlich immer noch Frage, wie auch die Finanzen zu Hause verteilt werden. Wir haben Gott sei Dank beide noch getrennte Konten und meine Frau ist auch wesentlich sparsamer als ich. Also ich haue fast alles auf den Kopf, was ich so im Monat übrig habe und lege nur ein bisschen was zur Seite und meine Frau ist ja ganz anders. Dass wir eben keine zusammengelegten Konten haben und sie da nicht so die Übersicht drauf hat, was ich da so für mein Hobby auch nebenher ausgebe. Aber sie redet mir Gott sei Dank auch nicht rein oder ins Gewissen und sagt so, ja, bist du eigentlich bescheuert, sondern das ist halt mein Ding und das lässt sie mich auch machen. Ist das bei euch genauso? Also Mirko hat ja schon so ein bisschen in die Richtung argumentiert. Oder... Ja, ich habe dann aber auch manchmal, also meine Frau lässt mich auch machen, auch getrennte Konten und so weiter, ne, wie du auch schon sagst, und sie ist sehr sparsam und ich werfe mit meinem Geld dann doch immer ziemlich so um mich und ich habe dann teilweise schon manchmal so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn dann hier so die ersten 1-2 Wochen des Monats sind und hier jeden Tag irgendwie ein kleines Päckchen ankommt. Aber sie redet mir da auch nicht ins Gewissen rein und sie versteht das auch, dass das mein großes Hobby ist und ich mache das jetzt auch nicht in einem Maße, wo wir dann halt in die Bredouille kommen, dass wir deswegen irgendwelche wichtigen Rechnungen oder so nicht bezahlen könnten. Ne? Also ja, so, Gottes Willen, klar. So schlimm ist es dann nicht, ne? Aber ich könnte schon wesentlich sparsamer sein, wenn ich wollte. Ne? Also so ehrlich muss man dann schon sein, dass da schon so der ein oder andere Euro im Monat vielleicht hier die Themse runterfließt dann. Ne? Aber ja. Bei mir sie toleriert das. Bei mir ist es ganz genauso wie bei euch beiden. Es ist haargenau dasselbe. Also, und ich kann auch, ich sag's immer wieder, man kann so froh sein. Überleg doch mal, was wir eigentlich für bekloppte Typen sind, ne? Ja, wir sind Ü30, ne? Wir lieben Videospiele, stellen uns Spielzeug ins Kinderzimmer und brauchst dann und machen YouTube, das kommt auch noch dazu. Reden den ganzen Tag drüber. Ja, und was für Glück wir eigentlich haben, ne? Also wenn man das dann eigentlich mal so bedenkt, weil wir haben eine Macke, das ist einfach so. Das ist so. Wenn Leute, die da keinen Bezug haben, die gehen bei mir hier auch ins Zimmer rein und denken sich so, ach du Scheiße, ne? Aber du hast halt auch Leute, die kommen hier rein und denken sich so, oh geil, richtig geil. Aber du hast auch Leute, die sofort sagen, als wenn es ein Mann ist, dürfte ich nicht. Dürfte ich nicht. Das gibt's halt auch, ne? Und da haben wir echt Glück.
Würde mich nicht wundern, wenn es auch irgendwo in Deutschland eine Selbsthilfegruppe gibt, wo die Leute sich vorstellen mit: Hallo, ich bin Mirko und ich sammle Videospiele. Ja. Die gibt es bestimmt. Ja. Na klar, alles, was wir heute so besprochen haben, das sind absolute Luxusprobleme. Wir sind in einer behüteten Kindheit aufgewachsen. Wir hatten den Luxus, dass wir diese geilen Spielzeuge und was weiß ich, also diesen, eigentlich ist es ja auch nur in Form gepresstes Plastik, dass wir das alles bekommen haben und uns daran erfreuen konnten. Da haben wir natürlich eine behütete und geile Kindheit gehabt und das jetzt haben wir aktuell die Mittel und das Sozialleben, um das auch ein Stück weit uns wieder zu kaufen, Sachen, die wir vielleicht bereuen und so. Natürlich gibt es auf der Welt ganz, ganz andere Probleme, aber das ist natürlich heute nicht Thema hier. Aber ich verstehe schon, worauf der Christian so ein Stück weit hinaus will. Ne? Also das, wir reden hier, ob auf YouTube oder in diesem Podcast, wir reden ja über Sachen, das sind alles First World Problems, absolut. Ja. Aber ich würde auch gerne gar nicht ein, ich meine, wir haben das letztes Mal gemacht, wir haben ja auch ein ernsthaftes Thema mal angesprochen, aber auch das hängt ja im Endeffekt mit diesem Thema Entertainment und Freizeitgestaltung zusammen. Ich würde auch Thema Politik und sowas komplett aus sowas hier rauslassen. Ich meine, das ist ganz klar, dass wir das Geld, was wir da so reinpulvern, auch ganz anders gut und vernünftig anlegen könnten. Ja, Mensch, also da muss man jetzt schon fast ein schlechtes Gewissen bekommen. Ja, nee, also wollte ich gerade sagen, ich will jetzt für mein Hobby hier kein schlechtes Gewissen haben müssen. Und das macht mir meine Frau nicht, wie eure Frauen euch anscheinend ja auch nicht. Ne? Und man sollte dann selber auch nicht so weit gehen und dann denken, ja, okay, für das Spiel, was ich mir jetzt gekauft hätte, hätte ich dann, was weiß ich, da und da an das SOS-Kinderdorf spenden können oder so. Das wäre bestimmt auch gut und richtig und ist auch schön für jeden, der das macht. Aber man muss auch für sich selber einfach mal glücklich sein dürfen. Man muss sich auch mal gönnen können, ne? Ja, richtig, genau. Ne? Christian, das ist eigentlich so richtig schöner. Ja, ist schon mal schönes. Richtig schöner Abschlusssatz eigentlich. Möchte so, ich auch fast sagen. Ja, man muss sich auch mal gönnen können. Finde ich gut. Genau. Ist vielleicht, wenn du glaubst, es geht nicht mehr. Ist vielleicht ein schöner Videotitel auch, ne? Jäger und Sammler, Doppelpunkt, man muss sich auch mal gönnen können. Ja. Aber wir müssen hinten noch ranhängen, scheiß Reseller. Oder so. Irgendwie sowas muss auch an. Ja. Ja, aber du hast recht. Im Endeffekt können wir ein Stück weit einen Haken dran machen. Also ich komme mir vor, als ob ich hier wieder eine Stunde lang mindestens einen Monolog gehalten hätte, weil ich zu dem Thema Gameboy-Sammlung so viel erzählen konnte. Aber ich persönlich habe mich jetzt wirklich auch zu dem Thema ganz schön ausgelassen. Wir machen gleich die 3 Stunden voll. Habt ihr noch was zu erzählen zu dem Thema? Immer gerne raus damit, aber ich bin wirklich gerade sammlungstechnisch total bedient. Und jetzt hat es gerade richtig fett bei mir gedonnert übrigens. Das habe ich gehört. Das habe ich auch gehört. Ja. Ich dachte schon, das Dach ist eingebrochen, aber es war wohl doch nur ein Donner. Also wie gesagt, immer raus damit. Ich bin zum Sammeln, glaube ich, durch. Es sei denn, es kommt noch eine Frage von euch dazu. Also ich sag mal, meine Einstellung dazu habt ihr mitgekriegt, haben die Zuschauer mitgekriegt. Also, aber ich fand das richtig geil heute, dass, wenn die Leute uns hören, die denken sie immer wahrscheinlich, wir glucken jeden Tag zusammen und quatschen. So ist es nämlich nicht. Wir nutzen halt auch so diese Aufnahmen, um uns halt auszutauschen. Und für mich war es heute einfach auch mal richtig geil, so eure Einstellung dazu zu erfahren. Und vor allem auch die vom Weidemann, weil ich da halt weiß, er ist am ehesten so ein richtiger Sammler. Und das war für mich echt sehr interessant. Und ich habe die Stunde, die du deinen Monolog gehalten hast, an deinen Lippen gehabt. Alles gut. Alles gut. Es war ja auch teilweise durch eure Wortmeldung unterbrochen, aber so, wenn ich mal zusammenrechne, habe ich jetzt bei dem Thema wirklich sehr viel erzählt. Das ist gar kein Problem. Das war, also ich fand es sehr interessant. Ich auch, ja. Und du bist, glaube ich, was das angeht, auch noch etwas mehr im Thema als wir. Also ich bezeichne mich auch als Sammler. Ich leg mich ja auch jede Menge Spiele zu und sammel jede Menge und ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte eigentlich kaum noch Spiele digital haben, ich möchte eigentlich alles als Retail haben. Ne, das war mir früher auch egal, da habe ich dann auch den günstigsten Preis hinterhergejagt und das war dann halt meist irgendwie ein Sale auf dem PSN oder so, auf dem Store und mittlerweile muss ich alles als Retail haben. Also ich bin auch ein Sammler, aber das Ganze noch mit Maß und mit Grenzen und ja, es ist ein schönes Hobby, es macht Spaß, ist sehr vielseitig und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass ich vielleicht, wenn ich mal 70 Jahre alt bin und dann noch mal irgendwie den Super Mario Bros. 3 fürs NES in OVP für 20 Euro sehe, dass ich dann in dem Alter nicht auch noch mal schwach werden würde. Ich habe auch noch mal ein richtig schönes Beispiel. Einfach nur so für die Zuschauer, die jetzt vielleicht da sitzen und sich fragen, bin ich ein Sammler? Ich bringe euch ein Beispiel. Wenn ihr
eine PlayStation habt, ihr seid PS Plus Mitglied und ihr tut kostenlos euch ein Spiel download und zockt das und sagt danach, das will ich als Retail haben, dann seid ihr Sammler. Dann ist man Sammler. Eindeutig. Bei mir ist es leider fast immer andersrum, dass alles, was im PS Plus rankommt, habe ich mir schon längst Retail gekauft. Ja. Ja. Boah, kann Weide ich das Mann, so, dein Wort zum Sonntag. Kann ich das so unterschreiben, überlege ich gerade. Es gibt auch einige echt gute oder zumindest vernünftige Spiele, die ich mir runtergeladen habe, egal ob ich jetzt dafür bezahlt habe oder ob das im PS Plus war, die ich mir auch teilweise nicht im Retail gekauft habe. Aber du denkst dran. Ja, natürlich. Und zum Beispiel würde jetzt Hellblade Retail rauskommen, ich würde es mir sofort kaufen. Das hatte ich die ganze Zeit im Gedächtnis. Und ich habe auch, ich hatte Bloodborne, hatte ich mir erst digital gekauft und ich fand das dann so geil, ich habe es mir danach nochmal in einer Limited Edition Retail gekauft. Also ich habe es jetzt doppelt so, quasi. Genau, wenn man sich wirklich denkt, so, boah, das ist echt ein Meisterstück, ne, dann ich glaube, dann muss man es auch wirklich in Retail haben. Ja, vielleicht ist das wirklich so dieser, da kommt dann der Sammler wahrscheinlich dann doch mal wirklich durch. Und so kann man es vielleicht wirklich ein Stück weit definieren. Ja, ja, ich habe ja gerade sehr viel auch, wie ich finde, ganz schön geraged gegen verschiedene Einstellungen beim Thema Sammeln. Und ich weiß nicht, ob wir das irgendwo schon mal gesagt hatten, aber das Blöde am Menschen ist ja, dass jeder denkt, er ist der Einzige, der Recht hat. Und genauso habe ich wahrscheinlich wenig Recht mit meiner Einstellung zum Thema Sammeln. Genauso wie der Typ, der jeden Sonntag, jedes Wochenende auf Beutezug geht, um dann das irgendwie weiter zu verkaufen. Genauso wie der vielleicht da sitzt und sagt, ja, ich habe halt alles in der Steam-Bibliothek und ich habe nichts in physikalischer Form da stehen. Leute, ihr müsst euch halt selbst klar darüber sein, ob ihr in dem Fall Sammler seid oder so. Es ist eure Einstellung, lasst euch da nichts erzählen. Ob das jetzt das Thema Videospiele ist, ob es ich muss nur in meiner Wohnung rumgucken. Ich habe ein Regal da stehen, weiß ich nicht, wie viel Musik-DVDs, ich habe die nie gezählt, oder Blu-Rays mit Filmen. Da stehen über 1000 Audio-CDs, da stehen über 100 Vinylplatten. Ich sammle viel zu viel. Aber trotzdem bin ich mir bewusst, ich bin Sammler, weil ich will das alles haben. Und ob ihr das jetzt in einer digitalen Steam-Bibliothek habt oder in Retail-Form oder so, so wie ihr sammelt, macht ihr das schon richtig. Und man sollte natürlich nur aufpassen, seine Rechnung weiterhin bezahlen zu können, so wie der Mirko das auch gesagt hat. Mhm. Alles, was man sich von dem, was übrig ist, was man noch so übrig hat im Monat, wenn man sich davon was Gutes tut und was gönnt, dann seid ihr ein vernünftiger Sammler. Aber zieht keine Leute über den Tisch und macht anderen Leuten das Hobby nicht madig und kaputt, dadurch, dass ihr da für euch Profit draus schlagen wollt. Das finde ich nämlich nicht ehrenhaft gegenüber den anderen, die auch sammeln und sich da an sowas erfreuen. Das ist Word. Vielleicht einfach nochmal. Genau, das war mein, du wolltest es ja hören, das Wort zum Sonntag. das war sehr, sehr schön. Also kurzzeitig ist so ein kleines Tränchen vielleicht. Ich habe so ein wohliges, warmes Gefühl um mein Herz. Ja, ich fühle mich so vielleicht wohl irgendwie gerade. Ne? Ich gehe jetzt raus und umarme einen Baum, auch wenn es blitzt. Vielleicht denke ich ja wirklich dran und lege ein Sample drunter, also so eine ganz erhabene Soundtrack-Musik bei diesem Endwort. Das ist so eine Kirchenorgel, ja. Genau, so wie der Avengers-Abspann oder sowas, keine Ahnung. Nein, werde ich natürlich wieder nicht tun. Ich werde alle Sound-Samples lassen. Wir machen ja den Soundtrack jetzt mal selbst, habe ich ja festgestellt. Aber wir haben jetzt eine Spoiler-Hupe, ne? Genau. Die finde ich auch super. Ja, ich hänge mich mal eben an das, was Christian gerade schon gemacht hat. Er hat ja im Endeffekt schon ein Schlusswort gefunden. Ich fand das auch heute super entspannt mal wieder mit euch. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, der Tag bis hierhin war eigentlich gar nicht so doll. Das Klima war scheiße. Auf Arbeit auch wieder irgendwie 2-3 Nachrichten und E-Mails bekommen, wo man sich nur drüber geärgert hat. Und ich habe mich den ganzen Tag schon drauf gefreut und ich bin nicht enttäuscht worden. Es war mal wieder ein Fest mit euch. Ich habe viel über euch erfahren. Es hat mich tierisch interessiert, bevor wir in dieses Ding gestartet sind, wie und was der Christian überhaupt sammelt, weil in den Videos sieht man es wenig. Und bei Mirko habe ich auch viel Neues erfahren. Also das war wirklich toll. Und ich muss noch eben dazu sagen, das ist auch wirklich das Letzte dann für heute, bevor ich wirklich den Schlusssatz mache. Ich habe jetzt gerade vergessen, was ich sagen wollte. Nein, die Stunde, die wir vorher geredet haben, weil ich habe es mir einfach mal fest vorgenommen, ey, heute nicht so 10 Minuten Aufwärmgeblubber und dann rein ins Thema, sondern einfach mal kommen lassen. Ne? Fand ich auch super. Ne? Also wir haben in der einen Stunde schon so viel verschiedene Themen angesprochen, angeschnitten, angedeutet,
dass ich auch da wieder richtig schön dann in das Hauptthema reinstarten konnte. Und selbst da haben wir jetzt fast 2 Stunden drüber geredet. Ich glaube, unsere Zuhörer freuen sich darüber. Ja. Ja. Ich gebe euch jetzt auch nochmal eben die Möglichkeit, lasst nochmal alles raus, was ihr möchtet für heute, und dann machen wir den Sack zu für heute. Ja, wer will. Dann hau ich mal, ich fange einfach mal an, Christian, hast du das letzte Wort hier quasi? Okay. Ja, also ich fand das auch total cool, hier mal wieder mit euch zu quasseln, was ganz lustig ist. Ich weiß noch, wo wir so den Cast hier so vorbereitet haben, haben wir gesagt, ja, wir reden dann 1 Stunde, vielleicht 2, ne? Und jetzt gucke ich hier mal so auf meinen Timer. Ja, so 3 Stunden sind es dann geworden, ne? Also kurz fassen können wir uns nicht, und das spricht ja auch einfach dafür, dass wir am Sabbeln und am Austauschen jede Menge Spaß haben, ne? Das ist immer, mir ist es immer ein Fest, hier mit euch zu klönen, und ja, war auf jeden Fall cool. Und ja, das Thema Sammeln, man hätte noch so viele andere Sachen anschneiden können, das ist so ein komplexes Thema. Ich habe erst gedacht, wo der Weidemann hatte das Thema ja vorgeschlagen, was soll ich denn hier jetzt 2 Stunden über Sammeln reden? Kann mich da so lange labern? Und jetzt fallen mir noch andere zig Themen ein, die ich hier noch hätte erzählen können. Zum Beispiel, dass meine Frau sich vielleicht schon so ein bisschen aufregt, dass meine Sammlung so langsam aus meinem Nerdzimmer rausquillt und sich ins Schlafzimmer und in die Stube auslagert, so teilweise, und lauter solche Sachen. Und ja, ich hatte auch einen Scheißtag, und das war jetzt hier mein Highlight. Also auf der Arbeit nur geschwitzt, zu Hause habe ich Ameisen im Haus und lauter so ein Schissel, und jetzt hier die 3 Stunden war zum Runterkommen richtig, richtig cool. Und dafür bedanke ich mich bei euch zweien, und ich bedanke mich bei allen, die hier heute wieder zugehört haben. Schreibt uns gerne was in die Kommentare zu dem Thema, wie immer. Freut euch auf unseren nächsten Cast dann, ne, zur E3, dann Mitte, Ende Juni. Da bin ich auch mal gespannt, was uns da so erwartet. Und dann würde ich sagen, bin ich jetzt an der Stelle einfach mal raus. Ich sage schön mit Ö und frohes Sammeln, und Reseller sind Schweine. Ist natürlich jetzt echt einfach, nach so einem Schlussreden der Abschluss zu sein, ne? Auf jeden Fall, kriegt man mit, dass die 3 Nasen sich immer mehr zur Therapiestunde Sonnenschein entwickeln anscheinend. ist aber auch wirklich so, ist bei mir genauso. Ich freue mich jedes Mal wieder drauf, oh, Podcast aufnehmen, ach, der Mirko, ach, der Weidemann, ach, das wird wieder schön, geht mir ganz genauso. Und man hat es auch wieder gemerkt, der Fluss ist da, es macht einfach so Laune zu quatschen hier. Und auf jeden Fall eine Sache, an der wir festhalten sollten, und was, wo wir alle 3 ja auch unbedingt das wollen. Also wir leben die 3 Nasen sozusagen. Und hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und vor allem, weil, wie der Mirko das schon kurz so angedeutet hat, wir waren halt so nicht so richtig vorbereitet auf heute. Aber es war ein unheimlich geiler Flow in diesem Gespräch gewesen. Viel Interessantes, und ist natürlich auch, wir beschnuppern uns selber auch immer mehr, und das finde ich einfach klasse. Ja, sonst danke ich für eure Ohren. Nee, das muss der Weidemann machen, der kann das besser. Hier, wir Nasen, ihr Ohren, ich guck weg. Und Leute, danke, dass ihr da wart, und ich denke mal, der Weidemann, der kann richtig gut abmoderieren. Ich rieche was du nicht riechst. Genau. Ja, Leute, ihr habt alles gesagt. Ich brauche gar kein Schlusswort mehr machen. Ich habe so viel heute monologisiert hier. Von daher sage ich natürlich auch ganz herzlichen Dank, dass ihr eure Augen und Ohren dabei hattet, um uns diese zu leihen. Ich und der Mirko und der Christian, wir sind eure 3 Nasen. Wir sagen danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Immer schön schroff bleiben im Kosmos und on air und sowieso. Bis dahin. Ciao. Tschüss.